Schönen guten Morgen, Mahlzeit und schönen guten Abend, liebe Pottbolzer-Community und vor allen Dingen grüße euch Stefan, Michael. Ja, Silvestergala, Mensch, quasi vor einem Jahr haben wir ja noch gesessen, Silvestergala gemacht, hatten damals noch Thomas Meuser, meine ich, und Sascha Kleinpass zu Gast und haben ein bisschen schwadroniert über die Hinrunde. Und wer hätte gedacht, dass wir 12 Monate später eigentlich über eine etwas schlechtere Hinrunde sprechen müssen. Wollen wir es damit auch belassen? Ich freue mich auf die Folge. Da werde ich mir eure Analyse, euer Resümee zur Hinrunde anhören. Möchte die Gunst der Stunde nutzen, um ja, allen einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Für den einen oder anderen wahrscheinlich die Hoffnung in ein besseres neues Jahr. Zur Pottbolzer Community muss ich ganz klar sagen: 73 Folgen. Wow. Wenn ihr so weitermacht, dann. Ja, bis zum Sommer wahrscheinlich nicht, weil Ennards Erben zählt ja nicht dazu. Aber bis zum Sommer oder kurz darüber hinaus könnte der die 100 knacken. Wir haben, glaube ich, 52 Folgen zusammen gemacht, Stefan. Michael war da auch schon ein paar Mal dabei. Ich bin stolz darauf, dass es darüber, dass es weitergeht mit Pottbolzers 1902 MSV und das nicht dann im Sommer, als ich dann aufgehört habe, dass die Sache beendet wurde. Ihr macht das hervorragend, ja, ihr macht es überragend, ihr macht es sensationell, ihr macht es richtig geil und mich hat es sehr gefreut, dass ich bei der letzten Sendung mit dabei sein durfte. Stefan, du meinst, ich soll 2 Minuten Video machen? Bin bei 1,30. In den ersten 30 Sekunden sollte ich so noch hinbekommen. Ja, ich grüße die ganze Community. Ich grüße alle, die jeden Sonntag um 21 Uhr dabei sind. Ich grüße alle Gäste, die in der Vergangenheit dabei waren oder noch kommen. Schade, dass es auch den Audiobeweis, den Drittliga-Podcast nicht mehr gibt. Hat immer super Spaß gemacht mit den Jungs. Wen grüße ich noch? Stefan, ich grüße deine Familie. Ich grüße deine Frau, ich grüße deinen Sohn. Ich hoffe, die machen das immer noch so gut mit wie in der Vergangenheit, als ich da war. Und ansonsten kann ich nur sagen, Riesendingen, auch auf der Plattform. Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Formate. Vielleicht kommt ja noch das eine oder andere Format dazu. Und ja, ihr seid schon zwei geile Typen. Ihr macht es sehr, sehr gut. Sonst würde es auch nicht so gut funktionieren. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Ein schönes neues Jahr. Silvester Gala Ole. Wir sehen uns. Tschüss, Männer. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß! Ja, moin moin, liebe Pottbolzer, moin Stefan, moin Micha und moin Simon, falls du das auch siehst. Servus, schöne Grüße. Schöne Grüße aus dem schönen Emsland. Ja, aus dem schönsten Ort der Welt. Ja, wir hoffen, dass ihr Weihnachten gut verlebt habt und wünschen euch auf jeden Fall für eure große Silvestergala und für das Jahr 2022 alles Gute. Wir sind der festen auch Überzeugung, dass der MSV Duisburg da unten wieder rauskommt. Auf jeden Fall. Und dass ihr in der dritten Liga erhalten bleibt. Zumindest ein Jahr und also dann ihr, auch wieder hochkommt. Wir nicht, wir müssen ja auch höher in die zweite Liga, wenn das so genau, weitergeht. Dann folgt ihr uns dann ein Jahr später. Nee, alles gut. Wir freuen uns dann, wenn wir dann auch in der dritten Liga noch zusammen spielen können, wollte ich schon sagen. Wenn ihr uns besucht und genau. Wir dann ausstehende Bierchen endlich auch noch zusammen zischen. Genau, das müssen wir jetzt eigentlich mal hinkriegen. Letztes Jahr war wieder ein Corona dazwischen gekommen, ist jetzt immer noch da, aber wir hoffen einfach, dass die Geisterspiele dann nicht, also sie sind jetzt angekündigt, dass das dann vielleicht nicht durchgezogen wird oder dass wir da glimpflich durchkommen, wie man so schön sagt, und dass wir dann genau ein schönes Spielchen sehen in Meppen und auch dann zusammen lecker Bierchen trinken können. Ja, das wäre auf jeden Fall zu begrüßen. Ja. Ja, also von unserer Seite alles Gute für euch, kommt gut in die nächste Saison. Naja, Saison ist es nicht, Ja, nee, ja, genau, ja. Saisonhälfte. Nächste Saisonhälfte. Rückrunde. Da wollte ich darauf hinaus, Genau. Saisonhälfte. Rückrunde ist ja quasi auch schon gestartet, aber. Ja. Und auch alles Gute an den Rest des Pottbolzer-Teams natürlich, Rot-Weiß Essen und Regionalliga West. Auch alles Rot-Weiß Gute. Essen, die haben da auch so einen mittelmäßigen Trainer da, ne? Anderes Thema. Euch alles Gute und man hofft, man sieht sich. Alles gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Hey Micha. Stefan. Der MSV und auch die ge ganze Gesellschaft da draußen, die bringt so viel mit sich. Es gibt draußen schöne Getränke, die man zu sich nehmen kann bei einem Stadionbesuch. Man erinnert sich immer, ach, das letzte Bier hat mir sehr, sehr gut geschmeckt, gerade beim MSV. Wir haben eine tolle Biermarke vor Ort. Ja, Stefan, denn da trinke ich mir am liebsten im Stadion ein frisches Köpi. Und wo hat man es früher damals noch bekommen? In Rheinhausen bei der Firma Götzen gibt es natürlich jetzt an dieser Art und Weise nicht mehr zu erwerben,
Aber wir haben den einen oder anderen Getränkehersteller oder Fachhandel, wo man es erwerben kann. Darüber man hat bei Götzen Getränke bekommen damals. War es nicht ein Baumarkt? Nein, Götzen hat auch viel, viel mehr hergegeben. Auch ja, dort haben wir unsere Getränke konsumiert. Soll aber gar nicht das Thema sein, denn auch beim MSV fühle ich mich natürlich immer sehr, sehr sicher, wenn ich genau weiß, der Ordnungsdienst oder der Security-Team um den MSV herum. Ne, also absolut super aufgestellt. Und auf der anderen Seite aber auch das Catering. Also die Wurst und der Dönerladen hinter der Nordkurve, die Pizzeria, Mama Leone, haben wir mit Sicherheit heute auch nochmal im Gepäck. Wohin? Zu Sinn, genau. Und all das macht es doch aus, ein Fan des MSV Duisburg seit der ersten Stunde zu sein. Sag mal, spielst du noch Fußball? Ich habe eigentlich nie Fußball gespielt. Ich habe es immer genossen, auf dem Feld zu stehen. Aber nein, ich spiele kein Fußball mehr. Ich spiele noch Fußball. Und ja. Stefan, was könnte ich dir anderes sagen, als dass ansonsten nur noch Schiedsrichter mit diesem Schuh spielen. Lass mich raten, hast du die bei einem Kaufhaus erworben, dessen Name mit K beginnt? Könnten jetzt zwei sein, das, übrigens. Das Kaufhaus, bei dem ich diese Schuhe erworben habe, beginnt mit I, wie Internet. Ah, aber es sind die. Da war ich schon mal für meine Leute auch schon mal Verkäufer für 3 Jahre. Ach, guck mal, aber es sind die aus Känguruleder bestehenden Coppa Mundial, die heute nur noch Schiedsrichter tragen. Lass mich rein. Und alte Herrenkicker. Die sind auch nicht von Nike, sondern die sind von einer bekannten A-Firma. Die sind von Adidas. Wusstest du eigentlich, dass Rudi und Adidasler Brüder waren? Und definitiv. Und Adidasler Adidas gemacht hat und Rudi Dassler Puma. Ja, wusstest du aber auch, dass aus dem gleichen Ort unser Ehrenspielführer Lodder Matthäus. Aus Herzogenaurach. Genau, der natürlich auch eine Verbindung zu Matze Knob pflegt, denn Matze Knob, Comedian, der den Lothar perfekt imitiert, aus Lippstadt kommt. Und auch in Lippstadt haben wir mit Sicherheit den ein oder anderen MSV-Fan, genau wie auch heute auch den lieben Christoph aus dem schönen Ostfriesland. Und ich glaube, es gibt inzwischen auch ausgewanderte Duisburger, die ins ich sag mal, Deutschland nahe Ausland wie Bayern ausgewandert sind, die immer noch Duisburger sind. Genau, aber es gibt nicht nur Leute aus Aurich, es gibt nicht nur Leute aus München, sondern natürlich auch schönen guten Abend, liebe Pottbolzer, zu einer neuen Folge 1902, die aus Duisburg kommen. Und deswegen, wie passt es besser zu dieser Silvestergala? Also der Michael und ich, wir waren heute absolut in Shape. Wir waren gestern noch Bodybuilden, wir waren noch uns in Shape bringen, wir haben Gewichte gestemmt, wir sind um den See gerannt, 50 Kilometer, wir haben alles mobilisiert, wir haben Kulisse aufgebaut und deswegen erstmal schönen guten Abend, Michael, und vielen, vielen Dank, dass wir das Ganze heute hier bei dir in wunderbarer Kulisse umsetzen können. Ja, schönen guten Abend, lieber Stefan, schönen guten Abend, liebe Pottbolzer Community. Wir befinden uns heute hier im Schermbecker Keller, nicht im Schermbecker Luft. Und hier in meiner Bar, das ist das Kaminzimmer, da hinten steht ein schöner offener Kamin, direkt neben Stefan steht ein Alkoholkühlschrank, wie sich das gehört. Und ich habe mich extra, vielleicht ist das auch ein Hinweis für den ein oder anderen Gast heute Abend, in eine fandesignte Kutte gezwängt. Geschmissen. Das können wir natürlich schon mal ein bisschen auflösen, denn der eine oder andere wird sagen, hör mal, haben die beiden gerade in den ersten beiden Minuten einen weggehabt? Ja, haben wir, können wir schon mal vorwegnehmen, aber auch kleiner Aufruf. Liebe Leute, ihr kennt uns jetzt seit, glaube ich, roundabout 1,5 Jahren und wir sind mit Sicherheit nicht diejenigen, die ihr sagen, boah, schmeißt uns mit Geld zu. Ja, würden wir auch nehmen, wenn wir ehrlich sind, keine Frage. Aber wenn der ein oder andere da draußen sich angesprochen fühlt, nicht nur aufgrund der letzten Sendung, wo wir auch nochmal vielen, vielen Dank sagen, denn zum ersten Mal 3.500 Zuschauer und Zuhörer bei unserem Podcast. 3.500 Zuschauer plus Zuhörer. Zuhörer, genau. Also das heißt mehr als, also wahrscheinlich 5.000 insgesamt. Ja, vielleicht auch 50.000 oder 500.000. Wer will's denn messen, liebe Leute? Nein, Spaß beiseite. Mit der Review gegen Osnabrück. Natürlich kontroverses Thema, wollen wir gar nicht ausführen an dieser Stelle. Und falls sich da draußen aber irgendjemand angesprochen fühlt und sagt, hör mal, sowas Regionales, sowas Fannahes, sowas Emotionales in Zeiten von Corona, in Zeiten von einem wenig sportlichen Misserfolg, da möchten wir aber bei den Jungs dabei sein und sagen, hör mal, als Sponsor treten wir hier mal auf für einen Monat, für ein halbes Jahr, für ein Jahr. Können wir über gerne alles reden, solange es in unser Konzept passt, solange wir dahinter stehen. Genau. Das natürlich immer dazu gesagt. Und ja, bevor wir jetzt gleich hier beginnen, natürlich, und das Wichtigste da draußen nochmal, wir hoffen natürlich, dass ihr alle gesund seid, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest hattet und dass ihr mit dieser Sendung entweder kurz vor knapp vorm Jahreswechsel,
oder aber auch im neuen Jahr mit dieser Sonderausgabe glücklich werdet, denn wir haben einiges im Gepäck. Wir haben den Christoph, haben wir gerade schon gehört. Wir haben den Tobi, den Zebrahimovic, den Kicktipp-Gewinner. Und wir haben den Julian Funk, Julian, ehemaliger Trikot-Designer von Capelli, hier am Start. Und last but not least, eine Legende. Warum, wir benennen sie noch nicht. Ja, wir benennen sie noch nicht. Und derjenige wird auch am Schluss nochmal mit ein paar Quizfragen zu bombardiert und darüber hinaus vieles, vieles weitere, denn ihr seht schon in unserer Beschreibung, ich glaube, wir müssten mittlerweile bei roundabout fast 4 Stunden am Ende der Sendung angekommen sein. Also großes, großes Special, und wenn ich schon von Special rede, ich merke gerade, also man hat schon fast einen Teppich im Mund. Am 2.1. kommt nochmal die Sondersendung zur 90er, 2000 und 2010er. Da haben der Michael und ich knapp so eine Stunde aufgenommen. Und du kannst ja mal sagen, was wir in dieser Stunde alles gemacht haben. Also diejenigen, die uns schon länger kennen, die werden wissen, dass wir als Kooperation angefangen zwischen Wimpeltausch und Pottbolzer so um die Weihnachtszeit 2020 herum 3 Specials aufgenommen haben. Die 1990er Jahre, die 2000er Jahre und die 2010er Jahre. Insgesamt über 16 Stunden MSV Duisburg-Geschichte mit Interviews. Andreas Gierchen, Dietmar Hirsch, Georg Koch, Serjan Güvenişik, Philo Fossu Aye aus den 2010er Jahren und ganz viele tolle Informationen und Erinnerungen, Gänsehautmomente. Und das haben wir beide zum Anlass genommen, dass wir da nochmal so die letzten 30 oder 31 Jahre aufgreifen und Stefan und ich beide unsere Top 11 aus den letzten 31 Jahren aufstellen. Das bedeutet, es gibt eine Pottbolzer Top 11 von mir und es gibt eine Top 11 von Stefan. Und beide 11 werden gegeneinander gestellt und ihr dürft gerne entscheiden, welche 11 gefällt euch besser? Gibt es Schnittmengen? Welche 11 ist am Ende diejenige, wo ihr sagt, die ist sportlich die beste? Wo würdet ihr vielleicht sagen, na, die ist vielleicht nicht sportlich die beste, aber sie gibt mir den meisten Fan-Input so in Sachen Legenden und so weiter. Das könnt ihr alles ab dem 2. Januar hier bei YouTube und auf allen Podcast-Kanälen hören und sehen. Jetzt muss man natürlich 2 Dinge noch dabei erwähnen. Und zwar zum einen, liebe Leute, da draußen kann man es nicht immer jedem recht machen und es ist wirklich eine Abstimmung bzw. ein Aufruf auf die Legendenelf. Das kommt, wie gesagt, am 2.1. hier auf dem Pottbolzer-Kanal bei YouTube und auf unserem Spotify-Kanal beispielsweise, dass wir sagen, es ist einfach eine Geschichte aus dem Herz heraus, aus der Statistik aber heraus, also vielleicht ein bisschen nüchtern betrachtet, aber auch ein bisschen was mit Gefühl. Und jeder kann es natürlich anders sehen. Und deswegen einfach mal in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr es ein bisschen anders seht. Und zum anderen, Punkt 2 ist, ich möchte natürlich mit meiner 11 der letzten 30 Jahre alle Zuhörer und Zuschauer ansprechen und der Michael wahrscheinlich, so wie ich ihn kenne, nur die Ü35-Jährigen. Deswegen mein Appell an alle Leute da draußen, wenn ihr eher mit mir mitgeht, dann stimmt für mich, ansonsten für Michael. Spaß beiseite, er weiß, was ich damit meine. Und ja, Michael. Ich als Fan, der noch knapp in den 70ern geboren ist, kann ich hier nur jedem, der beim Blick auf meine Elf den ein oder anderen Namen entdeckt, den er nicht in die Legenden-Elf gewählt hätte, ans Herz legen, schaut euch nochmal Dinge aus den Anfängen der 90er an und vielleicht könnt ihr dann das ein oder andere, was ich da gemacht habe, verstehen. Ansonsten, wir haben viele Fans, viele Zuhörer und Zuschauer, die am Ende der 90er Jahre geboren sind. Ist euch auch niemand böse, wenn ihr ein zu Beginn der 90er Jahre herrschenden Stern beim MSV nicht mehr zuordnen könnt. Richtig. Um vielleicht jetzt, bevor wir mit den Gästen einsteigen, jetzt nochmal ein bisschen was vorwegzunehmen. Und zwar, ich habe es gerade im Hintergrund aufgerufen, wir sind seit diesem Jahr sehr, sehr aktiv, auch was YouTube betrifft, ne? Also dort gerade verstärkt in Form von Livestreams. Ich glaube, für viele, viele Leute da draußen, gerade für unsere Zuschauer, unsere Community, ist der Livestream an einem Sonntagabend schon ein Pflichttermin. Also Tatort wurde abgesegnet oder abgeschafft, besser gesagt. Man geht eher so hin und sagt, 21 Uhr ist für uns ein Pflichttermin. Absolut. Mit der Review. Absolut. Und wenn wir da nochmal ein bisschen zurückblicken, dann werden wir feststellen, wir hatten Leute wie Peter Kötzle zu Gast Anfang des Jahres. Wir hatten Christian Strassi, Straßburger, Magenta,
Kollege, wir haben Markus Höhner, wir haben Joachim Hopp gehabt, wir haben Stefan Meyerhofer, den wir mehr oder weniger auch ein bisschen so mit einem kleinen Spielchen erst enthüllt haben, ganz kurz vor Schluss. Ja, also da durftet ihr raten, wen haben wir da zu Gast? Wir hatten weitere Livestreams, wir hatten die Verabschiedung von Mike, schöne Grüße gehen natürlich nochmal raus. Wir hatten Markus Osthoff, wir hatten Stefan Emmerling, wir hatten Julian Funk, wir hatten Zebra Vlogs mit Zebrastreifen, wir waren beim Gewinnspiel, beziehungsweise beim Zebra-Quiz von der Zebraherde waren wir vor Ort, beim Kneipenquiz. Wir hatten Erfahrungswerte oder Live-Videos mit Interviews von Hagen Schmidt, aber zuvor auch noch Erle Carsten Wolters. Also wir hatten mehr oder weniger... Nico Klotz vor kurzem noch. Aber mit anderen Worten, wir hatten sie mehr oder weniger fast alle hier bei uns zu Gast. Und im neuen Jahr schon mal der erste Verweis darauf, wir werden auch weitere Leute dabei haben. Also Anfragen sind raus. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorwegnehmen darf. Mache ich jetzt einfach mal, ich bin mal so frei. Thorsten Wohlert wurde angefragt, ja, hat auch schon mal zurückgeschrieben. Wir haben natürlich im Petto, dass wir sagen, wir wollen in Zukunft auch nochmal vielleicht Leute zusammenführen. Beispielsweise haben wir heute eine Legende im Programm, die wir vielleicht mit einem weiteren legendenstatusmäßigen ehemaligen Spieler zusammenführen wollen. Das heißt, es gibt vielleicht mal einen Podcast mit vier Leuten am Start. Wir haben aber auch mit Sicherheit mal eine Anfrage schon mal rausgegeben an einen der kultigsten Trainer aus der Region. Um wen es sich da handelt, lösen wir dann später auf. Es gibt aber auch noch den einen oder anderen Spieler, den man eventuell von seinem Spitznamen her oder von seinem Schlachtruf kennen könnte. Willi, mehr möchte ich gar nicht sagen. Also, da sind einige Dinge in Planung, einige Dinge in petto. Von daher, vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle erstmal an euren Support. Genau, wir bleiben für euch am Ball. Ne? Also, wir werden alles geben, um auch in vielleicht sportlich nicht ganz so hervorragenden Zeiten trotzdem den Content für euch zu liefern, der euch den Sonntagabend, vorrangig den Sonntagabend, ein bisschen versüßt. Genau. Und wenn wir bei Versüßen sind, haben wir natürlich das Thema aus der letzten Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen, nicht, dass wir Versüßen in diesen Zusammenhang bringen wollen. Wir wollen euch aber auch nochmal vielen, vielen Dank sagen an dieser Stelle in Bezug auf die vergangene Sendung, denn nicht nur, dass wir in den letzten Monaten viele, viele Zuschauer und viele Follower dazugewonnen haben, was gerade YouTube explizit betrifft, sondern einfach nochmal ein Dankeschön sagen, weil wir es gerade auch schon gemacht haben, stelle ich gerade fest. Aber ist natürlich keine Normalität, dass wir sagen, wir haben 3.500 Zuschauer in einem YouTube-Format bei uns an dieser Stelle. Von daher nochmal vielen, vielen Dank dafür. Wir bleiben am Ball, hat der Michael gerade auch gesagt. Und was ein bisschen schade war an der Stelle, wir reden hier von 3.500 YouTube-Zuschauern in Bezug auf den Rassismus-Skandal rund um das Spiel MSV gegen den VfL Osnabrück. Was ein bisschen schade ist, ist, dass wir tatsächlich diese Rekordzahl im Live-Segment bei YouTube durch so ein beschissenes Thema wie Rassismus bekommen und würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir auf der sportlichen Ebene eben das noch toppen könnten. Also unser Ziel fürs nächste Jahr, wir schlagen den Rassismus-Skandal. Genau, und da wir hier ein Fan-Podcast sind und auch immer sehr, sehr fannah sind, werden es mit Sicherheit im weiteren Verlauf der Sendung auch nochmal sehen und hören. Wir hatten in den vergangenen Tagen aufgerufen, auch ihr könnt ein Teil sein unserer Silvestergala. Also wir haben gleich noch etliche Einspieler vom Mike, von den Freunden vom SV Meppen, vom SNFC Saarbrücken, von sag schnell. Bitte was? Videos? Vom Florian Gurke, vom genau. Flo Gurke. Der hat da sich wieder nicht Kosten und Mühen erspart, genau. Um hier eine Zelebrierung eines Videos hereinzugeben, sage ich jetzt mal. Aber wir haben auch den einen oder anderen gefragt, haut doch mal eure Wünsche, haut doch mal eure Anregungen zum Podcast raus, generell alles zum MSV, schreibt es in die Kommentare bei der Insta-Story. Und da habe ich jetzt hier mal ein paar, die möchte ich gerne mal vorwegnehmen und einfach mal vorlesen. Denn Duisburger Blut schreibt, einen guten Rutsch ans gesamte Team und zum MSV. Naja, es kann nur besser werden. 19Patrick37 schreibt, als Gast den einzig wahren Ennards im Kostüm Dennis Gerritsen. Oh. Also nicht Bernhard, sondern Dennis Gerritsen. Okay. Ja, ja. Also mit dem Dennis bin ich sehr, sehr gut in Kontakt. Immer wieder, schon aus der Vergangenheit heraus auch. Vielleicht sogar beide. Das wäre doch mal was. Bernhard Dietz und Dennis Gerritsen. Ja, vielleicht auch Ennards Bernhard Dietz im Kostüm und Dennis Gerritsen nicht im Kostüm. Nein, Spaß beiseite. Wir könnten den Ennards dann enthüllen und am Ende der Folge, wenn er den Kopf abnimmt, ist es der echte Ennards. Das wär's, ne? Das wär's. Ja, bleiben wir bei den Kommentaren, denn Soccerversum schreibt, Bernhard Dietz, auch er fordert ihn.
Das wäre natürlich auch nochmal so ein Ritterschlag für uns beide, wenn wir ihn dazu bewegen könnten. Denn wir haben natürlich auch eine geile Kulisse. Wir müssen ja gar nicht online machen. Vielleicht kriegen wir in Zeiten von, wenn es mit Corona besser wird, wieder auch genau. mal irgendwie Ennertz, was anderes hin. Ennertz, du bist herzlich eingeladen bei uns hier in die Kellerbar. Wir wären die Stolzesten. Dann haben wir den Nils Petendorf. Den kennen wir auch unter den einem anderen Namen. Ja. Sagen wir jetzt aber mal an dieser Stelle nicht, um mal ein bisschen Anonymität zu gewähren. Er schreibt, ich wünsche mir zur Silvestergala Micha und Stefan im Abendkleid. Kommt fast, ein bisschen spät. Fast ungefähr haben wir... Also komm, Sakko, ja. Sakko und fan-designtes Trikot. Ja. Was willst du mehr? Schön wäre noch, wenn wir beide Hosen anhätten. Haben wir ja nicht. Ich sag ja, schön wäre, wenn wir Hosen anhätten. Aber da ihr ja nur das hier seht... Aber du kannst es tragen. Danke. Fühlt sich auch gut an. Frei, so luftig. Ja. Ja, der Florian Gurke, der für uns auch gleich noch ein Video produziert hat, kommt gleich. Gästewunsch Florian Gurke, also er nominiert sich selber. Er möchte gerne in die Sendung. Auch das haben wir natürlich letzte Woche, du erinnerst dich, oder auch vorletzte Woche, habe ich immer wieder gesagt, Leute, stellt eine Anfrage. Er hat sich nicht gemeldet. Und dann schreibt er noch zusätzlich ein Entweder-Oder. Lass ich jetzt mal so stehen. Dann der Dicker schreibt, der Dicker, okay. Wenn Geld da ist, neue Spieler kaufen, Ivo raus, wenn möglich mehr Fans und mehr Stimmung. Also, bei uns jetzt oder im Stadion? Da hätte das Christkind jetzt eine lange Wunschliste bekommen. Ich glaube, das sind eher MSV-Wünsche und keine Pottbolzer-Wünsche. Ne? Natürlich. Ja. Natürlich. Dann der Devin Hengst, einer unserer richtigen Supporter, natürlich hier. Wunsch Ferry Schmidt und Mike wieder als Gast. Ich glaube, da kann man mit Sicherheit einiges tun in der Richtung. Kriegen wir beides hin. Kriegen wir beides hin. Denke ich auch. Dann schreibt der Devin aber auch noch sportlich Klassenerhalt und eine bessere Zukunft natürlich. Kriegen wir auch beides hin, sage ich jetzt mal. Wir beide, eine bessere Zukunft. Kriegen auch wir beide hin, ja, definitiv. Dann der McDorito, liebe Grüße an den Klaus. Übrigens, weißt du, wer McDorito ist? Klaus. Ja, gut, gut aufgepasst. Weißt du aber, welche Beziehung ich sehe? Ein Kumpel von dir. Nein. Naja, Klaus, nicht böse sein. Mein Ausbilder der ersten Stunde damals, wo ich 18 Jahre alt war, mein erster Ausbildungstag, halte dich fest, bei der Firma Kühne und Nagel, Michael Kühne, ja. in Hamburg, ja. natürlich, großer Millionär, ja. hat natürlich auch einen weiteren Standort in Duisburg, mhm. großes Unternehmen. Klaus damals mein erster Ansprechpartner am ersten Tag, ich 18 Jahre alt. Dein Ausbilder. Mein Ausbilder am ersten Tag. Was du für eine Verbindung, was für eine Wiederfuhr. Ne? Du scheinst keinen so schlechten Eindruck gemacht zu haben. Ich war beschissen. In meiner Ausbildung. Klaus, du kannst aber Klaus, nicht aber Klaus schreibt dir immer noch. Ja, beschissen heißt ja noch lange nicht, dass du ein Arsch bist. Na, okay, nee, also okay, verstehe. Heißt ja nicht, wenn du nicht gut arbeitest in einem gewissen Segment zu einer gewissen Zeit, dass du auch doof bist. Ne? Also kannst ja ein ganz cooler Typ Also sein. Stefan ist ein cooler Typ, hat aber nichts auf der Pfanne, wollte er ja, sagen. Zu der damaligen Zeit. Schreibt Thorsten Lieberknecht als Gast. Ah, das wird nichts eng. Lieber. Nichts lieber als das, aber schwierige Nummer. Ja. Noch schwieriger, weil er in Amt und Würden ist. Und Special Podcast Superstars aus der Zebraschule. Geht so ein bisschen in die Legendengeschichte, oder? Also aus der Zebraschule Superstars ist doch Uwe Weidemann, oder? Ne, meint er nicht aus dem Verein heraus spezielle Spieler? Also sagen wir mal, Lukas Daschner. Ich dachte, es geht um die Fußballschule. Ja, ich verstehe es eher so. Achso, Superstars aus der Zebraschule. Ja. Das wäre dann im Prinzip ein Thomas Strunz, ein Roland Wohlfahrt, ein Michael Tarnert, kommt nicht vom MSV, ein Teddy de Beer, Torwart, der beim MSV groß geworden ist. Wollen wir mal ehemaligen Duisburger? Boah, wir geben unser Bestes. Wir gucken mal. Das sind auf jeden Fall so im ersten Moment die Comments. Nochmal, ich verweise schon mal darauf, in den nächsten Stunden hier die Gäste in Form von Christoph, vom Tobi, vom Julian und natürlich unserem Special Guest der Legende. Bleibt bis zum Ende dran. Auf jeden Fall. Und dann haben wir immer mal wieder auch die Einspieler, haben wir gerade mehrmals schon gehört. Und ich denke, Micha, wenn wir es einfach nur mal zusammenfassen, vielleicht noch mal ganz kurz darauf bezogen, du hast im Sommer den Mike mehr oder weniger abgelöst, warst aber auch im Vorfeld schon immer wieder bei uns aktiv zu Gast und auch mit deiner Expertise undenkbar mittlerweile. Oder undenkbar? Ja, ohne dich macht es ja gar keinen Sinn mehr. Und vielleicht mal meine Frage an dich. Wie hast du das Ganze so vielleicht insgesamt als Reise so wahrgenommen, wo du auch damals den ersten Kontakt zu uns geknüpft hast? Wir haben zumal als erstes gemeinsames Projekt diese 30er
Jahre Geschichte durchforstet in Form von den 90er, 2000, 2010er. Nimm uns mal einfach mit, was hat das Ganze für dich ausgelöst, jetzt wöchentlich und dann auch noch live am Start zu sein? Also, ich habe durch die Corona-Situation habe ich im März 2020 meine Leidenschaft, den Fußball, so ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt, weil eben mein Betrieb stillstand, und habe einen Fußball-Podcast gegründet. Das war damals der Wimpeltausch. Und habe dann da eben über Traditionelles des Fußballs gesprochen. Also im Prinzip das, was so den Fußballfan interessiert, der nicht seine Heimat bei RB Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim sucht. Und über diese Situation hinaus, weil ich seit 1990 Dauerkartenbesitzer immer war beim MSV und auch Mitglied beim MSV bin, habe ich überlegt, man müsste einfach mal die letzten 30 Jahre beleuchten. So, und das habe ich dann eben überlegt, wie macht man das? Und habe dann ungefähr, ich glaube, 3 Monate, nachdem ich mit dem Wimpeltausch an den Start ging, zum ersten Mal gesehen, ey, da macht jetzt jemand auch einen MSV-Podcast. Und habe den Stefan und den Mike angeschrieben und habe gesagt, Mensch, sollen wir nicht so ein MSV-Projekt zusammen machen? Und so ist das gewachsen. Und dann haben wir diese 16 Stunden MSV Duisburg von 1990 bis 2020 gemacht. Wie gesagt, wir können es nicht oft genug sagen. Hört es euch an, ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Und bin dann auch das ein oder andere Mal bei euch zu Gast gewesen. Und als der Mike dann aus privaten Gründen, weil er Trainer in der Landesliga wurde und zweites Kind und so weiter, hat der Stefan mich dann gefragt, ob ich die Position von Mike übernehmen möchte. Und für mich war das klar, einen Podcast für den MSV zu machen, da muss ich nicht drüber nachdenken. Da suche ich mir die freien Zeiten. Und seitdem machen wir das, ja, sonntags 21 Uhr live. Und für mich ist es kein Problem, live zu sein, weil ich sowieso in meinem Job relativ häufig irgendwelche Sachen moderieren muss. Und ob man dann live bei YouTube ist oder irgendwelche großen Veranstaltungen da irgendwie vor dem Mikrofon moderiert, das war mir relativ egal. Aber was mir nicht egal war, war der MSV. Und deswegen bin ich sehr, sehr stolz, Teil der Pottbolzer-Familie zu sein. Denn der MSV ist die fußballerische Liebe meines Lebens. Boah! Wie kann ich denn da jetzt noch einen draufsetzen, wenn du sagst, der MSV ist die fußballerische Liebe meines Lebens? Ja, was, Wahnsinn. Ich versuche es mal einfach mal. Und jetzt gehe ich mal ein kleines Stückchen weg vom MSV. Und ich glaube, das wird auch sehr, sehr viele Leute da draußen interessieren, zumindest zum Teil. Denn wir haben gerade gehört, was dieses Jahr für uns gebracht hat. Ne? Denn wir sind hingegangen zum Livestream. Wir haben viele, viele Legenden begrüßt. Wir waren vor Ort, wir haben immer wieder eigene Videos kreiert, auch von dem Vlog, beispielsweise aber auch von Interviews und so weiter und so fort. Und wenn man sich das Ganze mal auf der Zunge zergehen lässt, wir haben ja insgesamt angefangen in einer Zeit, wo man dachte, ey, der MSV könnte aufsteigen. In die zweite Liga, wäre schön, aber in die zweite Liga. Und wenn ich jetzt am Ende des Tages feststelle, 73 Folgen MSV Duisburg Podcast, davon glaube ich roundabout ungefähr zumindest, über 30 mittlerweile auch live, zwischendurch so neue Formate wie Ennards Erben oder aber auch Zebrastreifen, plus, dass wir medial unterwegs sind in Form von Print, letzte Woche beispielsweise wir waren in Fan-Podcast eingeladen bei 1860 München, wir beim SV Meppen. Vor dem Heimspiel des MSV Duisburg im Stadion TV. Das hast du klar gemacht, das war super, das war eine geile Nummer. Also man sieht schon, welche Auswirkungen das Ganze mit sich bringt oder mit sich trägt. Ja, also darüber hinaus, über das ganze Podcast-Thema allgemein. Genau, man muss mal eine Sache dazu sagen, wir beide sind Fans des MSV Duisburg. So, das bedeutet, all das, was wir hier machen, ist für uns nicht selbstverständlich. So, und wenn ich die Möglichkeit habe, ja, ob das ein privates Treffen mit Peter Kötzle war oder ob das ein Ferry Schmidt oder ein Kontakt in die Richtung Ewald Lien oder was auch immer auch ist, du wachst oft auf und denkst dir so, boah, wow, so vor 5 Jahren hättest du dir gedacht, so mit den Idolen deiner Kindheit jetzt wirklich privat zu plaudern, also ich bin einfach nur dankbar. Zum einen dankbar, zum anderen aber auch, dass es überhaupt diese Möglichkeiten gibt. Und jetzt könnte man sagen, wir sind dankbar der heutigen Zeit. Also wenn Corona irgendwas Gutes hatte, dann dass diese Podcast-Nummer tatsächlich irgendwo ins Leben gerufen wurde. Denn ja. In dem
Haifischbecken-Alltag, ja, wäre wahrscheinlich dann diese Podcast-Nummer, ne? Dann in einem Haifischbecken-Alltag wäre mit sie, uns ist gerade der Stream abgekackt, wäre bestimmt so ein Podcast nicht denkbar gewesen. Definitiv. Und das ist das Schöne daran, dass wir auf der einen Seite genauso Fans sind wie jeder andere, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr interessiert daran sind, immer weiteren Content hier zu bringen, auch sehr, sehr sachlichen und fachlichen, muss man auch dazu sagen. Es gibt ja heutzutage im Netz, und das ist ein Appell vielleicht auch für die Jüngeren da draußen oder die Unerfahrenen, die es vielleicht auch gar nicht besser wissen, darauf zu achten, was spricht einen Fan an, was können wir aber auch sagen, was können wir tun, was können wir machen und darüber hinaus interessiert sind, welche Formate interessieren denn die Leute. Denn, nochmal, die Entstehungsgeschichte ist einfach folgende. Wir gehen alle zum Stadion, wir gucken uns ein Spiel an, wir gehen aber gemeinsam vom Stadion wieder weg und in friedlicher Natur zum Auto hin und diskutieren kontrovers über die abgelaufenen 90 Minuten beispielsweise. Und we agree to disagree. Genau, und das möchten wir nach wie vor auch im kommenden Jahr mit euch allen gemeinsam da draußen machen. Und ich glaube, das ist ein absolutes Schlusswort in dieser Geschichte, in dieser Konstellation, um jetzt gleich, ja? Ja, genau, es ist der richtige Moment, weil wir es mit Sicherheit am Ende, ich weiß, wen wir am Ende zu Gast haben und weil wir es am Ende mit Sicherheit vergessen werden, wir möchten an dieser Stelle für das Jahr 2021 an dieser Stelle jetzt schon mal vielen, vielen Dank sagen. Danke, dass ihr bei uns seid. Danke, dass ihr uns verfolgt. Danke, dass ihr so viel mit uns diskutiert. Danke, dass ihr teilweise über 3.500 an der Zahl bei YouTube bei uns seid. Dieser Moment am 30., vielleicht hört uns am 31.12., ist für uns, für Stefan und für mich der Moment, um Danke zu sagen und um euch, den ein oder anderen von euch, auch mal tatsächlich vorzustellen. Denn wir haben heute Gäste und nicht nur Legenden, sondern eben auch Fans. Kann ich dir nur bei allem zustimmen, außer, könnte noch ein Like mehr sein. ihr kennt mich, lieber Leute. Da ist die Klickhure. Ist mir egal. Auf jeden Fall nochmal ein Like da lassen und einen Comment. Nein, Spaß beiseite. Also es ist unser einziger Verdienst, wo wir sagen würden, davon profitieren wir so ein bisschen oder das gibt uns natürlich weiteren Antrieb, dass wir sagen, hör mal, wäre ganz cool, wenn ihr zumindest uns supportet. Wenn ihr uns folgt. Wenn es euch gefällt. Und wenn nicht, ist uns auch egal, hinterlasst trotzdem Like. so viel an dieser Stelle. Aber der Micha versucht gerade schon den Schwenk zu bringen. Denn wir kommen jetzt zu unserem ersten Gast. Jetzt habe ich lange angekündigt, aber jetzt ist es soweit. Denn es gibt eine ganz tolle Begebenheit, denn wir haben uns auf der anderen Seite auch aktiv im Stadion kennengelernt. Er hat mich einfach angesprochen, denn auf der. Jetzt habe ich ganz oft denn gesagt, aber er ist nun mal. Aus dem fernen und doch so nahen Ostfriesland zum MSV Duisburg gekommen. Ist ja über die A31 auch relativ schnell zu erreichen. Relativ nah, aber trotzdem werden wir auch mit Sicherheit, werden wir gleich feststellen, dass es halt jemand sein könnte, der auch Bezug zu Werder Bremen haben könnte. Er könnte auch Bezug haben zum Hannover 96, zu Osnabrück. Also auch dort. Klar, da liegen die Vereine jetzt nicht mehr oder weniger so eng beieinander wie im Ruhrpott, aber er hätte auch eine andere Auswahlmöglichkeit gehabt. Und was es damit auf sich hat, das möchten wir natürlich jetzt gleich von ihm persönlich mal erfahren. Und deswegen gucken wir mal, Micha, schau mal, ob wir jetzt mal den lieben Christoph dazu nehmen können. Ja. Denn der sitzt jetzt gerade in Aurich. Okay, wir rufen den Christoph mal an. Ja, und im Hintergrund trinkt er gerade noch einen Schluck Cola oder ja, einen schönen Rotwein. Ich weiß gar nicht, was man dort so. Zwei Liter Glas. Was man so in Ostfriesland, beziehungsweise in Osnabrück, sage ich schon, in Aurich trinkt. Und deswegen, wir haben ihn gerade schon angesprochen, den lieben Christoph. Schöne Grüße nach Aurich gehen heraus vom Team 1902, vom Micha und vom Stefan. Begrüßen dich natürlich recht herzlich hier in unserer Silvestergala und sagen erstmal schönen guten Abend. Ja, moin aus Aurich. Danke, dass ich hier sein darf. Prost. Ich stelle mich mal ganz kurz vor, ich bin einer der wenigen MSV-Fans, würde ich sagen. Es gibt schon ein paar, aber einen der wenigen MSV-Fans hier oben im Norden. In der Regel ist das dann eher so Bremen, Hamburg oder Bayern. Ja, cool hier zu sein. Bremen, Hamburg oder Bayern? Also mit denen gehst du wahrscheinlich jede Woche auf Kriegsfuß, oder? Ja, richtig. Ich war wahrscheinlich auch der Einzige aus Friese, der sich gefreut hat, dass Bremen abgestiegen ist. Weil die haben mich ständig verarscht damit beim Zwangsabstieg und Co. Und das war einfach eine Genugtuung. Als Köln da kurz vor Schluss das Tor machen, Bremen absteigt, ich war so happy. Das war einfach nur geil. Ja, man sieht ja schon im Hintergrund, dass du auf jeden Fall MSV Duisburg-Fan durch und durch bist. Aber du kannst uns ja nochmal deine Geschichte ganz kurz in 2 Minuten oder in 1 Minute kurz erzählen. Wie bist du denn überhaupt zum MSV Duisburg gekommen? Denn wir haben es ja gerade von dir selber gehört.
Hier oben bei dir im Norden, da gibt es Bayern München, Werder Bremen und HSV-Fans. Was macht dich denn aus? Schlimm, dass es überhaupt Bayern München-Fans im Norden gibt. Ja, ich muss dieses böse Wort jetzt einfach mal in den Mund nehmen. Was macht dich denn aus als MSV Duisburg-Fan? Wie bist du dahin gekommen? Ja, meine Mutter kommt gebürtig aus Duisburg, also war der Bezug zur Stadt halt schon immer da. Und dementsprechend habe ich auch Verwandtschaft mutterlicherseits dort. Opa, Oma, Tante, Onkel, und die wurden natürlich dann auch früher besucht. Irgendwann hat man vielleicht nicht so viel Lust auf Familienbesuchen. Hat mein Vater mich gelockt, komm, wir gehen nochmal ins Stadion. Und ich habe vorhin die Karte, die hängt hier hinten irgendwo, noch wiedergefunden. 2005, da kann man jetzt nur von träumen, gegen Bayern München, erste Bundesliga. Das war mein erster Stadionbesuch beim MSV. Und das hat mich einfach so geflasht. Also ich fand gar nicht jetzt das Sportliche, klar, das war auch cool, erste Liga in Bayern. Man hat da Oliver Kahn mit einmal gesehen. Der musste da verletzt raus, das weiß ich noch. Aber ich fand tatsächlich, die Fans haben mich so gereizt, sage ich mal. Die unabhängig vom sportlichen Erfolg, vom Tabellenplatz, von der Liga-Zugehörigkeit, da ihre Choreos hochhalten, mit dem Megafon da stehen, trommeln, klatschen, das fand ich total geil. Hab mich dann immer mehr mit diesem Thema Bitte? Ohne Klatschpappen, ganz wichtig. Ja, ja. Ja, also das hat mich extrem fasziniert, und ich habe mich dann immer mehr mit dem MSV Duisburg beschäftigt und habe einfach gesehen, was für eine geile Fanszene dahinter steckt. Und das kannte ich bisher noch nicht so. Also in der Regel kannte ich es, wenn die gut spielen, gibt es Applaus. So habe ich es aus dem Fernsehen, wenn sie schlecht spielen, werden sie ausgepfiffen. Aber beim MSV hatte ich den Eindruck, die Fans stehen immer dahinter. Egal was ist, Zwangsabstiege, gehen hin, machen einen Marsch oder halten sich alle an der Hand oder kaufen den Fanshop leer. Letztes Jahr gefühlt, ja, abgestiegen, dann dieses Hubkonzert. Also das, was ich damals als kleiner Junge gedacht habe, hat sich in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall bestätigt. Die MSV-Fans sind einmalig, und eigentlich bin ich wegen den Fans Fan geworden. Ich kann man das tatsächlich so sagen. Bayern München Spiel. Ich glaube, war es nicht so, dass wir zu dem Zeitpunkt schon abgestiegen waren? Weil ich war an dem Spieltag, glaube ich, auch im Stadion. Was da das nicht schon? Kann ich dir tatsächlich ich meine, da war da schon durch. Aber natürlich sehr, sehr interessante Geschichte. Das war das wie Jahr mit dich, den 4 Trainern, ne? Wie du dich dann quasi. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, ist Kahn verletzt runter, Rensing kommt rein und hält einen Elfmeter. Ja. Möchten wir nicht drüber sprechen, über den gehaltenen Elfmetern von den Bayern gegen den MSV. Aber schon sehr, sehr interessant, ne? Wie jemand, der schon ein wenig weiter weg wohnt. Und ich meine, man hat ja heutzutage die Auswahl, ne, Micha? Also. Man muss ja jetzt nicht MSV Duisburg-Fan werden, wenn man in Aurich wohnt. Auch dort sollte man aber. Sollte man natürlich. Deswegen, Christoph, Aufruf an dich. Mach mal da richtig Stimmung. Mach mal einen Autokorso nach dem nächsten Sieg von uns. Und dann animier mal ein paar Leute, MSV-Fan zu werden. Spaß bei sich. Ich habe tatsächlich schon einige Freunde, die mit mir gerne zum MSV kommen. Meine Freunde unter anderem auch. Wir haben auch einen norddeutschen Fanclub gegründet vor, ich glaube, jetzt 5 oder 6 Jahren mittlerweile. Also es gibt hier schon ein paar. Nicht allzu viele, aber es gab auch schon Touren, da sind wir mit 7, 8 Mann hingefahren, haben uns dann in Delmenhorst getroffen und sind dann zusammen zum MSV gefahren. Stark. War ganz witzig. Stark. Also ich sind kann das hier nicht nur wieder symbolisch klatschen. Also ich selbst bin in einer Gesindelkirchen-Hochburg aufgewachsen und bin trotzdem MSV-Fan geblieben. Aber im Norden ist halt nochmal eine Nummer härter. Ne? Wobei der Norden hat ja jetzt, was ist bei dir das Nächste, was es gibt bei dir? Bundesliga? Bundesliga Bremen. Ach, der ist ja gar nicht mehr. Meppen. Nee, Meppen. Das ist ja nämlich jetzt, das ist genau das, worauf ich hinaus wollte, Christoph. Ja, im Norden in der Bundesliga hast du tatsächlich nichts Wolfsburg. Mehr. Ja, Wolfsburg ist doch, entschuldige bitte. Also Wolfsburg ist ja keine Option. Aber so, das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, jetzt wo der HSV, Werder Bremen komplett in der zweiten Liga sind, kannst du nochmal den ganzen Norden mobilisieren. Es gibt ja nichts Vernünftiges im Norden. Wobei ich auch grundsätzlich die Diskussion immer geil finde, wenn jemand aus Aurich kommt, muss man ja mal ein bisschen dazu erklären. Eigentlich, ne? Meppen auch, ne? Ja, auf der anderen Seite, es hört sich immer so an, so HSV, fahr mal von Aurich nach Hamburg, ne? Also ist jetzt nicht so, dass man eben so ein Katzensprung ist. Bremen würde ich noch vertreten, ne? Ist noch ein bisschen engere Bindung, vielleicht ganz viele aus Friesen da, weil meine Family auch von daher kommt, kann ich sagen, Werder Bremen-Fan, allerdings das Thema Erste Liga hat sich erstmal im ersten Moment jetzt gerade erledigt, soll aber gar nicht zu sehr das Thema sein, lieber Christoph, denn vielleicht nochmal zweite Anekdote auch, wie bist du denn auf uns gekommen, beziehungsweise kannst du den Leuten ja mal kurz erklären, wie wir beide, also du und ich, uns auch persönlich schon kennengelernt haben. Ja, also eure Sendung kann ich tatsächlich ungefähr ein Jahr, würde ich jetzt sagen. Ach, du bist das. Das ist der Klassiker. Der erste Fan. Du bist das. Nee, ich weiß es nicht. Also im Endeffekt, ich habe mir eine Pressekonferenz zum MSV eingeguckt, habe MSV Duisburg bei YouTube eingegeben. Wahrscheinlich war das ein Sonntag und ihr wart einfach ein Vorschlag. Ja, und seitdem ist es mit mir einfach Tradition geworden. Sonntagsabend mache ich mir immer Pottbolzer auf dem Tablet an, spiele nebenbei ein bisschen Playstation. Ist immer ein ganz cooler Abschluss der Woche.
bin auch immer am Chat fleißig am Mitdiskutieren. Das ist eigentlich Wie geht ganz das cool. Ich denn? finde, ihr habt auch eine Wie kannst du coole denn parallel Community. FIFA zocken und dann noch im Chat aktiv sein? Ja, wenn du nicht so einen guten Gegner hast, dann geht das schon. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man, Du schreist aber auch jetzt nicht, oder? wenn man Ultimate unterbricht und aufgibt, dann Ja. kriegt der andere doch den Sieg. Ja, richtig. Und Aber 3-0 wenn zurücklegt. von So ist doch Cooler einfach heutzutage die umgekehrt Generation. hinlegst und die Joystick gedrückt sind, dann bricht er das Spiel auch nicht ab. Definitiv. Und du hast gerade noch ein schönes Stichwort genannt. An so einem schönen Sonntag, da macht man mal beides. Hoffen wir natürlich, dass wir in Zukunft mal ein paar Spiele mehr gewinnen. Dann ist es wahrscheinlich noch schöner. Als du gerade sagtest, Autokorso, ne? Beim Ja. nächsten Sieg, da habe ich auch gedacht, so, Beim nächsten Sieg, da kann er also. aber noch ein bisschen Ja. warten mit seinem Autokorso, bis wir immer wieder gewinnen. Das dauert. Ja, Christoph, aber wir haben natürlich auch mit dir ein bisschen was vor, denn wir haben es vorhin angekündigt. Wir wollen mit all unseren Gästen die ganze Hinrunde mal so ein bisschen beleuchten. Und da fangen wir natürlich mit dir an und beleuchten mal oder besprechen im ersten Moment die Monate Juli, August. Du hast mich in Bezug auf die Sendung mal in der Vorbereitung gefragt, wie kann ich mich vorbereiten, was kann ich da so machen, was kann ich so tun? Aus deiner Sicht jetzt erstmal, der Übergang zwischen der letzten und der diesjährigen Saison, ist der so gut verlaufen, würdest du sagen, boah, ey, ganz ehrlich, das hat natürlich auch schon damit zu tun, dass wir so schlecht stehen, dass wir beispielsweise 15, 16 neue Spieler dazugenommen haben, aber auch gleich viele verloren haben. Am Ende des Tages war es eine holprige Vorbereitung. Wie würdest du zum Beispiel den Juli einordnen, in deiner persönlichen Fansicht? Ja, tatsächlich war ich eher sehr euphorisch. Also ich finde, Ivo Gundrich steht aktuell ziemlich in der Kritik, vermutlich auch zu Recht. Allerdings finde ich, damals war ich und ich glaube viele andere auch relativ euphorisch. Also wir haben da so Transfers gehabt, wie wir haben Leo Weinkauf gehalten. Da habe ich im Leben nicht mitgerechnet. Ich war mir sicher, meiner Meinung nach in der Vorsaison einer der besten, wenn nicht sogar der beste Torhüter der dritten Liga, Absolut. dass man den noch mal hält und gerade auf Leihbasis. Das fand ich extrem stark. Auch ein Aziz Bouadouz, ich hätte auch gedacht, dass der eventuell sogar nach dem halben Jahr wieder geht. Dann hat man solche Leute wie Fälscher zurückgeholt, der damals ein absoluter Publikumsliebling war, auch einer meiner Lieblingsspieler, den habe ich jetzt hier auch auf dem Trikot hinten drauf. Man braucht ja nur mal gucken bei Havelse, als er vorgestellt wurde, wie das Publikum da abgegangen ist. Die sind wie ich, Standing Ovations beim Namen Rolf Fälscher. Ein super Transfer. Ja, ein Alabaki, ein Bakalorz, zwei super Namen. Der eine ist ein Riesentalent, der andere hat einen großen Namen. Also wenn man letztes Jahr mal so ein bisschen Regionalliga verfolgt hat, dann weiß man, was ja Alabaki eigentlich kann. Dass der jetzt nicht so performt und auch ein Bakalorz teilweise unterirdisch spielt, da würde ich Grilic nicht unbedingt die Schuld für geben. Was aber meiner Meinung nach versäumt ist und dann auch so ein bisschen meine Euphorie gebremst hat, waren dann die Transfers oder eben die nicht vorhandenen Transfers bezüglich der Defensive. Also man hat es nie geschafft in meinen Augen, nicht nur in der letzten, sondern auch in der vorletzten Saison, hat man es nie geschafft, einen Yassin Ben Baller zu ersetzen, der für mich einer der herausragendsten Spieler war. Und ich glaube, dass so ein Verlust dann auch eine Abwehr einfach schlecht aussehen lässt, wenn man den nicht adäquat ersetzt, weil wie viele Angriffe gehen jetzt bis zur Abwehr durch? Natürlich, der Innenverteidiger ist dann immer der Idiot, der dann den letzten Fehler macht. Meine Worte, Aber ne? Wären genau meine Worte gewesen. Ich wollte den Christoph gar nicht, im ersten Moment gar nicht unterbrechen, aber du hast gerade dieses Handzeichen gegeben. Christoph, bist du Podcaster? Nee, Von Beruf? nein, 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 stopp. Der Aber Christoph hat in den letzten Monaten jeden Sonntag bei uns zugehört. der hat nicht FIFA mehr gespielt, sondern ausführlich gelauscht. Aber ganz ehrlich, genau So. die Auf den Sachen, die Punkt, du oder? jetzt Auf den aufzählst, Punkt, oder? Perfekt. komplett d'accord. Mega. Also Ja, man wirklich. muss halt einfach mal gucken. Man hat im gleichen Jahr noch Tim Albuthat abgegeben. Auch der hat ziemlich viel abgeräumt. Das sind vielleicht solche Leute, die viel Arbeit gemacht haben, die gar nicht so auffällt, aber sie haben sie eben gemacht. Und wen hatten wir denn in der Fast-Aufstiegssaison? Da hatten wir Lukas Böhler und Marvin Kompair. Also beim besten Willen, die sind nicht besser als die Verteidigung, die wir jetzt haben. Nur die Verteidigung jetzt sieht in meinen Augen einfach schlechter aus, weil viel mehr durchgeht. Ist schwieriger Jetzt Vergleich, kann man. ne? Ein sehr schwieriger Vergleich, weil du eben die Vordermannschaft eine andere hast, ne? Du hast es angesprochen Natürlich. mit Ben Baller, ne? Aber Bis ich sag, gerade hätte ich ja, und gesagt, wenn du jetzt noch erraten würdest, welche Jahrhundertelf der Micha gerade aufgestellt hat vor 20 Minuten, dann hättest du von uns einen Gutschein über 100 Euro im Zebra-Shop bekommen. ach so, nee. Aber mit der Aussage, nein, Quatsch, alles gut, Nein, ist total legitim, nein. hast du vollkommen Ja, recht, alles ne? gut. Also Ja, ich fand Marvin Kompair schon gut, aber der war auch ziemlich viel verletzt in der Saison. Der hat häufig Gambales gespielt. Der funktioniert seit zwei Saisons auch irgendwie nicht. Also ich will damit einfach nur sagen, der die kann nur zweite Verteidigung, wir Liga. hatten, glaube ich, die beste der Liga in der Saison unter Lieberknecht. Aber in meinen Augen war es eigentlich das Mittelfeld. Und das hat mich im Sommer echt gestört, dass da nichts gemacht wurde. Auf der anderen Seite, wir haben sechs Innenverteidiger auf der Gehaltsliste gehabt. Dass man nicht Nummer 7 und Nummer 8 holt, kann ich auch irgendwo verstehen.
Aber vielleicht hätte man es machen müssen. Vielleicht wäre es nicht anders gegangen, weil man hat in der Vorsaison schon gesehen, mit Schmidt und Volkmar, ich möchte überhaupt niemanden persönlich angreifen, aber mit Schmidt und Volkmar, da lief es nicht. Und wenn man da jetzt irgendwie dann den Felkow hält, weiß ich nicht. Also da hätte vielleicht der eine Kracher kommen müssen. Der Steuer kam dann ja später noch, ob er das jetzt ist, weiß ich nicht. Ja, und dann kam natürlich noch, meiner Meinung nach, der schmerzhafteste Abgang, nämlich Arne Sicker. Also der fehlt nämlich enorm. Jetzt sind wir beim Thema, die Außenverteidiger, genau. Und ja, auf der rechts haben wir Joscha Bitter, der vielleicht bald wieder bei uns spielt, wer weiß. ja, Fälscher finde ich immer noch ist ein super Mann, aber für mich ist das eher ein Innenverteidiger, weil er vielleicht nicht mehr ganz das Tempo hat. Danke, Nico. Ja. Genau das Gleiche hat Nico Klotz auch gesagt. Ich fasse mal zusammen, weil damit wir es jetzt auch ein bisschen übergangsweise ja, hinbekommen klar, für die Sendung. Der Juli, wie du schon richtig zusammengefasst hast, hat nochmal die letzten Personalien hergegeben. Wir haben den Kader zurechtgerückt, Michael und ich. Wir haben ja auch in Ernerts Erben jede Woche das Transfer-Update bzw. die News dazu gegeben. Kleiner Wink mit dem Zaunfall. Wird es auch im Januar wieder geben? Am 9. Januar. Genau. Und parallel dazu sind wir dann in den August gestartet mit dem, ja, mit einer schwierigen Phase quasi Corona-mäßig, dass der MSV pausieren musste am ersten Spieltag. Wir hätten das Spiel in Osnabrück gehabt, haben es dementsprechend dann nachgeholt. Und wenn wir das einfach mal chronologisch durchgehen würden, im ganzen August, jetzt nicht von dem Datum her, sondern von dem Spieltag her, da haben wir am ersten Spieltag 0:1 gewonnen an der Bremer Brücke in Osnabrück. Ich war damals vor Ort. Ich habe auch noch einen Videovlog oder einen Vlog, wie es ja einfach nur so kurz und knapp heißt heutzutage, ja, habe ich eingestellt. Dann waren wir beide, glaube ich, zusammen gegen Havelse da. Ein lockeres 3-0, so möchte ich es jetzt mal betiteln. Und dann ging es so ein bisschen bergab, gerade auch im August. Ne? Also ein 2-0 in Saarbrücken, wo du schon von vornherein das Gefühl hattest, boah, müssen wir da überhaupt hinfahren? Irgendwie hast du das Gefühl, Saarbrücken ist eh kein gutes Pflaster, das schenken wir mehr oder weniger so ab. Wobei sie zum Anfang gar nicht so gut waren, ne? Nee, also, aber der MSV ist ja immer gut dafür, ja, ne? Dann so ein Spiel in die andere Richtung zu lenken. Dann in Magdeburg, wo alle gesagt haben, oh, der Titz seit einem Jahr, was der da für Arbeit leistet, Wahnsinn. Und auch dort hattest du das Gefühl, in den Osten, da brauchen wir erst gar nicht reisen. Da verlierst du und am Ende des Tages verlierst du auch nur knapp 2-1 zumindest aufgrund des Ergebnisses. So knapp war es dann, glaube ich, gar nicht. Dann das 0-2 zu Hause gegen in Wiesbaden unter der Woche. Da weiß ich noch, da hatten wir nachher nämlich noch gesprochen. Da hast du mir gesagt, oh, Weinkauf, was hat der da gemacht? Warum kommt der da raus? Dann dieser, glaube ich, der große Lob über ihn drüber ins leere Tor aus großer Distanz von in Wiesbaden. Und dann kann ich mich noch ganz gut erinnern, ich war bei dir fast um die Ecke, möchte ich fast sagen, war ich in Norddeutschland an der Küste am 29.08. Auswärtsspiel in Dortmund 2, Rote Erde. Und da sage ich dir ganz ehrlich, 4-1 in Dortmund verloren. Fast der Tiefpunkt. Ich habe das Spiel auf der Rückfahrt gesehen. Ich habe meine Frau fahren lassen und habe gesagt, hör mal, fahr entweder nicht gegen den Baum oder lass mich das Lenkrad übernehmen. Dann sind wir wenigstens an 1,5 Stunden von der Nordsee wieder zu Hause. Denn das war am Ende des Tages wirklich gar nichts. Da kann ich mich noch an eine ganz, ganz schlechte Leistung erinnern. Aber Christoph, Frage natürlich an dich, nachdem ich das jetzt hier so ein bisschen zusammengefasst habe. Das war nach einem guten Start schon wieder relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, ich glaube auch. Also die Euphorie war ja, wie gesagt, da auch, was man so auf Facebook gelesen hat und sonstiges. Und dann kam die Corona-Quarantäne. In meinen Augen, vor 2 Jahren hat es Corona schon den Aufstieg gekostet und jetzt sind wir wieder die erste Mannschaft, die in Quarantäne muss. War schon mal scheiße. Mhm. Ich hätte übrigens auch Karten gehabt für Osnabrück, aber eigentlich nur zu dem eigentlichen Termin. An dem Nachholtermin konnte ich dann nicht. War das ja dann auch in der Woche, glaube ich. Genau, war für mich dann so eine Art Heimspiel, weil es deutlich näher als Duisburg. Naja, dann gewinnen wir 3-0 gegen Havelse, wo wir uns dann ja auch getroffen haben. Das war tatsächlich echt gut, da hat man wirklich Hoffnung gehabt. Und dann ist es eigentlich die ganze Saison, immer wenn man sich Hoffnung gemacht hat, wurde sie im Spiel darauf zerstört. Wir spielen Havelse an die Wand, fahren nach Saarbrücken und spielen unterirdisch. Wirklich, das war ja eine Katastrophe. Wir sind da ja hingegangen und haben Angsthasenfußball gespielt. Dann haben wir zwar in Osnabrück gewonnen, aber wenn man ganz ehrlich ist, von 9 Mal gewinnt, also von 10 Spielen gewinnt Osnabrück 9 davon. Also wenn man ganz ehrlich ist, dieses Spiel haben wir super glücklich gewonnen. Aber wir haben es gewonnen, ist ja völlig egal. Dann ist dieses Bild in der Kabine entstanden, hier mit der Auswechseltafel. Da dachte ich, ey geil, die Jungs sind ein Team, sind eingeschworen, vielleicht geht da ja was im oberen Drittel in dieser Saison. Ja, und dann kamen die 3 Spiele, die du angesprochen hast. Magdeburg, was war das noch? Wiesbaden und Dortmund. Wiesbaden und Dortmund 2. Und Dortmund 2 war für mich so ein erster Negativpunkt, weil man da, finde ich, gesehen hat, was passiert, wenn wir gegen eine junge, spielstarke Mannschaft spielen.
wir werden zerrissen. Unsere Abwehr wurde gegen die jungen, wilden, gut ausgebildeten Jungs einfach zerrissen. Das hätte auch 6-1 ausgehen können. Also das war eine wirkliche Katastrophe, finde ich. Natürlich haben Tigges und Knauf da gespielt, aber trotzdem sind wir der MSV Duisburg und sollten eigentlich die 19-, 20-jährigen Jungs da irgendwie im Schacht halten. Die haben ja gemacht mit uns, was wir wollten. Also bei dem Spiel war ich richtig sauer. So weiß man, wie mein Trikot aufgezogen, in die Ecke gepfeffert. Ich war einfach nur sauer. Ich finde zum Beispiel auch, weil wir diese Grundsatzthematik sehr, sehr oft im Podcast haben, ne? Gerade weil der MSV in der dritten Liga spielt und dann immer mal wieder auf gut ausgebildete Spieler trifft, auf Zweitvertretungen trifft. Ja. Am Ende des Tages ist es mir auch viel zu einfach, dass man sagt, boah, das sind gut ausgebildete Spieler. Ich meine, welcher Spieler beim MSV Duisburg ist denn jetzt nicht gut ausgebildet? Ne? Da müsste man sich ja auch mal eine Gegenfrage stellen, wenn Moritz Stoppelkamp, der wird ja nicht nur gut ausgebildet sein, denn der wird ja auch die Klasse haben auf der anderen Seite und aber auch Erfahrung zum Beispiel. Ja, aber es geht ja ums Gesamtkonstrukt, so, ne? Genau, genau. Und in Dortmund hast du, in Dortmund hast du von der Pike auf quasi nicht nur ein System, sondern auch eine Art Fußball zu spielen, ja? Seit Klopp da ist, entwickelt sich das von unten nach oben in einem Guss, sag ich mal. Duisburg ist ganz viel Stückwerk in den letzten Jahren. So, dann hast du einen gut ausgebildeten Spieler, aber die greifen nicht wie Zahnräder ineinander. Natürlich nicht, wenn du jedes Jahr auch einen neuen Kader beisammen hast, und kann ja auch nichts ineinander greifen. Ne? Und den besten Trainer rauswirfst? Den besten Trainer rauswirfst, da sind wir wieder bei Eintracht Braunschweig. Ja, ich finde auch, Gino Litieri hätte nie gehen dürfen. Nein, Gino hätte nie gehen dürfen. Trainer übrigens bei Eintracht Braunschweig. Gino Litieri? Nein, Spaß beiserseite. Spaß beiseite. Ja. Kurs Lieberknecht, dem traue ich auch noch ein bisschen hinterher. Ich erinnere mich da mal an ein Spiel, da habe ich ihn nach dem Spiel getroffen und er sagt, ey, seid ihr jetzt echt, wir waren da mit 4 Jungs, seid ihr wirklich die ganze Zeit hier stehen geblieben, um Fotos mit uns zu machen? Da haben wir gesagt, nee, wir haben schon mit allen Fotos, wir wollten unbedingt eins mit dir. Dann hat er uns total abgefeiert, hat da wirklich 10 Minuten in der Kälte mit uns Smalltalk gemacht. Das gibt's ja nicht, dass ihr auch aus Friesland kommt, weil er ist ja auch lange bei Braunschweig gewesen. Ja. Also so, er ist nicht nur ein geiler Trainer, er ist auch ein ganz sympathischer Typ. Also ich bin auch echt traurig, dass der weg ist. Und ich glaube, dass er es kann, sieht man jetzt bei Darmstadt. Also das ist, braucht man nicht drüber reden. Kommen wir schon zu der Frage, ob Christoph es auch kann? Jein. Ich hätte den Christoph jetzt, wie ich gleich bei allen Gästen auch fragen werde, noch gefragt, was ist denn vielleicht so dein prägendster Moment in den Monaten Juli und August? Beziehungsweise was ist denn vielleicht auch so der Spieler, wo du sagen würdest, boah, der hat mich zumindest überzeugt? So mal als Abschlussfrage. Kann es in meiner Meinung nach nur einen Namen geben, das ist Orhan Ademi. Nicht aufgrund der Tore unbedingt, die stark waren, die echt gut rausgespielt waren. Zum Beispiel das Ding gegen Havelse. Den muss man aus der Drehung erstmal so annehmen und dann reinkloppen. Sondern eigentlich eher wegen der Entwicklung. Also letztes Jahr haben alle, und da schließe ich mich auch gerne mit ein, gesagt, boah, wenn Vermey oder Boadus verletzt sind, dann brauchen wir gar nicht spielen. Der Ademi trifft eh nicht. Wie viele Tore hat er am Ende gehabt? 4 Stück oder so. Hm. Also was der für eine Entwicklung hingelegt hat, alleine deswegen ist es für mich das Zebra der Hinrunde. Perfekt. Ich glaube, auf den Punkt, oder? Also besser kann man es ja gar nicht sagen, Christoph. Und um den Druck auch mal von dir zu nehmen, denn wir haben ja gleich das Quiz. Teil 1. Ja, du hast das souverän und super gemacht hier, ne? Also nicht nur von der Qualität, du hattest mich ja im Hintergrund auch gefragt, wow, was muss ich nehmen? Muss ich ein iPhone nehmen? Muss ich ein Tablet? Muss ich einen Rechner? Dies und das. Qualität top und tipp und tipp und top. Aber vor allem die Qualität der Aussagen. Aber also deine Respekt. Aussagen, ja. Hervorragend, perfekt. Und das riecht ja schon mal quasi nach einer zusätzlichen Einladung, auch mal für unser Hauptprodukt hier, also für 19:02 an einem Sonntagabend. Da kannst du ganz aus Friesland einladen, gerne mal. Genau. Du kannst auch Public Viewing bei dir machen zu Hause. Und wenn es die Zeit und die Möglichkeit zulässt, Achtung jetzt. Und das haben der Mike und ich ja in den ersten 50 Folgen angekündigt. Aber Mike, der liegt ja mittlerweile in der Pofe. Das machen der Michael und ich. Wir fahren, wenn es die Möglichkeit zulässt, zum SV Meppen, zum Auswärtsspiel. Und da würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du dann auch am Start bist, natürlich. Ja, also wenn es irgendwie möglich ist, bin ich da, weil das ist für mich nur eine Stunde fahren. Das ist Luxus. Also, ja, dann kommst du einfach und holst uns noch vorher ab und dann fahren wir zusammen ein. Wir wohnen ja hier im Schermbecker Keller. Das nächste Spiel. Deswegen war ich auch traurig, dass Münster damals abgestiegen ist. Das war auch immer eine schöne Auswärtsfahrt. Stimmt, ja, aber die steigen ja nächste Saison wieder, diese Saison wieder auf. Schön wär's. Die steigen wieder auf. Hier, kleiner Wink mit dem Zaunfall. Ja, Christoph, voll geil. Hat Spaß gemacht, einfach mal dich auch ein bisschen näher kennenzulernen und auch deine Geschichte dazu. Zumindest ansatzweise. Da gibt es wahrscheinlich noch größere Storys dahinter. Die nehmen wir mit auf und die werden wir im kommenden Jahr mit Sicherheit gerne nochmal hören.
Und du bist auf jeden Fall recht herzlich eingeladen. Eine Sache habe ich tatsächlich noch. Bitte? Und zwar, eine Sache habe ich tatsächlich noch. Du hast mich gefragt, ich soll mir mal Gedanken machen, was so der Moment meiner Hinrunde war. Und zwar, ich war bei 4 Heimspielen da, 3 Siege, 1 Unentschieden. Das war, glaube ich, mein Moment der Hinrunde. Wir haben gefühlt nie ein Spiel gewonnen, aber ich habe mir immer die richtigen ausgesucht. Ich war da gegen Havelse, Braunschweig, Würzburg, 3 Siege. Und gegen Lautern der gefühlte Sieg, was auch ein echt gutes Spiel war. Nach den ersten beiden Partien hätte ich gesagt, merkst du was? 2-mal aus Norddeutschland. Ja, tatsächlich, das fand ich noch ganz lustig. Ich habe mir vorhin mal die Spiele angeguckt und dachte, Mensch, du hast ja echt gut vier gute Spiele ausgeguckt. Hätte ja auch sein können, dass ich solche Spiele wie Mannheim herauspicke. Ja. Gut, du hättest auch noch ein schönes Spiel gehabt gegen Viktoria Berlin, das war auch noch sehr erfolgreich. Da hatte ich tatsächlich Karten und bin dann in die Corona-Quarantäne gekommen und wäre eigentlich da gewesen. Ja. Was mir gerade auffällt, wo der Christoph die Spiele angesprochen hat, leider nur einmal über 10.000. Ne? Also gegen Lautern. An ihm lag es nicht. Gegen Lautern. Die Stimmung war auch echt super. An Christoph lag es aber nicht. Aber da kommen wir gleich im zweiten Teil, beziehungsweise mit unserem nächsten gleichen Gast nochmal drauf zu sprechen, wenn wir September, Oktober besprechen. Christoph, wie bei allen Gästen heute Abend, 3 Fragen gleich von Michael gestellt. Er übernimmt die Funktion vom Elton. Ich übergebe gleich. Also hier, wir spielen Blamieren oder Kassieren in abgewandelter Form. Ja, das heißt, wir spielen eine Art Jeopardy. Du hast gleich 3 Kategorien. Die Regeln erklärt der Michael. Und dann kannst du dir 3 Fragen dazu aufrufen. Ich bin jetzt erstmal raus. Übergebe an dich, Michael, und sage vielen, vielen Dank, lieber Christoph. Und alles Gute, natürlich guten Rutsch. Und 100% sei sicher, Einladung steht für kommende Jahr. Danke. Dankeschön. Ja, Christoph, und zwar 90er Jahre, 2000er Jahre, 2010er Jahre. Zu jedem Jahrzehnt haben wir 3 Fragen. Mhm. Du darfst aber nur eine beantworten. Das heißt, du entscheidest dich in jedem Jahrzehnt für eine Schwierigkeit, darfst aber nur jede Schwierigkeit einmal wählen. Das heißt, du könntest jetzt wählen, weiß ich nicht, 90er 100, das ist die leichte, 2000er 200 ist die mittelschwere und 2010er, weil sie näher dran sind, 300 ist dann die schwere. Kannst es verteilen, wie du willst. Du musst eine schwere, eine mittelschwere und eine leichte wählen. Ja, ich würde es tatsächlich genauso machen, dass ich die 90er mit der leichten anfange und ins je kürzer es her ist, die leichtere nehme. Das wäre Stefans Generation am Werk hier. Ja, muss man dazu sagen, der Micha wirbt hier immer für Ü50 Leute. Ja, das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe einfach nur gesagt, die Leute, die... Christoph, wie alt bist du? 23. Dann möchte ich dich auffordern, am 2. Januar kommt ein Video-Special mit den Top 30, mit der Top 11 der letzten 30 Jahre. Bitte stimm für mich ab, denn der Michael hat mehrmals in seinem Video gesagt, er kann nur was mit Ü35 Leuten anfangen. Nein, das stimmt nicht. Ich habe nur gesagt, viele von den 23-Jährigen kennen meine Spieler nicht mehr. Okay, dann habe ich es falsch verstanden, aber ich möchte trotzdem, dass du Also, du hättest gerne die 90er, die leichte Frage. In leicht, genau, richtig. Einfach aufgrund dessen, dass ich noch nicht so lange dabei bin und wahrscheinlich je aktueller, desto besser informiert bin. Okay, könnte man wissen, wer schoss den MSV als Torschützenkönig der 2. Bundesliga 1991 zurück ins Fußball-Oberhaus? Boah. Ich gebe dir einen Tipp. Der hat ein Buch geschrieben. Ist es Michael Tönnies gewesen? Tornado Tönnies? Herzlichen Glückwunsch. Weil du 23 bist, hast du diesen Tipp jetzt bekommen. Ich würde sagen, jetzt war es das mit Tipps, oder? Ja. Herzlichen Glückwunsch. 2000er... 100 Punkte, halten wir mal fest. 100 Punkte. 100 Punkte. 2000er Kategorie, die Mittelschwere? Gegen welchen Club versetzte der damalige MSV-Cheftrainer Norbert Meyer einem Spieler des Gegners einen folgenschweren Kopfstoß? Köln. Auch richtig. 300. So, jetzt kommt die schwere 2010er-Frage. Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga 2017 trat unser King mit einer besonderen Brille vor die Kamera. Was stand drauf? Rotzevoll. Das war ein ziemlich geiler Moment. Leider falsch. Auf der Brille stand, das Auge fickt mit. Ach, es gibt aber auch ein Foto, wo er eine hat. Da steht Rotze auf der einen und voll auf der anderen Seite. Hat er 2 Brillen gehabt? Ja. Pass auf, Christoph, wenn du mir das Bild schickst, dann kriegst du die 300 Punkte auch für die 2000. Ich stelle mir gerade vor, wie Christoph in Ostfriesland, in Aurich,
Google aufruft und dann rotzevoll Onuekbu googelt. Ich will Onuekbu eingeben, ja. Aber du bist auch bei das ja, ich hätte jetzt beides ich glaube, von euch unterstützt. Dieses Bild entstand, als die sind dann ja aufgestiegen und sind dann mit diesem Sinalco-Bus oder so in der Innenstadt gewesen, haben da gefeiert. Pass auf, dann nehmen wir eine Ersatzfrage. Dann nennen uns doch einfach den Namen des zukünftigen Kindes von Helene Fischer. What? Das? Wenn du das weißt, bist du nicht mehr mein Freund. Hagenschmidt! Also wenn du das gewusst hättest, wärst du auch nicht mehr mein Freund, weil Helene Fischer, also bitte, wer das weiß. Nein, alles gut. Alles gut. Also, nee, ihr könnt mir gerne so einfach eine Satzfrage stellen, wenn ihr wollt. Ja. Was möchtest du, eine neue 300er? Wenn ihr wollt, klar, bin ich dabei. Muss ich mir jetzt eine ausdenken. Nee, dann nimm doch... Nee, die anderen brauchen wir ja noch. Ja, wir haben eventuell. Pass auf, dann... Wir lassen es entweder... Ich google das. Okay. Wir werden im Nachhinein werden wir mal feststellen, ob es stimmt oder nicht. Auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da ein Bild gab, ja. Okay. Auf jeden Fall. Respekt für die ersten beiden Fragen. Die erste Frage mit ein bisschen Hilfe zugegeben. Ja. Aber wer Baujahr 98 oder was? Richtig, 98. Ja, Tönnies ist auch mir ein Begriff. Also, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob es jetzt in der 91er Saison er war oder jemand anders. Dementsprechend war ich ein bisschen zögerlich. Alles gut. Christoph, da war ich noch nicht mal geplant. Vielen, vielen Dank. Und da es sich ja hier um eine Silvesterausgabe bzw. Gala handelt, gebühren dir in dem Fall wie in jeder regulären Sendung die letzten Worte an die gesamte Community. Ich sage dir schon mal, komm gut ins neue Jahr, rutsch gut rein, bleib gesund und wir sehen uns und hören uns mit Sicherheit im kommenden Jahr. Ich denke, das Gleiche gilt auch für Micha, dass wir diese Glückwünsche ausrichten. Und dir gebühren die letzten Worte. Ich sag schon mal, ciao, ciao. Ja, ciao, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Echt cool. Allgemein, was ihr jeden Sonntag macht, super cool. Und jetzt an alle, die zuhören, frohes neues Jahr. Viel Glück und besonders Gesundheit in diesen Zeiten. Und für unseren Herzensverein wünsche ich natürlich einfach nur, dass wir den Sprung nochmal gerade so vom, oder gerade nochmal vom Messer runterspringen und irgendwie in der dritten Liga bleiben und dann im Jahr drauf hoffentlich alles ein bisschen besser wird. In dem Sinne nur der MSV. Vielen Dank euch. Vielen, vielen Dank, Christoph. Kurze Frage, Stefan, mit wem sprechen wir jetzt? Wir haben jetzt gleich den Tobi. Also. Zebrahimovic, den Gewinner. Oh. Also, Christoph, vielen, vielen Dank und jetzt geht's weiter mit Zebrahimovic. Ciao, ciao, Christoph. Danke euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Schwupps, vom Christoph aus dem schönen Aurich, aus Ostfriesland. Nach München, wenn er überhaupt in München ist, denn er hat mir in den letzten Tagen geschrieben, nee, ich bin auch mal in der Region, wieder also bei euch um die Ecke. Also Weihnachten ist immer zu Hause. Weihnachten ist natürlich immer besinnlich, ne? Genau wie beim MSV, da rücken sie alle zusammen, ja, wobei wissen wir nicht ganz so, ne, aktuell. Müssen wir ihn mal fragen, wo er gerade ist. Also schöne Grüße und ich weiß gar nicht, wie ich ihn anmoderieren soll. Denn ich kann es mal versuchen. Schöne Grüße nach Dubai und an Alabakir. Ja, so ungefähr. Nein, Spaß beiseite, liebe Leute. Jetzt haben wir nicht nur einen Gewinner, jetzt haben wir nicht nur einen Namen, jetzt haben wir auch ein Gesicht zu diesem Gewinner, denn er ist nicht nur der Tobias, wie wir es gerade hier eingeblendet sehen, sondern er ist auch noch aka Zebrahimovic, also der Gewinner unseres Kicktipp-Spiel Hinrunden Games, sage ich jetzt mal. Ja. 19:02, das gebührt ihm schon mal natürlich einen Applaus. Du musst mal gucken, dass der Hund nicht wieder kommt. Ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass der Hund nicht kommt. Der guckt nämlich schon gerade immer beim Klatschen. Habe ich jetzt auch gelernt. Aber natürlich, schönen guten Abend, lieber Tobias, Zebrahimovic. Hi, erstmal in die Runde, wo auch immer du gerade bist. Ja, ein fröhliches Hallo in die Runde zu euch nach Duisburg, in die wirklich sehr schön und stilvoll eingerichtete Kellerbar. Bin ich ganz begeistert. Ich habe dem weihnachtlichen Anlass geschuldet, mich heute mal für das rote Trikot entschieden. Also wir sind ja alle noch so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Die transportiere ich jetzt noch mal so ein bisschen über das Trikot zu euch hin. Und in der Tat, ich bin wieder zurückgekehrt nach München, wo ich jetzt schon eine ganze Weile lebe. Aber meine Heimat ist das Ruhrgebiet. Ich komme aus Mülheim an der Ruhr und gar nicht so weit vom MSV und dem Wedau-Stadion aufgewachsen. Und dementsprechend meine Wurzeln. Da wo ihr alle seid, die meisten Hörer sind und wo der MSV die meisten Punkte holt, hoffentlich, oder zumindest in der letzten Saison noch geholt hat. Und, dann hast du als Kind, als Kind wahrscheinlich eine Jahreskarte im Zoo gehabt, oder? Jahreskarte nicht, aber regelmäßig im Zoo gewesen, ja. Genau. Ja. Jetzt hätte der ein oder andere schon gesagt, nachdem du gesagt hast, das böse M-Wort,
München? Macht ja nichts. In dem Fall hätte ja ein oder andere Zuschauer jetzt gesagt. Nein, passt aber ja auch mit deinem Trikot. Nein, er macht es ja genau richtig. Er geht dort zum Arbeiten hin. Er geht nach München und bleibt Zebra. So. Ja, und er geht dort arbeiten und regelt dort auch die Geschicke. Ich möchte aber nicht sagen, was er dort macht, denn das geht natürlich ein bisschen zu weit. Aber ich möchte trotzdem, Privatsphäre. Auch wenn du gerne jetzt das Thema mit dem Tobias alles besprechen kannst. Eine Frage habe ich an dich, Tobias. Thomas Müller, Sympathie oder Antipathie? Oh, schwierig. Also fußballerisch fände ich ihn überragend, muss ich echt sagen. Ich habe nicht von fußballerisch gesprochen. Ja, also. Jetzt muss ich, warte, bevor du da antwortest. Wie alt bist du? Bist du Ü35 oder bist du U35? Ü. Also ich glaube, wir sind der gleiche Jahrgang. Wir beide? Nee, Stefan und ich. Ja, dann müsstest du eigentlich meiner Meinung sein. Aber nee, ich hab ja gar nicht gewertet. Ich habe nur gefragt, nein. Thomas Müller, Sympathie oder Antipathie? Sind auch nur kleine Jokes, weil wir haben am 2. Januar, falls ich euch noch nicht gesagt habe in der ganzen Sendung, wir haben am 2. Januar nochmal ein Legenden-Special zu den 90ern, 2000er und 2010er. Jetzt lass da den wird Tobi das doch mal immer antworten. Mal wieder Thema sein. Aber jetzt hau mal raus, komm. Nein, schräger Vogel tut dem Fußball gut. Dass er manchmal daneben liegt, dahingestellt. Also ich meine, mein Nickname Zebrahimovic verweist ja auch auf einen Fußballer, der auch für einen gewissen Typus steht. Ibrahimovic darf alles. Ja, eben. Und so ist das mit dem Thomas Müller, finde ich, in gewisser Hinsicht auch. Ja, so, jetzt bin ich raus. Sachen. Stefan übernimmt. Also, du merkst schon, wir sind uns einer Meinung. Ich werde das jetzt jeden fragen. Alles gut, Micha. Micha, alles gut. Nein, wir haben es gerade schon auch mit dem Christoph besprochen. Wir wollen jetzt in erster Linie natürlich auch von dir mal erfahren. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist in München, du kommst aber gebürtig aus Mülheim. Trotzdem. Liegt es da so nah, dass man sagt, wenn ich aus Mülheim komme, ich bin MSV Duisburg-Fan oder wie bist du zum MSV gekommen? Ja, gut, ich glaube, es ist mir damals leichter gefallen, MSV-Fan zu werden, weil ich bin natürlich Anfang der 90er Jahre auf den MSV aufmerksam geworden. Ich muss dazu sagen, in meiner Familie gibt es sonst keine MSV-Fans. Gladbach ist da noch ganz gut vertreten. Aber damals so in der Schulzeit war vor allen Dingen natürlich Bayern und dann auch Dortmund absolut dominant. Und die haben mich aber beide gelangweilt, die Teams. Und Gladbach war irgendwie auch zu weit weg. Und dann, wie das so ist als Junge, irgendwann interessiert man sich ja auch für das Thema Fußball. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, da spielen ja so ein paar Jungs einen ganz gepflegten Ball. Und das zum ist Beispiel, hier so direkt die Ecke. Wer waren so deine Helden? Uwe Weidemann, Peter Kötzler in der Saison 93-94. Das waren... Ja, das waren so die zwei Jungs, auf die ich damals natürlich aufmerksam geworden bin. Tobias, würdest du sagen, Uwe Weidemann gehört in die Legendenelf der letzten 30 Jahre? Ohne Wenn und Aber, ja. Würdest du denn sagen, Bashiru Salu gehört eventuell auch da rein? Bashiru Salu auch, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, der Wechsel zu Dortmund, oh, das hat damals ins Kontor gehauen. Also, komm, dann machen wir ganz zum Schluss, bevor du in die Saison einsteigst. Ganz zum Schluss eine. Tobi ist auch Ü35. Ja, alles gut, das ist ja dein Alter. Ja. Du hast zwei Stürmer in der Elf der letzten 30 Jahre. Welche zwei Stürmer stellst du auf? Also 90 bis 2020. Boah. Wir haben gerade schon gehört, Peter Kötzle. Aber eigentlich müssen die beiden da stehen. Also ich, Siehste, und da haben wir es wieder. Weil er eben noch nicht Ü40 ist, hat er Michael Tönnies nicht dabei. Ja, ist richtig. Ich habe den Tornado im Stadion nicht mehr erlebt. Da war seine Zeit schon vorbei, genau. Ja. Also ich habe ihn natürlich im Stadion dann als Sprecher erlebt später. Hm. Und natürlich ist der Name mir ein Begriff auch schon damals gewesen, aber ich habe ihn im Stadion nicht mehr spielen sehen. Ist bei mir ähnlich, ne? Also klar, ich habe ihn sogar noch spielen sehen, auch mehrmals, ne? Aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, über 3, 4, 5 Jahre. Und das ist es ja, was ihn dann auch zur Legende macht, dass er nicht nur jetzt mal eine halbe Saison performt hat oder ein paar Spiele oder dass er nur diesen Hattrick gegen Oli Kahn erzielt hat in der kurzen Zeit, sondern über eine gewisse Konstanz auch seine Leistung erbracht hat. Ne? Lass uns an der Stelle wir verweisen an der Stelle auf den 2. Januar. Am 2. Januar gibt es Stefan und meinen
Streitgespräch, will ich es nicht sagen, aber die Debatte um die beste Elf der letzten 30 Jahre hier bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen aber aktuell bleiben. Und Tobi, nicht nur, dass du natürlich das Kick-Tipp-Gewinnspiel überragend gewonnen hast. Und auch dazu werden wir dir, ich möchte jetzt nicht sagen, in den nächsten Wochen Patenzrin zuschicken oder zukommen lassen, sondern wir werden natürlich auch darüber informieren, was es da zu gewinnen gibt. Ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, es wird mit Sicherheit irgendwie was mit einem Stadionbesuch auf sich haben. Meet and greet mit Gino Lettieri. Ja, oder mit Micha. Dann nehme ich den Ball. Meet and greet im Michas Keller, hier ist auch ganz nett. Nein, schauen wir mal, werden wir noch öffentlich releasen. Wir werden dich auch im Vorfeld darüber informieren. Wir hatten aber auch gerade den Christoph gefragt, wie hast du denn so die Hinrunde wahrgenommen? Und wenn wir natürlich dich jetzt gerade speziell ansprechen, dann möchten wir mit dir über die Monate September und Oktober sprechen. Ich lese mal der Folge vor. Oder der Folge? Was möchtest du sagen? Der Reihe nach vor, genau. Und zwar, im September haben wir zu Hause gegen die Würzburger Kickers 2-0 gewonnen. Wir haben traditionell, möchte ich jetzt auch schon fast sagen, auch Türkgücü, unerklärlich, zweimal gegen die gespielt, zweimal verloren. 1-0 in Türkgücü. Alle Tore Sinan Kavayna, glaube ich. Ne? Glaube ich, 5 Tore gegen uns gemacht. Dann allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, dann war ich mit meinem Vater bei einem Spiel zu Hause gegen Braunschweig. Da führen wir auf einmal 3-0. Astreine Leistung. Und dann hast du das Gefühl, das Spiel könnte sogar noch irgendwie unentschieden ausgehen oder du verlierst. Denn dann lässt du dir ein Tor einschenken, dann kriegst du noch ein zweites und dann spielt auf einmal Braunschweig, dann merkt so ein angeschlagener Boxer, der ja schon mehr oder weniger komplett umgeschlagen ist, irgendwie, oh, da gibt es noch was zu holen. Da gewinnst du aber am Ende des Tages dann trotzdem noch 3-2. Du verlierst in Viktoria Köln, ähnliches Spiel wie auch immer gefühlt, 4-2. Du verlierst in zu Hause gegen Meppen 1-0, gegen die Überraschungsmannschaft mittlerweile der dritten Liga, muss man auch dazu sagen. Gegen den FSV Zwickau 3-2 auswärts. Du spielst dann unentschieden. Erstes Spiel damals von Hagen Schmidt 1-1 zu Hause gegen Lautern. Und du hast die 2-1 Niederlage beim Halleschen FC. Also, wenn ich das jetzt mal kurz und knapp zusammenfasse, sehr, sehr viele Ergebnisse, wo du als MSV-Fan im Vorfeld schon immer das Gefühl hattest, ey, jetzt mal ganz ehrlich, in Halle, in Meppen, oder zu Hause gegen Meppen, jetzt nicht unbedingt, aber zu Hause, sagen wir mal auswärts in Zwickau, sagen wir mal auswärts in Viktoria Köln, sagen wir mal auswärts in Türkgücü München. Das sind doch eigentlich alles Partien, wo du sagen würdest, ey, MSV Duisburg, da musst du doch jetzt nicht verlieren. Aber eigentlich war uns zu der Zeit unter der Regie allen klar, das gibt jetzt nichts Großartiges. So, das hast du, jetzt sagst du es gerade noch, wer war denn der Trainer? Damalig noch Pavel Dortchev, außer, ich glaube, in Zwickau war es da nicht interimsweise Uwe Schubert. Das eine Spiel in Zwickau, das weiß ich noch. Mhm. Ne? Der dann nicht gezündet hat, so wie beim letzten Mal. Ne? Beim letzten Mal hatte ja Uwe Schubert in Lübeck, glaube ich, war das Spiel, wo er antreten musste. Hat er direkt gewonnen, ne? Hat er direkt 3-1, meine ich, gewonnen. Ja. 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 Also mir fällt es jetzt schwer, auf die einzelnen Spiele einzugehen. Zum einen, weil ich nicht jedes Spiel gesehen habe. Zum anderen, weil ich auch genau in dem Zeitraum im Urlaub war und da dann vielleicht mich auch mal mit anderen Dingen befasst habe. Aber insgesamt kann man, glaube ich, sagen, ja, sag bloß, ihr habt das anders gemacht. Nein. Ich habe Grüße aus der Domrep geschickt an den Bockbolzer. Aber das heißt ja nicht, dass du das Spiel gesehen hast. Das stimmt. Nein, aber sag mal ruhig. Ich finde, rückblickend muss man jetzt sagen, September, Oktober ist fast noch eine bessere Periode gewesen als jetzt die letzten beiden Monate, weil natürlich waren da auch viele durchwachsene Ergebnisse dabei, aber ich habe sicherlich auch in dem Moment, wo dann Pavel Dortchev gehen musste, das auch aus sportlicher Sicht nachvollziehen können. Allerdings, wenn man jetzt so überlegt, was dann danach passiert ist, so die ganz großen Kracherergebnisse kamen dann auch nicht mehr. Und gerade das Braunschweig-Spiel habe ich noch als ein sehr, sehr starkes MSV-Spiel in Erinnerung. Aber irgendwie ja auch spiegelbildlich, ja, diese Phase. Also die Mannschaft kann im Prinzip mehr, wenn sie will, wenn sie mal an einem Strang zieht. Aber das macht sie einfach zu selten. Und ja, also letztlich, ich stehe jetzt hier auch nach so dieser ersten Halbserie da mit einem großen Fragezeichen im Kopf, weil ich so denke, im Sommer haben wir viele Namen auch geholt, wo wir gedacht haben, ja, das könnte schon gut funktionieren.
Und phasenweise, wie gesagt, das Braunschweig-Spiel hat ja gezeigt, dass die Mannschaft funktionieren kann, aber dann hast du auch wieder solche Komplettausfälle. Das zieht sich durch, ne? Wir haben es gerade auch schon besprochen, es zieht sich durch. Du hast ein Spiel, wo du denkst, wenn wir so weiterspielen, dann gelingt uns hier gegen jeden Gegner mindestens einen Punkt. Und im nächsten Spiel bist du schon wieder komplett auf dem Boden der Tatsachen. Ne? Ich frage jetzt mal so provokativ. Würdest du sagen, dass dieser Trainereffekt oder dieser Trainerwechsel sich eigentlich ja dann auch gar nicht so ausgezahlt hat? Denn wenn wir gleich mit dem Julian übrigens über die Monate November und Dezember sprechen, dann sprechen wir ja auch über eine magere Punkteausbeute. Und wenn ich jetzt einfach mal auf den September beispielsweise mit den Spielen gegen zu Hause Würzburg oder auch gegen Braunschweig spreche, dann hat man ja schon alleine in den beiden Partien 6 Punkte erzielt und mehr Punkte geholt als im November und Dezember. Haben wir im November und Dezember nicht auch? Nee, stimmt, du hast recht. Ja. Also würdest du sagen, oder wie stehst du, weil es genau in diese Zeitschiene reinfällt, wie stehst du diesem Trainerwechsel gegenüber? Hättest du gesagt, ja gut, Pavel Dotschew schon erfahren, hat uns auch letzte Saison aus dem Keller geholt oder gezogen. Hätte man auch noch weiterziehen können, diese Karte? Oder sagst du, ey, auf der anderen Seite, boah, das war jetzt auch lange Zeit nicht mehr mit anzuschauen und da gliedern wir jetzt mal diese beiden Spiele gegen Würzburg und gegen Braunschweig, gliedern wir mal aus? Oder wie bist du da diesem Thema generell gegenübergestellt? Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, ich finde beide Trainer, sowohl Dotschew als auch jetzt Hagen Schmidt, sind Typen. Und die, wenn sie funktionieren, einem Verein sehr gut tun können. Und sportlich würde ich auch sagen, spielen wir jetzt unter Hagen Schmidt phasenweise einen besseren Ball als in den guten Spielen unter Dotschew. Trotz allem als Trainertyp trauere ich Dotschew vielleicht so ein bisschen von seiner Erfahrung her vielleicht etwas hinterher, weil er eben die Liga gut kennt, diesen Abstiegskampf gut kennt. Andererseits war es in dem Moment auch festgefahren und statisch. Schwierig. Also dann stelle ich jetzt mal eine Frage zum Thema Pavel Dotschew ganz kurz. Glaubst du nicht, dass er ein bisschen zu weich war für diese Mannschaft? Tja. Weil man hat das Gefühl gehabt in am Ende, dass er so ein bisschen Resignation hat durchblicken lassen und diesen Kämpfergeist, den du eigentlich brauchst, um eine Mannschaft wieder in eine andere Richtung zu bringen, hat man ihm irgendwie, menschlich, ein geiler Typ, aber genau deswegen hat man ihm das irgendwie nicht mehr zugetraut. Bin ich sogar bei dir. Also ich würde auch sagen, da haben so die ganzen Monate haben deutlich Spuren hinterlassen. Der Dotschew dann am Ende war ein anderer Dotschew als am Anfang und denke jetzt auch nochmal an die letzte Saison, an den Saisonabschluss zurück mit diesem katastrophalen Pokalspiel in Wuppertal und dem Empfang in Duisburg. Da kann man jetzt auch so stehen, wie man will. Also ich bin ja auch als Fan emotional und verstehe auch Leute, die dann sauer sind, aber das ist ja was Dotschew auch mehrfach gesagt hat, dass ihnen dieser Empfang dann in Duisburg sehr nahe gegangen ist. Mhm. Und eine ähnliche Situation, also nicht nur, also ganz vergleichbar nicht, aber ich denke jetzt auch, was da auf Schalke passiert ist letztes Jahr, also am Ende der letzten Saison, auch da. Also sowas hinterlässt einfach Spuren. Ach, sowas will ich beim MSV nicht erleben. Aber jetzt halte ich mal 2 Sachen fest. Ich meine, wir hatten ja in den letzten Wochen des Öfteren auch mal eine Kontroverse, auch bei uns im Podcast. Auf der anderen Seite sage ich jetzt aber auch, zum einen, Dotschew, ja, eventuell ein bisschen abgenutzt, ein bisschen verbraucht, ein bisschen müde auf seine Art und Weise. Auf der anderen Seite, nochmal, die Ergebnisse und die Punkteausbeute sprechen ja jetzt gerade auch nicht eine für, Sache, das, ja, für das andere. Ja, ja. Und auf der anderen Seite sage ich auch ganz klar, wenn man über eine Müdigkeit und wenn man über eine, ja, sag ich mal, er war vielleicht nicht der Typ, ich will's dafür, gar nicht, für die Situation spricht, dann möchte ich einfach nochmal darauf verweisen, auf das, was wir in den letzten Monaten immer schon wieder gesagt haben. Denn das, was der Tobi gerade auch sagte, das war für mich am Ende der letzten Saison schon zu erkennen. So, und das ist da jetzt hätte genau man die reagieren Antwort. Müssen. Das ist genau die Antwort, die, die du jetzt von müssen. Mir kriegst. Der Unterschied, der große Unterschied zwischen Hagen Schmidt und Pavel Dotschew liegt darin, dass Pavel Dotschew nach der vergangenen Saison eine gesamte Vorbereitung hatte. Und du am Anfang, bis auf das Spiel gegen Havelse, nicht einmal das Gefühl hattest, da ist ein Spielsystem zu erkennen. So. Bei Hagen Schmidt hast du mindestens 2 Spiele schon in ohne Vorbereitung gesehen, wo du gesehen hast, oh, da hat ein Trainer eine Idee. So, Tobi, aber jetzt aus deiner Sicht, denn du bist ja der Experte, wenn ich jetzt bei der Kripo München wäre,
dann würde die Spur, wenn wir jetzt den Täter ermitteln wollen, würde ja zurückführen auf das Management. Denn wir haben ja gerade festgestellt, Dodd-Chef war Ende der letzten Saison schon müde. Wir haben das Spiel in Wuppertal gehabt. Wir haben die letzten Spiele in der Liga schon nicht mehr gut bestritten. Wir haben eigentlich alles verloren, was es zu verlieren gibt. Obwohl die Leute gehupt haben, ohne Unterbrechung. Dann hätte man dort auch schon nicht nur den kompletten Kader wechseln müssen, sondern eventuell auch dort schon auf der Trainerposition. Jetzt hast du ihn als Experten hingestellt und gibst ihm aber die Antwort vorweg? Ja, er soll ja einfach nur, weil er Ü35 ist, soll er jetzt einfach mal hier zu Wort kommen. Mensch. Nein, habe ich das richtig zusammengefasst? Bist du auch Stefans Meinung? Habe ich das richtig zusammengefasst? Mensch. Ja, ich hatte befürchtet, dass jetzt auch natürlich dieser Schwenk kommt zum Thema Management. Und Ivo Grilic und Ingo Wald sind ja jetzt auch nicht erst seit dieser Saison in der Kritik. Und das hat ja auch Gründe, also rein sportliche Gründe alleine, wenn man jetzt guckt, wie jetzt so die Kurve beim MSV eben in den letzten Jahren nach unten gezeigt hat. Ich muss aber auch sagen, als Typen finde ich die beiden ziemlich gut. Also auch was Ingo Wald jetzt nach diesem, ja, sehr bescheidenen letzten Spiel da vor der Kamera gesagt hat, das ist ja aller Ehren wert. Und da muss man auch erstmal jemanden haben als Präsident, der sich so dann der Öffentlichkeit stellt und dann auch noch vernünftige Worte rüberbringt. Und bei Ivo ist es einfach so, das ist jetzt so ein bisschen die Gnade des südlichen Wohnortes. Zu der Zeit, als noch der Jürgen Marbach beim MSV im Aufsichtsrat war, war der MSV ja öfter in Tirol im Trainingslager. Und das habe ich mir eigentlich nie nehmen lassen und bin eigentlich immer jedes Jahr im Sommer mal mit dem Motorrad über die Alpen und habe den Jungs da beim Kicken zugeschaut. Und wer mal im Trainingslager war, der wird das bestätigen können, man hatte einfach gute Gelegenheiten, auch mal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich habe Ivo Grilic eigentlich immer als wirklich sehr zugewandten, offenen und engagierten Sportdirektor wahrgenommen. Mhm. Deswegen tut es mir jetzt für ihn als Person tatsächlich leid. Ja? Also ich kann gegen ihn als Person, so wie ich ihn kennengelernt habe, überhaupt nichts Negatives sagen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Ivo Grilic wirklich will, dass der MSV Erfolg hat. Da bin ich überzeugt von. Aber man muss eben leider im Ergebnis dann auch sagen, sportlich läuft es die letzten Jahre mau und die Kurve zeigt halt irgendwie konstant nach unten. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, muss man dann vielleicht die Reißleine ziehen oder stellt man ihm noch einen zweiten Mann an die Seite? Aber ich weiß nicht, also da ist jetzt auch viel Vertrauen verloren gegangen. Ja? Das sind ehrlich gesagt auch Dinge, die möchte ich gerade auch nicht verantworten. Also ich möchte jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, auch nicht in der Haut von Ingo Wald stecken. Also ich kann dir zu 100% beipflichten. Ich hatte beim Training auch mal einen Kontakt mit Ivo Grilic. Will jetzt da gar nicht ins Detail gehen, aber da hat er sich auch Zeit für mich genommen. In einem Moment, in dem er eigentlich wahrscheinlich gerade irgendwelche Vertragsgespräche oder irgendwelche Spieler am Telefon hatte. Er hat für mich das Telefonat mal eben zur Seite genommen, weil ich eine Frage hatte, um die man sich jetzt als Manager des MSV nicht unbedingt direkt kümmern muss. So, und da muss ich dir komplett beipflichten. Menschlich habe ich auch genau den gleichen Eindruck, den du hast. Leider ist es aber so, dass die Menschlichkeit tatsächlich am Ende nicht entscheidet. Ne? Und das, was du zu Ingo Wald gesagt hast, 100%. Ne? Also ich glaube, das Auftreten des gesamten MSV, ob das Ingo Wald war oder ob das auch unser Pressesprecher war, war hervorragend nach dem Vorfall gegen Osnabrück. Leider geht es um Kompetenzen in der Diskussion. Deswegen würde ich dir in allem zustimmen, aber die Kompetenz ist leider ein anderes Thema. Ne? Einen habe ich noch. Ich glaube, dass es ähnlich zu betrachten ist wie beim Fußball. Wenn du unten stehst, dann hast du das Gefühl, es läuft alles gegen dich. Hast du Scheiße am Schuh? Ja, weil, halten wir mal fest, Ivo hat natürlich Entscheidungen getroffen, wo man sagt, ey, jetzt holt er den Gino Lettieri zurück, wie kann er das denn machen? Damit schießt er natürlich ein riesen Eigentor. Weiß er im Nachhinein auch selber. Das war sein Knockout. Keine Frage. Das war sein Knockout. Jetzt haben wir aber gerade vom Christoph und jetzt auch vom Tobi gehört, dann holt er im Sommer Spieler, da hättest du und ich gesagt, unterschreiben wir auch sofort. Ja. So, ja. Weinkauf hältst du, Boadus hältst du, Fälscher holst zurück, Bacalot nimmst du dazu. Da hätte doch wirklich keiner von uns beiden oder von uns drei gesagt, nee, ey, den verpflichten wir nicht. Ich überspitze das jetzt mal. Hätten wir auch gemacht. Ich überspitze das mal. Mit Verpflichtungen vom Kader her hast du zu 100% recht. Er hat auch ins Klo gegriffen, keine Frage, auch oft genug. Aber das größte Problem war, dass er auf der Trainerposition keine Konstanz reingebracht hat. So, er hat einen großen Fehler gemacht am Ende der Nicht-Aufstiegssaison.
dass er Thorsten Lieberknecht, ich will es nicht immer wieder wobei, sagen. Wobei, wenn man jetzt, wenn man sich das jetzt wieder auf der Zunge zergehen lässt, Trainer, keine Konstanz, keine auf der Trainerposition. Der ein oder andere Kritiker könnte jetzt auch sagen, wie passt das Transferverhalten des Sportdirektors mit der ausgegebenen Vereinsphilosophie von vor 2-3 Jahren zusammen, wo man sagt, Ausbildungsverein, junge Talente, junge Leute, bla bla bla. Und jetzt verlängerst du mit Buadus 34. Ja, du hast recht. Du holst einen Dominik Schmidt damals mit 34 ausrangiert aus Kiel. Du holst einen Fälscher zurück, der nur noch jetzt einfach froh ist, dass er in Deutschland überhaupt noch wahrscheinlich Fußball alles spielen kann. Alles gut, ich gebe dir recht. Passt jetzt auch nicht mehr so, ne? Ich glaube nur, wir müssen uns hier mit dem Tobias nochmal verabreden und das nochmal in einer regulären Sendung besprechen. Das würden wir gerne mit dir machen, weil wir da wirklich das Gefühl haben, dass wir mit dir auch gut über solche Themen sprechen können. Ne? Abgesehen davon, dass du bewiesen hast, dass du keine Ahnung von Fußball hast. Denn Tippspiele gewinnen immer nur die keine Ahnung haben. Tobi, wir haben noch keine Zeit. Wir haben keine Zeit und deswegen würden wir zum Quiz kommen. Ja, Stefan Raab übergibt jetzt an dieser Stelle wieder an den lieben Elton. Denn Tobi, wir hatten es im Vorfeld schon mit dir auch abgesprochen. Also, Michael hat schon vollkommen recht. Sehr, sehr interessant und wir machen das in der nahen Zukunft auch nochmal. Gerne, wenn du dabei bist, am Start bist. Wir haben noch ein kleines Quiz und zwar das Ganze gliedert sich auf in drei Kategorien. Du hast die Wahl, nachdem der Christoph jetzt gerade, und du weißt ja nichts von diesem Gespräch, was wir gerade mit ihm aufgezeichnet haben, nochmal die Möglichkeit zwischen 9 verschiedenen Fragen zu wählen und dort dich in diesem Ranking einzuplatzieren. Ich übergebe aber jetzt an den lieben Michael, der das ganze Quiz hier leiten wird. Genau, wir fangen an in den 2010er Jahren. Hättest du gern die leichte, die mittelschwere oder die schwere Frage? Ja, ich habe da natürlich gerade auch schon drüber nachgedacht. Schwierig. Also das schwächste Jahrzehnt ist bei mir genau das Jahrzehnt in der Mitte. Deswegen schwanke ich jetzt, ob ich die schwere Kategorie in den 2010er Jahren oder in den 90ern haben will. Allerdings fehlen mir in den 90ern ja die ersten 2-3 Jahre, wo ich noch nicht so ganz am Start war. Ist natürlich dann auch gefährlich. Also muss man jetzt ein bisschen zocken. Na gut, dann gib mir mal die schwere Frage in den 2010er Jahren. Okay. Nach dem Aufstieg in die zweite Bundesliga 2017 trat unser King mit einer besonderen Brille vor die Kamera. Was stand drauf? Das Auge, soll ich das jetzt echt sagen? Ja, willst du. Das Auge fickt mit, oder? Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Da, 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 da. Und jetzt an dieser Stelle können wir es auflösen. Ja. Denn wir hatten auch die gleiche Frage hat eben auch der Christoph gerade gewählt. Und er sagte als Antwort, rotzevoll. Und er hat mir gerade eben, nachdem wir mit ihm gesprochen haben, das Foto geschickt. Tatsächlich hat er auch die Brille mit rotzevoll getragen. Aber natürlich ist die Brille mit das Auge fickt mit die gesuchte Brille. Jetzt müssen wir überlegen, wie machen wir es? Haben beide jetzt recht oder hat der Tobi, der hat ja die Antwort gegeben, die du auch rausgegeben hast? Bei Gleichstand, wenn es am Ende um Gleichstand geht, gewinnt der Tobi. Okay. So, 2000er ist dann die leichte. Ja. Ja. Wer schoss den MSV 2005 bei Eintracht Frankfurt vorzeitig in die erste Liga? Wenn ich mich nicht irre, war das Markus Kurt. Das ist leider falsch, aber du hast ja deine Kompetenz schon aus dem 2000er Jahrgang ausgeklammert. Es war Aziz Ahanfouf. Ach, natürlich. Ja. Linksschuss! Ja. Aus der Distanz. Ja. Zuvor hält Georg Koch gegen Alex Meyer einen Elfmeter. Da hat jemand wohl noch nicht die 2000er Review gehört. Oh, solltest du. Wir haben ab dem 2. Januar für all diejenigen, falls ich es heute noch nicht das ein oder andere Mal erwähnt haben sollte, nochmal alle drei Staffeln, 90er Jahre, 2000er Jahre und 2010er Jahre, ich fange schon an zu nuscheln, nochmal abgelegt und Tobi, halt dich fest, hättest du das gehört, hättest du es gewusst. Ja, Asche auf mein Haupt, ja. Macht nichts. So, dann haben wir, wenn ich mich richtig entsinne, haben wir die Mittelschwere. Ja. In den 90er Jahren. Hattest du nicht gerade die Mittelschwere? Nee, die leichte hattest du gerade. In 2010er. Die leichte war bei den 2000ern und die schwere war bei den 2010ern. Deswegen ist jetzt die mittelschwere in den 90ern. Perfekt. Die Frage lautet, wer stand im DFB-Pokal-Finale 1998 im Duisburger Tor? Da hätte ich jetzt fast wahrscheinlich, also ich glaube, ich würde den Mund zu voll nehmen, wenn ich jetzt sagen würde, ich kriege die ganze Aufstellung zusammen. Aber ich muss trotzdem
kurz überlegen. Das wäre jetzt peinlich, wenn du sagst, du kriegst die ganze Ausstellung. Nur den Torwart fällt mir gerade nicht an. Das ist aber jetzt in der Tat, weil wir hatten in den 90er Jahren hatten wir coole Torwartpersönlichkeiten, aber in dem Fall bin ich mir relativ sicher, dass es Thomas Gill gewesen sein muss, weil Thomas Gill ja auch dieses überragende Halbfinale gegen Trier gespielt hatte. Und ansonsten ist das 98er Pokalfinale natürlich noch ziemlich stark eingebrannt, war aber natürlich kein Torwartspiel in dem Sinne. Gill hat da die 2-3 Dinger aufs Tor bekommen und davon waren 2 drin. Also ist ja total. Und ich glaube, die verschossenen Elfmeter in Trier, das hat Didi Hirsch damals, glaube ich, erzählt, die war, hat er ja auch gar nicht gehalten, sondern die ging entweder ans Aluminium, glaube ich, oder ging direkt daneben. Wollen wir auflösen als erstes? Ja. Gill ist natürlich richtig. Ne? Und zwar nicht Gill Oferim. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ein Fehler, aber in der leichten Kategorie, richtig? Ja. Ja, das heißt, ja. 500 Punkte für dich. Ja. 500 von 600 möglichen Punkten. Auf jeden Fall kann sich das sehen lassen. Ich stelle dir die anderen Fragen jetzt nicht, denn wir warten mal ab, was gleich unser dritter Gast hier zu leisten imstande ist. Von meiner Seite, ich sage schon mal, lieber Tobi, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir freuen uns darauf, mit dir an anderer Stelle nochmal wieder zu sprechen und übergebe hier, bevor wir gleich mit wem sprechen? Wir sprechen jetzt gleich mit dem Julian. Julian, unser Trikotdesigner, der, deswegen habe ich es an, der dieses Trikot hier unter anderem designt hat. Also, lieber Tobi, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir einen guten Rutsch, bleib gesund und bis bald. Gehab dich wohl. Ciao, ciao. Ja, Tobi, nicht, dass du jetzt denkst, von mir muss jetzt noch großartig was kommen, aber dir gehören natürlich wie immer auch die letzten Worte. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir. Komm gut ins neue Jahr rein. Wir sehen und hören uns auch im nächsten Jahr. Mit Sicherheit haben wir gerade festgemacht. Und ja, das war's also, liebe Leute. Das war der Kicktipp-Gewinn. Näher. Sagt man ja so schön. Nein, also jetzt haben wir auch mal ein Gesicht dazu gehabt. Souverän, quasi mehr oder weniger vom ersten Spieltag an oben dabei gewesen. Sehr, sehr lange Zeit auch konstant oben auf Platz 1 gewesen. Von daher absolut verdient. Und Chapeau, wenn ich einen Hut hätte, würde ich ihn ziehen. Und der Gewinn kommt in den nächsten Wochen zu dir. Ich dachte, ist das nicht ein Stadionbesuch? Wie soll der zu ihm kommen? Ja, dann malen wir einen Hutschein oder so. Ne? Habe ich ja für Weihnachten für meine Frau auch gemacht. Habe ein Bild gemalt, habe Helene Fischer gemalt und ab dafür. Oh. Nee, passt schon, lieber Tobi. Auf jeden Fall gehört dir. Vielen, vielen Dank dafür. Greif in der Rückrunde wieder im Kicktipp-Gewinnspiel an. Hör die 90er und die 2000er Sendung ab dem 2. Januar. Und dann gehören dir die letzten Worte. Vielen Dank dafür und bis zum neuen Jahr. Ciao, ciao. Ja, also vielen lieben Dank für die warmen Worte. Ich muss trotzdem noch mal 2-3 Sachen zu Kicktipp sagen, weil das mag jetzt von außen so ausgesehen haben, dass ich da locker vorne wegmarschiert bin, aber das war ja mitnichten so. Also das war ja ein sauknappes Ding. Und ehrlich gesagt, ich habe dann auch am letzten Spieltag sogar noch ein paar Tipps zwischen Samstag und Sonntag umgestellt. Ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre das sogar nichts geworden am Ende. Also das war wirklich eine sauknappe Nummer. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt die ganzen Wochen da oben an der Spitze, weil es waren viele, viele hartnäckige Verfolger dabei. Und da möchte ich natürlich jetzt auch nochmal an der Stelle den anderen Gewinnern gratulieren. Das 4 Stück waren es insgesamt, genau. Ja, eben, genau. Also Platz 3 ja auch noch mit, ne, doppelt belegt. Und da waren ja auch noch so ein paar andere, die ganze Saison oben da immer dabei waren und dann abgeschmiert sind. Ich glaube, der Walter Frosch, glaube ich, weiß ich gar nicht. Ist der noch Dritter geworden? Oder? Nee, ich glaube, Walter Frosch ist abgeschmiert. Ich glaube, Gary. Nee, der ist abgeschmiert, ne? Ja, genau. Ich glaube, Schimanski und Mike oder so, ich weiß nicht genau. Oh, Prinz Poldi. Wir haben sie alle. Prinz Poldi. Ja. Schimanski. Also auf jeden Fall, da waren ja ein paar wirklich gute Tipper dabei und irgendwie hätten es viele davon verdient gehabt. Also ich nehme das jetzt aber natürlich mit, freue mich sehr und an der Stelle auch nochmal ein Dankeschön natürlich an euch, dass ihr es organisiert habt. Ein Dankeschön auch an euch, dass ich in die Sendung kommen durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch euch jetzt mal persönlich so auf diese Art und Weise hier kennenzulernen und ich wünsche euch noch eine ganz schöne Silvesterfolge. Auch den Zuschauern und Zuschauerinnen noch viel Spaß mit der Sendung und allen Zebras und ja, gibt es eine weibliche Form von Zebras? Nee, ne? Ist, glaube ich, alles inkludiert. Also allen Zebras wünsche ich einen guten Rutsch. Also wir müssen jetzt nicht mit ZebraInnen anfangen. ZebraInnen. Ja, genau. Genau. Nee, ich wünsche allen einen guten Rutsch und uns allen und dem MSV natürlich ein erfolgreiches Jahr 2022. Hi Stefan, hier sind Julian und Peter vom Studio Blau-Schwarz. Studio Blau-Schwarz aus Saarbrücken. Ja, erstmal nochmal ja, herzlichen Glückwunsch zum Erfolg von eurem Podcast. Ihr macht das auf jeden Fall richtig gut. Ihr macht ein riesen Ding draus und das ist auf jeden Fall aller Ehren wert.
Was der MSV allerdings, ne, sagen wir mal, ausbaufähig. Wir drücken natürlich die Daumen, außer jetzt im Januar, ne, zum Rückspiel. Könnt ihr von mir aus alles gewinnen. Es wäre ein Verlust für die Liga definitiv, wenn ihr absteigen würdet. Das kann sich niemand wünschen. MSV Duisburg gehört mindestens in die dritte Liga. Da wir auch in der Liga bleiben, sind wir natürlich froh, wenn wir nächstes Jahr nochmal gegen euch spielen können. Das sind immer geile Spiele, geile Fans, Traditionsmannschaft. Tradition ohne Ende. Ja. Aber selbst wenn ihr absteigen solltet, ich baue schon mal vor, uns ist das auch passiert, wir sind bis in Liga 5 gegangen. Aber und bei Traditionsvereinen steigt man vielleicht ab und zu mal ab. Aber, und das ist tatsächlich so, untergehen wirst du da nie. Und wenn ihr absteigen solltet, ihr kommt auf jeden Fall wieder hoch. Verdient hättet ihr es und das Umfeld allemal. Auch mit dem geilen Podcast natürlich. Macht weiter so. Wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Jahr mal endlich. Und viele Grüße aus Saarbrücken. Bleibt stabil. Haut rein. So, nachdem wir den Christoph aus Aurich, nachdem wir den Tobi, den Kicktipp-Gewinner aus München, Zebrahimovic, zu Gast hatten, Zebrahimovic, genau, haben wir nun jemanden hier am Start. Ja, muss ich eigentlich fast gar nicht vorstellen. Und der eine oder andere kennt ihn schon aus dem Podcast 19.02, wo er auch schon mal mit mir im Duett zugange war. Oder aber auch von der Zebraherde im Kneipenquiz auch schon bei uns zu sehen war, aber natürlich auch bei ganz, ganz vielen, ja, Fans da draußen zu sehen und zu hören war. Und natürlich, Micha, du hast es ja gerade schon gezeigt. Genau, ich habe es deswegen extra angezogen heute. Ich weiß gar nicht, ob es Dankeschön. Richtig ist, wenn ich sage, Julian, einer der Macher, wie kann man es am besten beschreiben? Schönen guten Abend nach Duisburg. Endlich mal ein Duisburger, der mittlerweile auch in Duisburg angekommen ist. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend, Stefan. Hi, Micha. Grüß dich, Julian. So, jetzt klär mal auf. Hast du es allein entwickelt? Das Trikot, was du anhast, ja, tatsächlich, das war ja das aus der Fanabstimmung, das ist meine ganz eigene Kreation gewesen. Das heißt, das Heim. Wobei natürlich das Heimtrikot eigentlich und das ist dann die Auswärtsabwandlung davon. Genau, also ich habe es extra, weil schwarz zu schwarz passt besser. Um dir den nötigen Respekt zu erweisen, lieber Julian, habe ich dieses Trikot angezogen. Ich danke dir sehr herzlich. Das ziehst du laut deiner Freundin auch jeden Abend an? Das ziehe ich ihr immer an, damit ich sie geil finde. Soll ich genau das wollte ich mit dem Trikot erreichen. Das drin ist? Sehr gut. Liebe, ja. Liebe Janine, du bist auch so die Beste. Da hast du wenigstens einen Grund, dass sie dir immer jedes Jahr das neue Trikot schenkt. Damit du es ihr dann wieder mal... Wollen wir mal zum Thema kommen? Ja, liebe Fans, wie kriege ich jetzt die Kurve? Von der einen heißen Klamotte zur anderen... Julian, erzähl uns doch mal nochmal für die Leute, ich habe es gerade erwähnt, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir schon mal auch das ein oder andere Mal Vergnügen miteinander hatten, zumindest im Zebra-Quiz, damals auch bei, oder im Kneipen-Quiz war es ja viel mehr. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick, wie bist du denn damals überhaupt zum MSV Duisburg gekommen oder beziehungsweise was verbindet dich mit dem MSV? Ich bin ganz klassisch zum MSV gekommen über Vater und Opa. Die sind damals mal ohne mich ins Stadion gegangen. Da war ich 10 Jahre alt. Das war ein Spiel gegen Bayern. Das war damals Topspiel auf Premiere. Wir hatten aber kein Premiere. 93, 94. Das gibt's nicht, ne? Hat das nicht gerade der Christoph auch als sein erstes Spiel? Nein. Ja, Moment, es war nicht mein erstes Spiel. Es war das Spiel davor. Christoph war 98er Baujahr. Mensch. Auf jeden Fall auch ein Bayern-Spiel. Die Bayern-Spiele, er will wieder ein Ü35er-Stimmen absagen hier. Kommen wir gleich noch zu, Julian. Nee, gleich noch das zu. Bayern-Spiel war tatsächlich nicht das erste Spiel, sondern da saß ich dann zu Hause als Zehnjähriger vor dem verschlüsselten Premiere und konnte nicht viel erkennen. Und als mein Vater und mein Opa dann nach Hause gekommen sind vom Spiel, habe ich gesagt, so nächstes Mal würde ich gerne mitkommen. Und das war dann mein erstes Spiel 2 Wochen später gegen Borussia Dortmund. Also für die ganz jungen Zuschauer, Premiere, Vorreiter von Sky, da gab es damals tatsächlich ein Signal, ne? Und verschlüsselt bedeutet, man hat so schwarz-grau gekrüsselt, man konnte so zwischendurch mal einen Ball erkennen, aber der Ton war ja komplett. Oder so ein Spieler in Großaufnahme oder so, konnte man schon mal so eine Silhouette sehen. Genau. Ja. Eine Sache möchte ich nochmal eben auflösen, denn ich habe in vielen, vielen Formaten hier von uns immer erwähnt, dass ich gesagt habe, mein erstes Spiel war damals MSV Duisburg gegen Bayern München. Ja, hast du gesagt. Ganz, ganz oft sogar. Ja.
Ich habe das am Weihnachten meinem Vater erzählt. Da ist er sagt, ein Wolken gefallen. Er hat ja gesagt, Stefan, aufwachen. Ja, war eins der frühesten Partien. Du warst damals im Stadion, im Wedau-Stadion, MSV Duisburg gegen Dukla Prag. Guck mal einer an. So viel an dieser Stelle, Papa. Du hast natürlich recht. Dukla Prag, gibt's Dukla noch? Prag. Ich habe gerade nebenbei gegoogelt. Lösen wir nachher mal auf. Gucken wir nachher mal mit Peter zusammen. Dukla Prag. Peter kennt die alle. Peter kennt jeden aus Dukla. Ja, Julian, wir wollen natürlich auch mal ein bisschen über die aktuelle Situation sprechen. Und jetzt haben wir gerade schon, wie gesagt, von Juli an die ganze Zeitreise so ein bisschen mit den Leuten hier durchgespielt und sind jetzt gerade im November angekommen. Wir haben jetzt die Zeit hinter uns gebracht von Dotschev hin zu Lethieri. Ach, zu Lethieri sage ich schon. Was für ein Versprecher. Oh mein Gott, zu von Schubert. Von Dotschev hin zu Schubert. Ja, erstmal zu Uwe Schubert, Entschuldigung, der interimsweise das Ganze gecoacht hat in Halle für ein Spiel und dann dazu abgebogen sind zu Hagen Schmidt. Das ist jetzt deine Fraktion, Julian. Und das ist jetzt so deine Geschichte. Ne? Würdest du sagen, dieser Trainereffekt, weil man muss natürlich auch nüchtern betrachten, zahlt sich nicht wiederum in Punkte aus? Ja, wir haben festgestellt, mit Sicherheit alle, dass wir entnommen haben, dass zum Beispiel eine Halbzeit gegen Kaiserslautern ganz gut war. Wir werden auch festgestellt haben, dass gegen Viktoria Berlin der Sieg ganz gut war. Wir werden aber auch festgestellt haben, dass wir dann unter anderem 3 Niederlagen gegen 60, gegen Waldhof Mannheim und gegen den SC Freiburg, was übrigens ein sehr, sehr, sehr schlechtes Spiel war. Was der Stefan übrigens alles auswendig weiß. Er guckt nur nach unten, weil er denkt, da ist die Kamera. Genau, genau. Wo ich auch genau weiß, die haben vor 625 Zuschauern in Freiburg gespielt. Respekt. Und die haben vor 8216 Zuschauern in Waldhof Mannheim gespielt. Fotografisches Gedächtnis. Zu Hause natürlich. Julian, wie würdest du das zusammenfassen in Bezug auf die Trainerpersonalie? Hat dieser Effekt diese Wirkung erzielt, von der wir jetzt lange noch nichts feststellen können, auf der einen Seite? Oder würdest du sagen, ja, nee, da hätten wir auch bei Deutschland bleiben können? Es passt ja ganz gut, weil das Spiel gegen Halle, das habe ich ja noch mit dir zusammen, da konnte der Micha nämlich im Podcast nicht, das hatten wir beide zusammen hier analysiert. Und da hattest du mich nämlich auch gefragt, wie ich zur Personalie Hagen Schmidt stehe. Und da habe ich gesagt, ich denke, es ist der richtige Trainer, aber vielleicht zum falschen Zeitpunkt. Und jetzt rückblickend, 2 Monate später, sehe ich mich da so ein kleines bisschen bestätigt leider, weil ich den Ansatz, den Hagen Schmidt verfolgt, auch den langfristigen Ansatz, durchaus gut und richtig finde. Nur es zeigt sich jetzt halt immer mehr, wir haben eigentlich die Zeit dafür nicht. Wie du gesagt hast, wir haben teilweise gute Halbzeiten gesehen, wir haben gute Spiele gesehen, wir haben auch Rückschritte erlebt, wie das Freiburg-Spiel, was ja wirklich überhaupt nichts war. Auch das Pferdspiel war nicht gut, auch wenn wir da zumindest einen Punkt geholt haben. Aber insgesamt sind wir in der Tabelle seitdem noch weiter abgesackt, haben jetzt die 4 Punkte Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz, auch wenn natürlich das Osnabrück-Spiel jetzt noch aussteht. Aber ja, in der Hinsicht zeigt sich halt, wir haben eigentlich nicht die Zeit, was zu entwickeln. Jetzt stelle ich die Frage mal direkt anschließend. Wäre die Umsetzung einer Idee von Hagen Schmidt besser gelungen, wenn er erst in der Winterpause gekommen wäre? Und Zusatzfrage, wären die Ergebnisse unter Pavel Dotschev jetzt besser gewesen? Ist Kaffeesatzleserei, ich weiß. Ja, ich vermute, der Ansatz von Hagen Schmidt wäre besser gewesen, wenn er in der Sommerpause gekommen wäre. Die Frage habe ich nicht gestellt, da sind wir uns alle einig. Ja. Winterpause, nee, dann hätte er noch weniger Zeit. Also die Winterpause ist ja für eine Vorbereitung sowieso zu vernachlässigen, die 2 Wochen, ja, die wir da jetzt haben. Nur, ja, genau, ja, wegen da kann man ja eh jetzt, ja, da kann man ja eh nichts irgendwie großartig an Grundlagen ändern oder so. Von daher glaube ich, ist es schon besser, er ist jetzt Ende Oktober gekommen als in der Winterpause, das schon. Wären die Ergebnisse unter Deutschland besser gewesen? Danke. Möglich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich finde auf jeden Fall. Wenn du sagst, er hätte im Sommer kommen sollen und jetzt ist wahrscheinlich besser als in der Winterpause, dann war es wahrscheinlich die beste Lösung, ihn dann jetzt zu holen, weil in der Sommerpause haben wir ihn ja nicht geholt. Weil weiterzumachen, wie wir waren, weiß ich nicht. Ja, das war keine Option, das ist schon richtig. Genau. Also ich finde auf jeden Fall, dass er durch den Wechsel auf 2 Sturmspitzen mit Buadus und Ademi unserem Offensivspiel sehr viel neues Leben eingehaucht hat. Das hat man unter Dotschev ja nicht gesehen. Dotschev hat mit einer Spitze gespielt. Das war alles so ein bisschen träge, alles ein bisschen langsamer. Also offensiv hat es sich definitiv verbessert. Ja, ich halte mal ganz kurz dagegen. Ja. Dir fehlt ein Sechser.
Ja. Wobei wir dann die Defensive ins Spiel bringen, ne? Dann bringen wir die Defensive ins Spiel. Die Defensive krankt sicherlich auch vornehmlich an vielen individuellen Aussetzern. Mhm. Das ist ja auch was, was Hagen Schmidt schon relativ deutlich teilweise angesprochen hat. Brauchen wir nicht drum rumreden, wenn zum Beispiel Fleckstein gegen Mannheim nicht unterm Ball durchspringt, wird das vielleicht auch ein anderes Spiel. Oder gegen Ferl war es. Ich wollte nämlich gerade dagegen halten, ein Sechser fehlt. Ich glaube, es würde auch funktionieren und es würde auch klappen, wenn man versuchen würde, mal fehlerfrei auch zu Werke zu gehen. Denn wir halten mal fest, in deinen Monaten, wo wir uns jetzt gerade befinden, du hast gerade gesagt, okay, nehmen wir aber nochmal trotzdem mit rein, 30.10., Hallescher FC, verlierst du 2-1, danach gewinnst du zu Hause gegen Viktoria Berlin 1-0, gegen eine Mannschaft, die bislang überrascht hat, auf dem 5. Tabellenplatz steht, 0-0. Und du kannst es sogar 3-0, 4-0 gewinnen. Ne? Genau, du kannst sogar 3-0, 4-0 gewinnen. Dann, auf jeden Fall. Klar, zwei etwas dürftige Niederlagen, wobei auch in 1860 sind wir uns alle einig, musst du überhaupt nicht verlieren. Das war ein gutes Spiel. War ein gutes Spiel, sogar haben wir auch so analysiert. Und du verlierst in Freiburg, wo du einen Elfmeter verschießt und dann kurz vor Schluss einen bekommst durch das Quadvo-Gehandhabe, sage ich jetzt mal. Möchte ich auch unkommentiert lassen. Und dann hast du es gerade gesagt, gegen Ferl 2-2, wo Fleckstein natürlich einen Fehler auflegt, sag ich mal, was seines Zeichen sucht. Deswegen halten wir mal fest, egal wie wir jetzt offensiv dann aufgestellt sind, wir sind auch in der Lage, mal Spiele zu beenden mit 0 Gegentreffern oder vielleicht mal mit einem. Wenn es dann aber schon 2 oder 3 werden, dann wird es extrem schwer. Wird es aber nicht nur für den MSV, wird es für jede Mannschaft auf der Welt. Julian? Ja, natürlich. Wir sind aber auch immer in der Lage, 2, 3 Tore zu schießen. Nur an so Tagen, wo dann halt die Offensive mal auch nicht funktioniert, wie in Freiburg zum Beispiel, da reicht dann eben auch ein Tor des Gegners in der Nachspielzeit durch einen dummen Elfmeter. Aber Freiburg da sind wir auch halt, sehr defensiv sehr stark, ne? Bitte? Freiburg auch, ich glaube, sehr, sehr wenig Gegentore kassiert, ne? Also ja, gut, liegt natürlich dann auch am Gegner. Das passiert natürlich auch mal, dass man gegen gute Defensiven spielen muss, aber ich denke, mit Ademi und Buadus haben wir einen Sturm, der für Drittliga-Verhältnisse auf jeden Fall in den Top 3 anzusiedeln ist. Ich will nicht zu weit ausholen, ich gebe dir ja recht. Ja, ich gebe dir mit Buadus und Ademi vollkommen recht. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz sagen... Du willst auf den Sechser hinaus. Auf den falschen 50er. Aber ich will darauf hinaus, dass auch ein Sandro Wagner, wenn er jedes Spiel bei Bayern gemacht hätte, 20 Buden gemacht hätte. Das heißt, weiß ich nicht, wenn du vorne zwei Mittelstürmer stehen hast und die kriegen am laufenden Band Bälle, dann ist das gar nicht so wichtig, wer da steht. Sondern aber ist wichtig das so? Ist, dass die Bälle kriegen, kommen. Kriegen die beiden am laufenden Band Bälle? Ne, eben nicht. Davon spreche ich ja. So, das heißt, unser Problem ist eben in der Verbindung zwischen Defensive und Offensive, sage ich ja auch ständig. Ne? So, das heißt, du kannst da vorne, ganz ehrlich, wie viele Tore hätte, Lewandowski hätte nicht mehr Tore gemacht als Orhan Ademi, vielleicht 1, 2, die Ademi irgendwie vergeben hat. Aber der Punkt ist, wir kriegen zu wenig Bälle nach vorne. So, und dementsprechend hast du bei 2 Chancen hast du jetzt 2 Tore, weil du 2 Stürmer da stehen hast. Und vorher hattest du eben einen weniger. Aber wie gesagt, ich sehe unser Problem in der Mitte. So, ne? Ja, das sieht man auch schon daran, wenn man sich die Aufstellung unter Hagen Schmidt mal anguckt. Er hat sich ja sofort festgelegt auf die 2 Spitzen Ademi Buadus. Er hat sich in der Defensive, hat am Anfang ein bisschen rumprobiert, hat dann aber eigentlich immer die Viererkette also die Innenverteidigung mit Steurer und Fleckstein auflaufen lassen, rechts Fälscher sowieso gesetzt und links stellte sich von alleine auf. Ich glaube, im zweiten Spiel unter Hagen Schmidt hatte sich Brettschneider verletzt, seitdem hat er Quadvo gespielt. Da war er relativ konstant. Aber wenn man sich das Mittelfeld anguckt, da hat er schon variiert und probiert. Da hat mal ein Pusch gespielt, da hat mal ein Adjani gespielt, dann spielt Stierlin auf der 6. Bitte? Ich sage, er musste tatsächlich aber auch, ne? Weil ziemlich viele waren, da mal eine Gelbsperre, da mal eine Verletzung. Ja, ne? Auch, dann eine auch Sperre und verletzungsbedingt, ja, aber da hat man schon gemerkt, da ist die Stammposition, hat er da noch nicht gefunden. Zuletzt Bakalorz ja im Osnabrück-Experiment, was wir ja leider nur 33 Minuten sehen durften, Bakalorz als zentraler Innenverteidiger. Ja, eingesetzt. Also ich will mal eine Sache in den Raum werfen und dann können wir gerne abschließen. Ich hab noch ein übergeordnetes Thema. Nur mal so als Prognose, wenn die Winterpause jetzt haben wir nur 2 Wochen Winterpause, aber ich sag mal so, dass das 2-Stürmer-Konzept, wenn wir 3 oder 4 Wochen Winterpause hätten, dann wäre das hiermit beendet gewesen. Einfach nur mal so als These. Ich wollte jetzt noch ganz kurz abschließend zu diesem Themenblock sagen, und zwar,
zusammengefasst, ist es nicht eher so, dass man sagt, boah, wir gehen jetzt gar nicht in jede einzelne Partie rein, sondern wir sagen ganz einfach so gesamt betrachtend, der MSV verliert einfach zu viele Spiele, wo man auch das Gefühl hat, wir schenken als Gesamtverein, schenken wir so eine Partie ab. Ich meine jetzt gar nicht irgendwie nur explizit einen Spieler oder einen Mannschaftsteil oder nur die Mannschaft, sondern auch vielleicht auch mich als Fan, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, die fahren jetzt nach Mannheim. Boah, da habe ich gar keine Erwartung mehr und gar keine Hoffnung. Da würde ich gar nicht hinfahren, da gucke ich vielleicht auch gar nicht den Stream, also jetzt nicht ich persönlich, aber es gibt ja auch viele, viele Fans, die sagen, ich wende mich jetzt gerade vom MSV ab, ob die jetzt zu Hause spielen, ob die nicht spielen, ob egal wann die spielen, wo die spielen, egal wer da spielt. Ja, du musst nur fairerweise sagen, mit Stream meinst du das Spiel des MSV, nicht unseren Stream. Nein, unseren Stream. Hey, liebe Leute, schaltet ein, kauft die T-Shirts hier unten in der Beschreibung, 90er Jahre, 2000er Jahre, 2010er, falls ich es... Nein, ihr seid super. Nein, Quatsch. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Auch ja, jeden Sonntag im Stream habe ich es gesagt, in unserem Stream. Der MSV hat das Gefühl, die spielen das Stadion leer, aber nicht vor, dass die irgendwie, ne, also nicht die spielen das Stadion voll, sondern die spielen das Stadion leer, weil jedes Spiel irgendwie gefühlt so zäh, so mau ist. Der Zuschauer hat keine richtige Bindung dazu, du hast kein Gefühl, du schenkst die Spiele ab, die Leute wählen bei uns bei Sieg oder Gino eher Niederlage mittlerweile aus, sie haben gar keine Hoffnung mehr. Und so zeigt sich das auch im Ergebnis wieder. So nach dem Motto, ach, fährst nach Mannheim, hast keine Erwartung. Freiburg 2 hören wir gerade jedes Mal. Ah, gut ausgebildete Truppe, erste Mannschaft, erste Liga, sehr, sehr gut mit Streich. Die, die danach rücken, die sind auch sehr, sehr gut. Gleich könntest du auch über Dortmund sagen. Über den Osten könntest du halt allgemein sagen, in Halle, in Zwickau, gerade im Winter, da holst du keinen Blumentopf. Du willst also sagen, dass Boah. Die Erwartungshaltung komplett gen Null geht? Ja, du erwartest doch gar nichts mehr. Na, ich will da nur einen Schritt weiter gehen, Stefan. Ich stimme dir nicht nur zu, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich sag, es macht sich sogar Desinteresse breit bei den Fans. Ja, ja, du hast nicht nur das Gefühl, ich erwarte keine Punkte, es interessiert dich sogar teilweise nicht mehr. Und das ist doch, Julian, um dich jetzt mal wieder mit reinzunehmen, das ist doch mit Sicherheit das Schlimmste, was einem überhaupt jemals passieren könnte. Denn wir hatten gerade vorhin schon mal im Gespräch, dass der Vergleich zu Schalke beispielsweise, dieses böse Wort, nehme ich jetzt hier einfach mal in den Mund, dass einfach gesagt wurde, ja, die machen ähnliche Zeiten durch, sind jetzt abgestiegen, bla. Nee, machen sie nicht. Und auch das habe ich in den 90ern damals gesagt. Ja, die sind als MSV-Fan, da, wo wir als MSV-Fan wirst du immer wieder auch angefüttert mal mit einem Sieg, dann folgen aber auch wieder drei Niederlagen. Du steigst mal auf vor 5 Jahren, dann steigst du aber wieder ab. Also immer dieses Auf und Ab, das ist richtig schwer für die Seele eines Fans, so möchte ich es jetzt mal beschreiben. Und wenn das dann aber konstant in eine negative Richtung nachher ausufert, und du stehst am Rande der Regionalliga, nicht an zweiter oder dritter Liga, da wollen wir gar nicht über Regionalliga, dann ist da einfach irgendwann mal eine Ebene erreicht, wo du sagst, immer, da schalte ich jetzt komplett ab. Ja. Und das habe ich im Moment das Gefühl, das geht also weit weg von, ich bin traurig, wo ich damals als Teenager in der ersten Liga traurig war. Das geht dann hinweg über, ich bin dann richtig sauer und zornig und könnte in den Fernseher eintreten, bis hin zu, ach, leck mich doch am Arsch. Dann ist mir sowas von scheißegal, was da passiert. Es gibt Leute, die ihre, weiß ich nicht, 40-, 50-jährige Vereinsmitgliedschaft gerade wegwerfen. Ne? Ja. Das ist eine Entwicklung, die sehr gefährlich ist, aber ich glaube, wir driften ab und ich... Das ist eine Sendung für Fans, der Julian soll hier zu Wort kommen. Das will ich damit gerade sagen. Die seltene Situation, dass wir beide uns zu 100% einig sind, nutze ich jetzt mal, um wieder den Julian ins Gespräch zu bringen. Julian, würdest du uns zustimmen? Nachdem wir 20 Minuten erzählt haben, kannst du ja oder nein sagen? Ich stimme euch insofern nicht zu auf mich persönlich bezogen, weil bei mir ist das nicht so. Okay. Ich merke das aber auch im Umfeld. Also von mir rede ich auch Leute. Nicht. Ne? Ganz kurz, wir reden auch nicht von uns beiden, weil ich bin auch jedes Mal da, wenn ich kann. Ja, Alter, wir machen jeden Sonntagabend um 21 Uhr einen Podcast. Wenn ich keinen Bock mehr hätte, würde ich das schon lange nicht mehr aber machen. Aber du merkst also es halt ganz an den vielleicht nicht ganz so angezündet. Mach es doch einfach. Nimm doch einfach die Zuschauerzahlen. Genau. Und jetzt klammern wir mal Corona aus, denn ja, natürlich ist Corona ein Teil, der dazu beiträgt. Ja, und jetzt klammern wir den Julian wieder ein. Ja, jetzt machen wir es doch. Mensch, ich hol mir ein Bier. Ich will eure Dynamik da gar nicht unterbrechen. Ah, die ist doch super. Ist alles gut. Mach alles. Ja. Nein, also wie gesagt, ich merke das im Umfeld auch, dass es vielfach zu so einer
so ein Resignationsverhalten kommt, dass viele sich nicht mehr so wirklich dafür interessieren, wie genau wie ihr sagt, dass sie sich gar nicht mehr aufregen und die Erwartungshaltung runtergeht. Und klar ist das auch verständlich, wenn man die Gesamtsituation seit 2, 2,5 Jahren sieht, Corona aus oder eingeklammert. Natürlich muss man das auch irgendwo mit berücksichtigen, aber auch ohne Corona haben wir jetzt einfach eine Talfahrt gemacht. Und wenn wir 2 Jahre lang in der dritten Liga gegen den Abstieg spielen, dann muss man sich nicht wundern, wenn immer weniger Zuschauer kommen. Und das Entscheidende ist ja auch, Stefan, du hast gerade gesagt, man wird immer angefüttert mit einem Sieg. Ja, früher hat man, wenn man eine Negativserie hatte, nach einem Sieg, war das so eine Art Brustlöser, so ein Dosenöffner, dass man gesagt hat, okay, jetzt geht es wieder aufwärts. Das ist bei uns ja gar nicht mehr der Fall. Das war letzte Saison nicht der Fall, als wir in München gewonnen haben, als wir in Unterhaching gewonnen haben. Ja. Danach hat die Mannschaft trotzdem nicht wieder in die Spur gefunden. Prost. Jetzt diese Saison, das Spiel gegen Viktoria Berlin, was ein gutes Spiel war, was dafür hätte sorgen können, dass man nachhaltig wieder in die Erfolgsspur kommt, hat auch nichts gebracht, weil es war der einzige Sieg in diesen 2 Monaten. Danach kam nur noch ein Punkt gegen Ferl. Und ja, du hattest, also und ist, du hattest die Möglichkeit, weil du hattest die Möglichkeit, du gewinnst 1-0 zu Hause gegen Viktoria Berlin, du hast gerade angesprochen, und dann hast du ein relativ gutes Auswärtsspiel in 60, genau, die zu der Zeit auch ganz schlecht beisammen waren. Hättest du das wiederum aber das ist immer hätte, wenn und aber, Konjunktiv. Ja, aber ich meine, es war das Spiel in 60, wo ich zu dir im Podcast gesagt habe, wenn wir so jedes Spiel beschreiten, gewinnen wir jetzt fast jedes Spiel. Genau. Und wir haben es aber nicht gemacht. Wir haben es wieder nicht gemacht. Aber und ja, auch nur offensiv, Micha, oder? Weil gerade 60 war doch das Spiel, wo Gembalis 2 Elfmeter verschuldet hat, Julian, vogelwild waren. Ja, Julian, aber das war kein Defensivverhalten, sondern es waren 2 dumme Fehler. So, wenn... Auch, ja. Ne, also wir verlieren das Spiel, weil Gembalis das Spiel verliert. So. Ja, und weil er aber auch da als rechter Verteidiger eingesetzt worden ist, wo man dann wieder den Bogen zu Hagen Schmidt schlagen kann und sich fragen kann, auch gesagt, warum stelle ich einen Vincent Gembalis als rechten Verteidiger auf? Er wird sich was bei gedacht haben, Geschwindigkeit und so hat weiter. Hat aber nicht gepasst. Aber hat einfach nicht funktioniert. Und hat er sich auch eingestanden. Ja. Jetzt haben wir noch, bevor wir jetzt gleich zum Quiz kommen, eine Kontroverse noch. Und aus aktuellem Anlass müssen wir das einfach nochmal fragen. Ah. Warst du am Spieltag gegen Osnabrück im Stadion? Ach so, ich dachte, du willst auf was anderes hinaus. Nee, im ersten Moment. Denn, sorry, Hintergrund ist auch der, wir wollen uns natürlich nochmal auf der einen Seite auch bedanken bei allen Usern und Zuschauern da draußen, denn jeder, der einfach mal bei YouTube reinschaut, der wird schnell feststellen, das war bislang unsere Rekordsendung. Also weit mehr als 3000 Zuschauer haben uns dort innerhalb von einer Woche verfolgt, um diese Kontroverse natürlich ein bisschen zu beleuchten. Und wir haben natürlich dieses Thema, ich meine, da sind wir alle als Fußballfans jetzt nicht happy drüber, dass wir sagen, wir haben einen Spielabbruch dann gerade noch in Duisburg gegen den VfL Osnabrück zu verzeichnen. Am Ende des Tages kommen jetzt immer wieder mehr Details irgendwie zum Vorschein. Möchte ich aber gar nicht zu sehr darauf eingehen, was da jetzt gerade Stand der Dinge ist. Ich wollte einfach nur fragen, warst du am Tag im Stadion? Und wenn ja, wie hast du das als Stadionbeteiligter hast du gerufen? Nein. Wie hast du das so wahrgenommen? So rundherum. Ich war wie immer im Block 10, also ein bisschen weg von dem Block, in dem es passiert ist. Ich habe logischerweise dann nichts gehört. Ich habe halt nur gesehen, dass da an der Seitenlinie gestikuliert wurde. Ich habe im ersten Moment gedacht, es wären Bierbecher oder sowas geflogen. Als dann die Mannschaften in die Kabine gegangen sind, okay, dann war klar, es muss was in die rassistische Ecke gewesen sein. Das hat man ja dann schon häufiger gesehen, dass die Mannschaften dann in die Kabine gehen. Ja. Und dann war halt Warten angesagt. Ne? Wir wurden ja lange im Unklaren gelassen. Dann kamen halt erst die Osnabrücker, die ihre Bank leer geräumt haben, wo dann klar war, das Spiel wird nicht weitergehen. Gab aber noch keine offizielle Durchsage zu dem Thema. Ja, war halt irgendwie surreal. Hm. Okay, lass uns das nicht weiter vertiefen. Nein, wollen wir nicht weiter vertiefen. Bevor wir zum Quiz kommen, mit der Bitte um eine wirklich ganz, ganz kurze schnelle Antwort. Es geht nicht um fußballerische Leistung. Thomas Müller, Antipathie oder Sympathie? Sympathie, wenn er für Deutschland spielt, Antipathie, wenn er für Bayern spielt. So, wir kommen zum Quiz. Ja, wir lassen das unkommentiert. Die Meinung, es ist ein Running Gag zwischen Stefan und mir. Wir wollen das gar nicht weiter auflösen. Pass auf, 90er Jahre, 3 Kategorien, 3 Schwierigkeitsgrade, 2000er, 3 Schwierigkeitsgrade und 2010er. Wir fangen unten an, in den 90ern. Welche Kategorie?
Nein, nein. Ich kann aber, ich kann in jeder Kategorie, also ich kann jetzt auch in jeder Kategorie die schwerste oder die einfachste nehmen, oder? Nein, du darfst immer nur eine Stufe kannst du nehmen. Ja, okay. Die dann leichte hättest du gerne wo? Wir fangen mal leicht an, wir machen es mal so. Wo hättest du gerne die leichte? 2000er. 2000er die leichte. Wer schoss den MSV 2005 bei Eintracht Frankfurt vorzeitig in die erste Liga? Das ist ein Handwurf. Ja, du sagst das so. Es gibt Leute, die kurz vor dir da waren, die haben das nicht gesagt. So. Nein. Wo hättest du gerne also die Mittelschwere? Also 100 Punkte. Halt 100 Punkte für dich. Die Mittelschwere, Julian? 90er. 90er. Die Feiglinge. Irgendwie. Haben wir die schon gehört? Ja, er nimmt genau die gleichen Fragen, die wir gerade hatten. Okay. Aber ist nicht schlimm. Wer stand im DFB-Pokalfinale 98 im Duisburger Tor? Thomas Gill. 300 Punkte 300 insgesamt Punkte. Für und dich. Und jetzt bauen wir den Spannungsbogen trotzdem noch auf. Nachdem alle ähnlich geantwortet haben oder auch ähnlich gepunktet haben in dem Fall. Übrigens, wir sagen jetzt, Julian, der Erstplatzierte hat aktuell 600 Punkte, der Zweitplatzierte also 500 Punkte. Und jetzt kommst du mit 300 aktuell und hast nur eine Frage. Du hast aber die 300 noch offen und ich sag dir mal eins, die 300er Frage in den 2010er Jahren, die haben bisher alle drei gestellt bekommen. Okay. Die finde ich aber jetzt irgendwie dann doch wieder geil. So, wenn du diese Frage jetzt zu 100% richtig beantwortest, bist du der Gewinner, denn derjenige, der sie auch richtig beantwortet hat, hat so eine B-Lösung gewählt. Genau. Nach dem Aufstieg in die zweite Bundesliga 2017 trat unser King mit einer besonderen Brille vor die Kamera. Was stand drauf? Wie lange darf ich überlegen? Ja, hast du so, schon. Ich sag mal so 20 Sekunden. Ja, hast schon ein bisschen. Aber beide Hände bitte im Bild lassen, damit wir wissen, dass du nicht googelst. Ich weiß, dass er diese Brille aufhatte. Soll ich dir was sagen? Ich wüsste es nicht. Ich wusste es. Ich habe alle, also alle Fragen. Ich habe sogar eher die, wo der Christoph die B-Lösung genannt hat, habe ich das. Also eher zur Erklärung an alle Zuschauer, ich habe diese Quizfragen erstellt und ich habe nur Fragen gewählt, die ich selber wusste. Also in allen, alle Fragen in allen Kategorien habe ich gewusst. Das heißt, nimm dich ein bisschen in Schutz, Julian. Ich wusste es. Ich habe mir ja auch schwer getan, ehrlich. Es ist ja auch keine Fußballerfrage, ne? Es ist ja keine sportliche Frage. Nee, aber sie ist ganz interessant, finde ich. Und ich bin sehr traurig, dass wir eine Frage noch nicht gehört haben. Die werden wir vielleicht gleich dem Peter noch stellen. Ich wollte gerade sagen, die anderen wir fragen nehmen wir gleich mal Peter zum Peter. Gleich auch. Die genau. anderen fragen nehmen wir gleich mal mit zum Peter. So, Julian, jetzt die Antwort. Ich komme leider nicht drauf. Ich weiß, dass er so eine Brille aufhatte, aber ich komme leider nicht drauf, was er gesagt hat. Auf dem einen Glas stand das Auge. Und auf dem anderen Glas stand Fickt mit. Ganz genau. Stimmt, schade, ja. Du bist hier mit der Drittplatzierte. Ein guter dritter Platz. Bronze! Julian, es haben nur drei mitgemacht. Aber Bronze! Wir schicken dir die bekannte Ananas nach Hause. Ich bin ja sonst auch der Quizmaster, aber es kann ja nichts anderes bei rumkommen. So, ne? So, genau. Und dazu möchte ich jetzt nochmal einen kleinen Schwenk richten, denn Micha und ich, wir müssen jetzt gleich weiter zum Peter, du hast es gerade schon angerissen. Ich habe gerade schon gesagt, hier gleich. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Ich möchte aber trotzdem nochmal vom Julian jetzt auch hören, was bei ihm in nächster Zeit so ansteht. Ne? Er sagt doch nochmal, also wir haben gerade gehört, Zebraherde, dann mit dem Kneipenquiz, sehr, sehr erfolgreich, auch letztes Jahr dieses Jahr, da durfte ich daran teilnehmen. Gibt es eine Neuauflage? Wie sieht's bei Capelli aus? Wie sieht's mit einem neuen Trikot aus? Wirst du demnächst der Nachfolger von Ingo Wald? Also hau doch mal einfach raus. Ja, der Reihe nach. Also, Ingo Wald, ja. Kneipenquiz sind wir dran. Ist natürlich jetzt im Moment gerade wieder sehr schwierig, weil man nicht weiß, wie sich die Lage entwickelt. Von daher. Kannst du noch mal mitnehmen? Wir sind wieder am Start, wenn du Bock hast. Diesmal kann ich hoffentlich auch. Sehr gerne seid ihr dazu eingeladen, aber wie gesagt, ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, wann da der nächste Termin feststeht, weil da müssen wir jetzt einfach wieder ein bisschen abwarten. Zweite Frage, Capelli-Trikot für die neue Saison ist in Arbeit. Ich persönlich würde sagen, es wird sehr geil. Mehr kann ich dazu wahrscheinlich nicht sagen. Du darfst nicht mehr sagen, ne? Ich darf leider nicht mehr sagen, nein. Okay. Ansonsten, wie es bei Capelli aussieht, ja, in den Internas bin ich soweit auch nicht drin. Also, wie gesagt, ich bin da als Grafiker angestellt, da kriege ich jetzt auch nicht so die
aus der Führungsebene die Sachen mit. Julian, bist du ansatzweise involviert in der Trikotgestaltung? Ansatzweise involviert, ja, ich design's. So. Also ich kann es nicht alleine entscheiden. Ist so, es fertig designt? Bei der Wahl war. Ja. Kannst du noch Änderungswünsche akzeptieren? Nein. Dann sage ich hier an dieser Stelle, ich wünsche mir, du hast, bevor ich diesen Wunsch äußere, sowieso von dir aus schon schattierte Rückennummern gemacht, wie in den 90ern. So. Ich nehme es mit. Nimm's mal mit. Aber sollte es so kommen, sage ich war's. Er kann nichts verstehen. er kann. So eine schöne 90er schattierte, du weißt, was ich meine, oder? 90er. Ich weiß, was du meinst, ja. 90er, guter Übergang, denn der Peter steht in den Stadion. Ja, wir müssen den Peter anrufen. Julian, vielen, vielen Dank dafür. Du bist natürlich auch mit Sicherheit nächstes Jahr mal irgendwann wieder zu hören und zu sehen. Also wenn einer von uns mal nicht kann, bist du immer die erste Anlaufstation bei uns. Ich sage vielen, vielen Dank dafür. Komm gut ins neue Jahr auf jeden Fall rein. Hat eine Menge Spaß gemacht. Wir sehen und hören uns, hatte ich gerade schon gesagt. Abschließend dazu, wenn du jetzt gleich nochmal einen Comment raushaust. Ich bin schon voll, ne? Ja, du musst noch Auto fahren. Ne? Ich wohne hier. Nein, ich hab zwei Bier getrunken. Lass mal die Kirche im Dorf. Raushaust. Dann bitte nochmal kurz auch nochmal ein kleines Statement kurz zu den Damen. Denn ich weiß ja persönlich, denn ich folge dir bei Instagram, ich weiß, dass du sehr, sehr oft auch im Stadion bist, wenn die Damen spielen, verfolgst das Ganze. Zweite Frauen-Bundesliga ist das Stichwort. Und kannst ja nochmal alle Leute gleich lieb grüßen. Wir sagen vielen, vielen Dank dafür, für deine Teilnahme und komm gut rein. Bis zum neuen Jahr. Ciao, ciao. Gehab dich wohl. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, mal wieder hier zu sein. Komm auch gerne nächstes Jahr wieder. Hoffentlich dann in einer besseren sportlichen Ausgangslage. Gerne am Ende der Saison, wenn der Klassenerhalt schon feststeht. Ich denke und hoffe, dass wir das noch schaffen mit Hagen Schmidt. Und ja, zu den Frauen brauche ich nicht viel sagen. Die sind im Moment sehr erfolgreich unterwegs, haben jetzt leider das letzte Spiel vor der Winterpause verloren, stehen aber immer noch auf Platz 2, sind voll auf Aufstiegskurs. Und da bin ich guter Dinge, dass wir nächstes Jahr zumindest wieder eine Duisburger Mannschaft in der ersten Bundesliga haben. Bei der anderen wird es sehr schwer. In dem Sinne sprechen wir gleich mit dem Peter über den SV Meppen, der nämlich auf Rang 1 rangiert in der zweiten Frauen-Bundesliga und auch mit den Herren, glaube ich, auf Platz 3. Also sehr, sehr interessant. Spaß beiseite. Vielen Dank, Julian. Und wir sehen und hören uns jetzt zum Peter. Ja, und jetzt freuen wir uns. Ne? Jetzt ist der Peter, also die Leute sehen es schon, Peter Kötzle zu Gast. Nachdem er auch schon mal in der regulären Ausgabe bei uns war und nachdem, Peter, hol die Dreadlocks raus. Ja, nachdem du auch mit dem Peter, wir haben es gerade schon off-air thematisiert, auch das letzte Mal um die Häuser gezogen bist, wo es natürlich noch erlaubt war, muss man auch fairerweise dazu sagen. Jetzt hier zu Gast und Peter, du hast jetzt gerade off-air nochmal das T-Shirt und da rettest du dich ja jetzt gerade. Von einem gelben zu einem weißen getauscht, plus ein Sakko angezogen, weil du gesehen hast, Mensch, der Micha und der Stefan, die haben jetzt gerade auch hier den feinen Zwist an. Ja, aber der Stefan hat einen Fehler gemacht. Der Stefan wollte, bevor wir dich anrufen, eigentlich sein Kötzle-Trikot anziehen. Ja, das muss ich jetzt nochmal an dieser Stelle holen, Peter. Und zwar, Ehre, wem Ehre gebührt. Und ich meine, ich hatte es auch damals an. Und man kann es kaum noch erkennen. Aber das ist die 9, die Nummer 9. Jawohl. Und hier, was sagt dir der Götzen Baumarkt? Erstmal schönen guten Abend. Hallo, lieber Peter. Hallo, ihr zwei. Freue mich, dass ich ein Teil von eurer Sendung sein darf. Du, wir müssen hier an dieser Stelle direkt schon mal sagen, wir wollten hier eine Reunion feiern. Ja. Es hat terminlich nicht geklappt. Wir wollten dich hier on air überraschenderweise mit Hoppy zusammenbringen. Aber es hat nicht geklappt. Wir haben nicht nur Hoppy gefragt, wir haben wirklich ganz, ganz viele, und das können wir jetzt mal auflösen, für viele, viele Leute auch da draußen. Wir haben viele gefragt und alle wollten nicht, weil es Peter ist. Genau, weil es Peter ist, haben die Leute gesagt, nein, nicht mit dem Peter, der hat damals zu viele Tore für den MSV Duisburg geschossen, da stehen wir unter seinem Licht. Nein, Quatsch, Spaß beiseite, liebe Leute. Peter, damals, wo du bei uns in 1902 zu Gast warst, da hatten wir das Thema schon mal aufgemacht. Wie geil wäre das? Und ich schwöre dir, wirklich jetzt, Hand aufs Herz. Das kriegen wir beim nächsten Mal hin. Beim nächsten Mal werden wir dich connecten mit dem Hoppy, mit Uwe Weidemann, mit Ferry Schmidt, keine Ahnung, mit irgendjemanden. Und dann machen wir mal hier Vierer-Dingen draus. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und
ohne Scheiß jetzt, Micha, das ist mir auch komplett egal. Wir planen ja demnächst nochmal ein 25-jähriges zum DFB-Pokalfinale 98. 2023. Dass wir die ganze Mannschaft von 98 versammeln. Und dann laden wir den Peter zusätzlich ein. Das ist mir doch Wumpe. Das merkt doch gar keiner, dass der nicht dabei war. Im Herzen immer. Meinst du, dass da irgendeiner merkt, dass der 98 nicht dabei war? Der war doch danach wieder da. Ach, der war doch immer, der war doch nie weg. Peter, also Einladung gilt auch von uns. Steht, bist du auch ganz herzlich dazu eingeladen. Kommst auf jeden Fall vorbei, denn wir machen im Gegensatz zu dem einen oder anderen keinen Unterschied daran, dass wir an den Legenden immer noch interessiert sind und die gerne dabei haben wollen. Bin dabei. Perfekt. Peter, bevor wir so in deine Historie so ein bisschen vielleicht einsteigen und mit dir über Gott und die Welt plaudern, habe ich eine Frage an dich, die hier schon durch die ganze Sendung sich zieht. Oh Gott. Ja, es handelt sich um eine Antipathie- oder Sympathie-Entscheidung. Das heißt, es geht nicht um Fußballerisches, es geht darum, ist ein sympathischer Typ oder ein Typ, den man nicht mehr sehen kann oder den man nicht sympathisch findet. Ich bitte dich um eine kurze Antwort. Thomas Müller, Sympathie oder Antipathie? Sympathie. Okay, haben wir das auch geklärt und ich gehe. Ich muss weg. Ist ein Bayer. Ist ein Bayer, hallo? Ach, stimmt, du bist ja, ach Mann, falscher Mensch gefragt. Jetzt könnte man sagen, Michael, jetzt könnte man sagen, du hast ja sogar zwei Eigentore geschossen. Weil? Auf der einen Seite, der Peter liefert dir jetzt gerade schon die Begründung. Es ist ein Bayer und du fragst gerade einen Bayer, Ja, da war ein Fehler, den Peter zu fragen, also, aber ich dachte, der Peter kann mich einschätzen und weiß, welche Antwort ich von ihm erwartet hätte. Ja, ne, gut. So ist es halt in dem Fall nicht und ich möchte jetzt den Peter nochmal nach dem Einstieg fragen, denn auch bei uns damals haben wir ja die Story behandelt. Peter. Ja. Du bist damals von den Grasshoppers Zürich zum MSV Duisburg gewechselt und wir hatten damals in unserem Podcast so eine nette Story. Bitte erzähl doch mal nochmal allen unseren Usern da draußen, wie dein Verhältnis zu Ciriaco Sforza damals war. Das heißt, wir haben damals gehört, du bist in einer täglichen Fahrgemeinschaft zum Training immerhin und ihr habt mehr oder weniger 2 Jahre, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nie ein Wort gewechselt, außer Hallo und Tschüss. Das müssen wir nochmal erwähnen. Das müssen wir hier nochmal mit reinnehmen. Also der Ciriaco Sforza ist mit Sicherheit der Mensch, wo sich das Verhältnis in 2 Jahren, obwohl wir jeden Tag ins Training gefahren sind, hin und zurück, nicht irgendwie wesentlich verändert hat. Ich habe auch in diesen 2 Jahren von ihm eigentlich nicht mehr erfahren als das, was ich eh vorher schon wusste. Also das waren schon kuriose Fahrten. Guten Tag, Chiri, oder guten Morgen, Chiri. Und ja, Chiri, ne, morgen früh holst du mich wieder ab, beziehungsweise morgen früh fahren wir wieder hoch ins Training. Wir wohnten ja gegenüber. Also das war schon kurios. Also das war schon, ich bin ja wirklich jemand, der gerne mit jemandem quatscht und auch gerne Sachen erfährt. Aber das hat dann irgendwie so nach ein paar Wochen habe ich gemerkt, das ergibt ja gar keinen Sinn, ihn was zu fragen, weil er gibt eh keine Antwort. Also es war wirklich vielleicht jetzt nicht ganz so schlimm, wie ich jetzt gerade erzähle, aber also ich war weiß, im Prinzip, noch, um in Fußballersprache zu bleiben, scheiß Schiri. Auf alle Fälle ein bisschen komischer, würde ich sagen. Hätte er mal den Videoassistent dabei gezogen. Ne? Kanntest du die Story? Die kannte ich. Ich weiß gar nicht, ob wir hatten dich ja auch im Wimpertausch zu Gast. Ich weiß nicht, ob wir die Geschichte da schon mal besprochen hatten oder ob ich sie woanders her habe. Also die Geschichte kannte ich tatsächlich. Und auch die Geschichte, dass du unter Ottmar Hitzfeld tatsächlich fast zum BVB gewechselt wärst. Das stimmt. Also als Ottmar nach einem Jahr bei Grasshopper Zürich zum BVB gewechselt ist, waren so seine letzten Worte, Peter, bleib dabei, geh deinen Weg und wir werden uns wiedersehen. Und ich habe da echt wirklich fest damit gerechnet. Und ich hatte aber auch ein gutes Jahr, das war das eigentlich das Dramatische an der ganzen Sache. Ich hatte zur Winterpause schon 12 Tore. War Erster in der Torschützenliste und hat mir dann leider Gottes die Achillessehne gerissen. Und nach 3-4 Monaten habe ich es mal versucht, wieder anzufangen. Viel zu früh. Ich wollte natürlich so schnell wie möglich die Rückrunde wieder starten, um vielleicht doch noch irgendwie Ende des Jahres
zum BVB wechseln zu können und habe sie mir dann nochmal kaputt gemacht, beziehungsweise da wurde dann nochmal was festgestellt und wurde dann nochmal operiert und war dann im Endeffekt, ich glaube, ich war 9 Monate, war ich verletzt. Und dann war natürlich der BVB gestorben für mich. Also das, was jetzt wirklich für deine Karriere wahrscheinlich, die Situation wird für dich wahrscheinlich auch immer noch so sein, dass du dich fragst, was wäre wenn, ne? Was wäre gewesen, was hätte passieren können. Und ich kann aber an dieser Stelle nur sagen, auch wenn das jetzt ein bisschen hart für dich klingt, alle Zuschauer, die uns jetzt zuschauen und auch Stefan und ich, sind deiner Achillessehne sehr dankbar. Denn ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass du bei uns, beim MSV gelandet wärst, wenn du den Schritt zu Ottmar Hitzfeld, zu Borussia Dortmund gegangen wärst. Welches Jahr war es? Ottmar Hitzfeld hat mich geholt, glaube ich, 90. Genau, 90, 91 wurde ich mit ihm noch Schweizer Meister. Und danach ist er zum BVB gewechselt. Und ist dann geblieben bis zum Champions-League-Titel 97 auf jeden Fall, ne? Also vielleicht würden wir dann heute, nein, wir würden ja nicht mit einem Champions-League-Sieger sprechen, denn er wäre ja keine Duisburger Legende geworden. Ja gut, wer hätte damals gedacht bei Grasshopper Zürich, dass ich jemals zum MSV wechseln würde? Naja, du ja selber nicht, es sei denn bis zu dem Moment, wo du mit Ewald Lien gesprochen hast, ne? Genau, deswegen meine Güte, vielleicht wäre der Umweg halt über den BVB gewesen. Ne? Wer weiß es. Ne? Wer weiß. Hätte mich schon nicht durchgesetzt beim BVB. Kein Spaß. Dann wäre ich vielleicht auch. Eins müssen wir mal festhalten, weil ich sehe es jetzt hier gerade, Peter, parallel haben wir deine Statistiken hier offenlegen und wir gucken natürlich immer so ein bisschen mit drauf. Erstmal natürlich das Wichtigste, was wir jetzt hier mehr oder weniger schon fast unterschlagen haben, denn du hattest ja im November Geburtstag. Erstmal viele Glückwünsche dazu nochmal. Wir gratulieren natürlich nochmal vom gesamten Pottbolzer-Team nochmal zum Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Wir sagen jetzt, danke, auch nicht, wie alt du geworden bist, denn du bist ja eher jung geworden. Denn, sein Alter spielt gleich bei einer weiteren Frage für die Legendenelf eine Rolle. Darauf wollte ich hinaus, nämlich genau, Peter, wir haben nämlich gleich auch mit dir Folgendes vor. Wir sprechen jetzt gleich nochmal für alle Zuschauer, die noch da dran sind, jetzt gleich nochmal ein bisschen über unsere Legendenelf, die wir auch am 2. Januar vorstellen. Wir sprechen ein bisschen über das Quiz, denn wir haben jetzt gerade 3 Kandidaten gehabt, die noch etliche Fragen offen gelassen haben. Mal gucken, ob der Peter die ein oder andere gleich noch erwischt. Ich möchte aber noch mal einen Schritt vorher zurückgehen und sagen, der Peter ist damals von den Grasshoppers Zürich zum MSV Duisburg gewechselt, hatte dort, glaube ich, 2 ganz tolle Jahre in Form von, dass er natürlich vielen, vielen jugendlichen Kindern etliche Glücksmomente beschert hat. Wir haben es gerade gesehen mit meinem Trikot, mit der Nummer 9. Das war für mich damals gar kein Thema. Du meinst Peter jetzt beim MSV? Beim MSV, natürlich. Sprechen wir gerade über den SV Strahlen? Weil du gerade über Zürich gesprochen hast. Deswegen wusste ich nicht, ob du Zürich gesagt hast. Nein, natürlich über den MSV. Wir haben gerade mein Trikot mit der Nummer 9 gesehen. Damals mit Götzen noch vorne drauf. Das war für mich kein Thema, dass der Peter dort damals das Aushängeschild war. Natürlich ein bisschen kontrovers auch mit seiner Frisur, mit seiner Spielart, mit seiner Technik, möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber jemand, der dort natürlich für Furore gesorgt hat, Auf der anderen Seite waren, glaube ich, mehr oder weniger alle dann irgendwie ein bisschen konsterniert, dass man festgestellt hat, nach 2 Jahren war das Thema auch im ersten Moment schon mal gegessen. Und dann, Peter, über Stationen wie den VfB Bochum, was mittlerweile auch mehr oder weniger zu deiner Heimat geworden ist, über Union Berlin, bist du dann nachher auch nochmal zurückgekehrt und wir haben es ja damals schon mal ein bisschen thematisiert, aber noch gar nicht so, wo man sagen könnte, so vollends, denn da könnte man mal so ein bisschen einsteigen und sagen, wie kam es eigentlich dazu, dass du nach den ganzen Stationen dann im Endeffekt dann nochmal beim MSV gelandet bist und man muss ja dann auch feststellen oder festhalten, man konnte dann nachher auch gar nicht mehr so an die Erfolge anknüpfen. War es dann eher so, dass du sagen würdest, boah, das war auch insgesamt beim Verein des MSV irgendwie gefühlt eine andere Zeit. Also wir sprechen ja über die Epoche von 2000, um die 2000 herum bis so 2001, 2002, wo es eigentlich schon bergab im Verein auch ging. Das waren jetzt relativ viele Fragen. Ja. Aber du bist ja jemand, der es immer konkret beantworten kann, von daher. Peter, sag einfach ja. Ja, also, ich habe ja nach Union Berlin eine Diagnose bekommen, dass ich
mein Sprunggelenk, also dass mein Sprunggelenk Arthrose hat, und wenn ich weiter Fußball spiele, werde ich irgendwann einmal eine Versteifung kriegen am Sprunggelenk. Also ist ja grundsätzlich nicht so schlecht, aber unten am Sprunggelenk. Und deswegen habe ich eigentlich aufgehört bei Union Berlin, habe gesagt, das ist es mir nicht wert. Habe ein Jahr lang auch eine Spritzenkur dann machen lassen in Bochum beim Arzt und habe dann gemerkt, dass mir der Fußball doch mehr fehlt, als ich eigentlich gedacht habe. Und habe dann versucht, irgendwie noch bei Bochum und bei Duisburg nachzufragen, ob sie noch Verwendung hätten. Ich wäre eigentlich topfit, was auch die Tests gezeigt haben. Und der MSV Duisburg war der Verein, der VfL Bochum hat sie mir nicht gegeben, die Chance, da wieder einzusteigen. Und MSV Duisburg, Wolfgang Frank, hat mir die Möglichkeit gegeben, da wieder einen Vertrag zu unterschreiben. Ich war dann Amateur und habe es dann aber relativ schnell geschafft, auch bei den Profis zu zeigen, ich bin eigentlich noch da. Nur leider Gottes, muss man sagen, habe ich dann so viele Verletzungen gehabt mit Muskelfaserrissen, dass ich da auch nicht mehr zurückgekommen bin. Und das war eigentlich das Thema, warum ich dem MSV Duisburg natürlich sehr dankbar bin, dass sie mir die Möglichkeit nochmal gegeben haben, zurückzukehren. Dann war die zweite Sache, so zum Schluss, war der Unterschied zwischen dem MSV damals und als ich gekommen bin. Natürlich war es ja so, dass dann hat Seppo Eichmann das ganze Jahr übernommen, aber wir waren ein solider Zweitliga-Verein. Und ich glaube nicht, dass damals einer gedacht hat, wir müssen wieder aufsteigen, aber wir waren ein solider Zweitliga-Verein, haben einen guten Kader gehabt und haben, glaube ich, auch relativ wenig Probleme in der zweiten Liga gehabt. Und deswegen, der Unterschied war klar, wir waren kein Erstligaverein mehr, aber die Strukturen außenrum, das Trainingsgelände hat sich natürlich auch verändert, die Kabinen haben sich verändert. Da wurde dann schon relativ viel gemacht, weil wir haben uns ja damals noch in einem Raum umgezogen, wo ich am Anfang gedacht habe, als ich von Zürich gekommen bin, ist eigentlich der Ballraum. Da haben wir uns umgezogen. Ja, und von dem her gesehen, die alten Kabinen, genau. Von dem her gesehen hat sich natürlich beim MSV schon außenrum viel verändert, aber ja. Wie gesagt, Zweitliga. Wichtigste Frage: Hat sich denn das bewahrheitet, was dir in Aussicht gestellt wurde? Und zwar mit den Verletzungen, dass du irgendwann mal im Alter gewisse Probleme bekommst? Oder nachdem du gesagt bekommen hast, zu Zeiten von Union Berlin, hör lieber auf mit dem Fußballspielen, und wir haben es ja gerade gehört, du hast weitergespielt. Gibt es denn jetzt im fortlaufenden Alter Probleme gesundheitlicher Natur, oder sagst du, ey, ganz ehrlich, alles tutti? Nee, ich habe natürlich, klar, wenn ich morgens aus dem Bett steige und die Treppen runterlaufen muss, muss ich mich schon irgendwo erstmal festhalten. Ne? Das haben wir doch alle. Dann denkst du an die Westender Straße. Jeden Morgen. Also das hatte ich früher jedes Wochenende, wenn ich morgens nach Hause gekommen bin, nachdem wir Bundesligaspiel gewonnen haben, habe ich ja auch gefeiert. Nein, ich habe das große Glück, dass ich, klar, ich habe Wehwehchen, mir tut mein Körper natürlich weh. Ich merke schon, dass ich mein Leben lang Leistungssport betrieben habe, aber ich habe Gott sei Dank nicht die Probleme, die viele andere Spieler haben, die vielleicht dann künstliches Gelenk brauchen, Hüftgelenk, Kniegelenk, und die halt wirklich, wo du den ansiehst, dass sie Schmerzen haben. Ich kann jeden Morgen noch joggen gehen, was ich auch mache, und kann ein bisschen sporteln. Von dem her gesehen bin ich relativ glimpflich davon gekommen. Machst du wirklich jeden Morgen? Meine Tochter ist ja eingeschult worden. Und ich habe gesagt, ich werde das erste Jahr definitiv mit meiner Tochter zur Schule hochgehen. Und die fährt mit dem Roller. Das heißt, die hat mittlerweile, ist ja nicht doof, hat erkannt, Mensch, der Papa könnte mich ja auch anschieben. Das heißt, wenn wir aus dem Haus rausgehen, schiebe ich die Kleine hoch. Es ist ein Weg von 15 Minuten. Schiebe ich die hoch zur Schule, mache meinen Weg, laufe noch eine kleine Runde, ein bisschen länger, und komme nach 25, 30 Minuten wieder nach Hause. Und das mache ich jetzt, ich bin vorher schon immer mal gelaufen, aber so mache ich es halt jetzt fast jeden Tag. Du lebst inzwischen in Hattingen. Ist quasi der Sprung von Bochum nach Hattingen im Prinzip auch
so der Sprung, den du in deinem Leben gemacht hast? So, kann man das so unterstreichen? Ja, natürlich hat sich mit dem Umzug mein Leben total verändert. Ich, als meine Frau schwanger wurde, war klar, dass wir die Stadtwohnung, die wir hatten in Bochum, mit Kindern nicht aufrechterhalten können. Und dann haben wir geguckt und ich wollte, dass meine Kinder einen Garten haben. Und es ist natürlich schon so, wenn ich beim BVB gelandet wäre damals, hätte ich mir vielleicht auch ein Haus in Bochum leisten können. Und so musste man halt dann... In Stiepel. Rot-Weiß. Rot-Weiß. Wobei da in Stiepel möchte ich gar nicht leben. Aber meine Wohnung war ja damals am Stadtpark und da habe ich mal ein bisschen geschaut, ob da noch was geht. Und es war finanziell nicht drin und deswegen hat man dann halt ein bisschen geschaut und ich habe ein super tolles Haus gefunden, einen schönen Garten. Der Fußballplatz ist um die Ecke, das Schwimmbad ist um die Ecke. Besser können die Kinder nicht aufwachsen und mal schauen. Also ich habe schon im Kopf, dass ich irgendwann einmal mal wieder nach Bochum zurückwechseln würde, am liebsten umziehen. Versuchen noch mal ein bisschen den Blick auch trotzdem aufs Sportliche zu richten. Und jetzt habe ich mir einfach mal deine zweite Station beim MSV Duisburg noch mal vor Augen geführt, beziehungsweise auch aufgerufen. Ich lese jetzt einfach mal, und das glaube ich auch ganz interessant für unsere Zuschauer. Mit wem hat der Peter alles in seiner zweiten Station noch mal zusammengespielt? Sagt das Jahr noch mal dazu? Ja, ich habe jetzt hier mal aufgerufen, die Saison 2000, 2001, Peter. Also die erste Zweitligasaison nach dem Abstieg. Ganz genau. Und zwar, wir können danach, nachdem ich die Namen hier einfach mal aufgerufen habe, können wir die ein oder andere Personalie vielleicht auch mal besprechen, wo du sagst, ey, das war ein geiler Kicker oder mit dem habe ich noch nie was an der Mütze gehabt oder mit dem stehe ich sogar jetzt noch in Kontakt. Keine Ahnung, einfach mal ins Blaue geschossen. Ich lese jetzt einfach mal vor, ja? Und zwar haben wir da Ginter Rastauce im Tor, Thomas Bobel, Carsten Krämer, Andreas Kontra, dann in der Verteidigung Thorsten Wohlert, Mirko Stark, Darlington Omo Dujakbe, Marian Kovacevic, Pavel Drissig, Marco Gruschka, dann Peter Schürber, Hendrik Liebers, Jörg Neun, halte ich fest, Hans Sapai, Thomas Hörsen, Ralf Keidel, Carsten Erle-Wolters, Thomas Warner, Rainer Torres, Sören Seidel, der übrigens die Nummer 9 trug in der Saison, Horst Steffen, Ilja Gruev, Michael Zeyer, Markus Wedau, Peter Kötzle, Jean Kassongo, Banza, Marius Ebbers, Goran Milovanovic, Gustav Policella, Serjan Güvenicek und so weiter und so fort. Also, so viele waren da. Ja, so viele waren da und man kann schon festhalten, Micha, so ein Mix aus Altehrwürdigen, finde ich jetzt gerade, Warner, Zeyer, die auch so die Wohlert, der 90er, die Horst Steffen, die wahrscheinlich aber gerade über ihren Zenit waren. Bis auf Peter. Bis auf Peter natürlich, der nachher noch zu Stiepel gewechselt ist. Und dann irgendwie so ein paar unverbrauchte, aber jetzt auch nicht, wo man sagen würde, aus Fansicht, boah, der Breakout-Star des Jahres. Was mich interessieren würde, 2000 ja? kam Serjan Güvenicek zum MSV und du auch. Ne? Also ihr kam zeitgleich. Ja. Und er galt so als der aufgehende Stern. So, hast du, als du hast gesagt, du warst eigentlich Amateur und hast dann aber wieder erste Mannschaft quasi direkt gespielt. Wie würdest du sagen, war so dein Blick auf die mögliche Stammelf in dieser Mannschaft? Zumal Serjan auch noch einen bayerischen Hintergrund hat. Das spielt, weiß ich nicht, ob vielleicht das eine Rolle spielt. Vielleicht hat der Peter da irgendwie sogar eine besondere Beziehung. Der sagt immer, der kommt auch aus dem bayerischen Raum, den habe ich besonders. Der ist wahrscheinlich sein Sohn. Ja, sein Sohn, mit Sicherheit. Also grundsätzlich würd ich sagen, wenn ich jetzt nicht so häufig verletzt gewesen wäre und natürlich dadurch auch relativ weit weg war von der Mannschaft, würde ich sagen, hätte ich ein Spieler werden können, der die Jungs auch hätte führen können. Ne? Ich war ja auch in einem gewissen Alter und Sergi habe ich so ein bisschen unter meine Fittiche genommen, weil der Sergi ist ein Verrückter. Sergi hat ein Riesenpotenzial, ein Riesentalent, hat aber einen riesengroßen, rostigen Nagel im Kopf.
ein herzensguter, lieber Mensch. Ich habe viele, viele geile Abende mit ihm verlebt, aber er hätte mit Sicherheit wesentlich mehr machen können. Aber wie gesagt, durch das, dass ich so häufig verletzt war, war ich auch ein bisschen weit weg von der Mannschaft, muss man ehrlich sagen. Aber es waren einige alte Haudegen dabei und einige junge, hungrige Jungs. Und von dem her gesehen, von der Mischung her, hätte das schon passen können. Gehörst du auch zu denjenigen, die sagen würden, Thorsten Wohlert, einer der ekligsten Gegenspieler? Absolut, absolut. Also, dass Thorsten, wenn Thorsten Wohlert damals nicht beim MSV gespielt hätte, dann wäre er meiner Meinung nach definitiv Nationalspieler geworden. Er war irgendwann einmal in so einem Sichtungslehrgang, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ein wirklich ekelhafter Gegenspieler. Also da wurde doch auch nur verpflichtet, weil er so ein ekelhafter Gegenspieler war, ne? Ich weiß nicht, ob das der Ferry erzählt hat. Irgendwer hat erzählt, man hat gegen Thorsten Wohlert gespielt und nach dem Spiel hat man ihn verpflichtet, weil er so ein Assi war. Also im positiven Sinne. Verrückt. Ja, genau. Nee, toller Typ auch. Ich habe nachher noch ein paar Jahre mit ihm zu tun gehabt, weil er bei der Fußballschule dabei war von Thomas Allofs oder Deutsche Fußballschule, weiß ich nicht mehr. Auch ein lustiger Kerl, aber wie gesagt, auf dem Platz eine Drecksau. Ja, du möchtest jetzt gerne auf den Trainer ansprechen. Ja, aber jetzt könnte ich auch in der Thematik wieder das Fass aufmachen. Mann! Umso beschissener, dass so jemand wie der Thorsten Wohlert überhaupt beim MSV Duisburg keine Rolle mehr spielt. Machen wir aber an dieser Stelle mal machen wir nicht. Wir haben es gerade auch schon im Podcast gehört, hier bei uns heute. Wir versuchen, und das wäre natürlich eine der Überlegenden überhaupt, den Thorsten hier mal in die Sendung mit reinzubekommen. Das wäre natürlich, also größer geht's ja fast gar nicht, ne? Haben wir gerade auch besprochen. Peter, wir haben es ja aber gerade offen. Wolfgang Frank, das haben wir auch damals schon mal mit dir besprochen. Ja, das ist natürlich so eine Personalie, wo man sagen würde, boah, der modernisiert den Fußball, der revolutioniert vielleicht so eine gewisse Spieltaktik oder Spielphilosophie. Auf der anderen Seite war er einfach nicht von Erfolg gekrönt beim MSV Duisburg. Hat vielleicht aber auch ein bisschen mit der generellen Situation im Verein zu tun, mit dem Kader, wir haben es gerade angesprochen. Würdest du trotzdem sagen, dass er in dem Moment einfach nur auf verlorenem Posten stand? Also ich glaube, dass die Philosophie, die Wolfgang Frank hatte, leider Gottes ist er ja viel zu früh, viel zu jung gestorben, dass wir das nicht umsetzen konnten. Ich glaube, dass er beim MSV Duisburg nicht der richtige Trainer war. Wie gesagt, die Erfolge, die er ja hatte bei Mainz, also für mich ist es ja immer noch, wenn ich Geschichten höre über Wolfgang Frank oder wenn ich Sachen höre vom Kloppo, ja, der sagt, er ist eigentlich mein Mentor, dann ist es unfassbar, dass wir unter seiner Leitung so eine Scheiße gespielt haben. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Philosophie, die er bei uns reinbringen wollte, dass wir die nicht kapiert haben und nicht verstanden haben. Und aber trotz allem, ich habe den ja nur ein paar Monate gehabt, trotz allem muss es ein überragender Trainer sein, weil egal wo du hingehst und was du liest und manchmal auch seine Jungs bei Facebook. Ist ja schon spät. Du bist ja schon seit 2,5 Stunden auf Sendung. beim nächsten Mal werde ich definitiv wieder Bier trinken. Ich habe mir jetzt gerade einen Tee gemacht und der wirft mich komplett aus der Bahn. Ich kann das verstehen. Ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Ich mach diesen Scheiß nie wieder. Aber wie gesagt, egal was man liest über Wolfgang Frank, er wird in den höchsten Tönen gelobt und nicht deswegen, weil man nichts Schlechtes über Menschen sagt, die nicht mehr unter uns sind, sondern er muss ein Wahnsinnstaktiker, ein Wahnsinnstrainer gewesen sein. Ja, also, wie gesagt, also nicht wenige Leute sagen ja, dass Jürgen Klopp der beste Trainer der Welt sei.
Und er sagt, er hat das alles durch ihn, ne? Genau. Ja, trotzdem haben wir gerade auch noch ein paar andere Namen gehört aus dieser Epoche, aus dieser Zeit, damals beim MSV. Gibt es denn jemanden? Und jeder, der uns verfolgt, der wird ja feststellen, du hast über ja, Dritte beziehungsweise auch auf direktem Wege immer mal wieder noch Kontakt zum Hobby, zumindest in den letzten Jahren gehabt. Der hat uns wiederum für heute Abend leider absagen müssen, denn er verweilt im Urlaub. Auf Norderney, muss ich jetzt dazu sagen. Also alle Stalker, die jetzt da draußen sind, ihr habt gefundenes Fressen, Paparazzis, alle mal nach... Da geht der übrigens, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber da geht der immer hin. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Um diese Zeit. Norderney hast du gesagt. Norderney, richtig, genau. Geht nach Norderney. Genau. Dort sitzt er wahrscheinlich in der Weinstube, denn der Hoppi lässt es sich gut gehen zu tristeren Zeiten hier beim MSV. Gibt es denn allerdings jemanden aus deiner Zeit, wo du sagen würdest, außerhalb des Hoppis, beziehungsweise jetzt gerade bei den ganzen Namen, die ich jetzt gerade genannt hatte, mich hat es gerade weggemacht. Ja, ich habe gerade die 93, 94 aufgemacht. Genau, weil mich würde aber interessieren, aus der 2000er Zeit, gibt es da jemanden, wo du sagst, boah, zu dem habe ich irgendwie damals eine spezielle Beziehung gepflegt, beziehungsweise vielleicht sogar jetzt noch, oder aber, wenn es nicht der Fall sein sollte, den fand ich richtig cool, den fand ich einen richtig geilen Kicker. Also ich bin ein Typ, ich bin ein Mensch, ich pflege solche Sachen ganz, 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 ganz schlecht. Also meine Frau, die beschimpft mich immer, weil ich würde jetzt nicht sagen Freundschaften, aber Bekanntschaften überhaupt nicht pflege und mich auch überhaupt nicht melde. Oder wie sagt ihr auch mal, Mensch, mach du doch mal den ersten Schritt oder mach du mal was. Also ich bin da wirklich relativ schlecht. Aber dem Kalle Keidel, der hat mich irgendwann einmal... Ralf Keidel. Ich glaube, der Kalle hat mich irgendwann vor 2 Jahren hat der mich mal angerufen. Und ich würde jetzt mal sagen, dass wir jetzt wirklich einmal im Jahr telefonieren. Zu Zeiten der Digitalisierung. Ey, hör mal. Bravo. Internet, WhatsApp, Google-Meeting. Ich mach's wie Kai Dittmann, da stehe ich auf. Und zieh deinen Hut und klatsche. Wahnsinn. Einmal im Jahr telefonieren wir. Wahnsinn, ne? Ja, aber Peter, also dann haben wir ja ein besseres Verhältnis als Ralf Keidel. Also ich hab dich definitiv in den letzten 20 Jahren öfters gesehen als den Keidel. Und mehr Bier getrunken mit mir, aber das lassen wir. Definitiv. Du hast wahrscheinlich sogar öfter per Zoom-Meeting mit Michael gezoomt als mit deiner Frau in den letzten 20 Jahren. Also mit meiner Frau gezoomt. Ja. Ja, weil wenn er mit seiner Frau zoomen müsste, dann wäre er schon echt ein bisschen... Ja, Wahnsinn. Aber ich versuch's mal. Vielleicht bringt uns das ja was. Ja. Zoom mal. Ja, wer weiß. Kannst du mal ganz nah ranzoomen. So, Peter, ich würde ganz gerne mal auf deine erste Zeit vom MSV springen und würde dich fragen, ist Uwe Weidemann, einer der besten Vorbereiter, die du in deiner Karriere hinter dir hattest? Er ist auf alle Fälle einer der besten Stürmer und Sturmpartner, die ich jemals hatte, weil Uwe Weidemann einfach ein grandioser Spieler ist, ein grandioser Vorbereiter und vor allen Dingen hat er ja auch noch ein paar Tore gemacht. Und wir waren einfach wirklich, wir haben uns blind verstanden. Und das war eine grandiose Zeit mit Uwe. Leider halt ein bisschen kurz. Um den Bogen zu spannen, den Kontakt hast du nicht mehr, ne? Nein. Wobei ich muss sagen, dadurch, dass ich bin ja bei der VfL Bochum Fußballschule fest engagiert als Trainer. Und ich habe irgendwann einmal auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt die Kessen-Zwillinge kennengelernt. Kessen. Entschuldigung. Kessler sind Kessler. Doch die beiden Mädels. Ich war bei der Mensch. Bei den Kessler-Zwillingen. Hör mal, die sind hier, die werden kein Herzbuben vom ZDF, Mensch. Die Kessen-Zwillinge, ja. Kessler. Und die Kessler-Zwillinge, genau. Und dann haben wir uns zum Tanzen verabredet. Florian Silbereisen, 2015, Samstagabend. Prost. Und die beiden haben ja wirklich eine Fußballschule, eine erfolgreiche Fußballschule, die, glaube ich, innerhalb von 10 Minuten immer ausgebucht ist. Die machen das ja auch relativ selten. Ich glaube, die machen das in den Ferien mal für 4, 5 Tage und dann
dann ist es auch wieder gut. Und ich habe das so ein bisschen verfolgt und habe dann irgendwann einmal die Jungs angerufen beziehungsweise eine WhatsApp geschickt und habe gesagt, du, ich finde das so toll, wie ihr das macht, weil genau das, finde ich, sollte eine Fußballschule leisten und bieten, weil es ist ja auch so ein bisschen, ne, die Abzocke mit den Kiddies. Da kommen dann irgendwelche komischen Trainer, die dann keinen Bock auf die Scheiße haben. Und ich habe gesagt, wenn ihr irgendwann einmal mal wieder so ein Camp macht über 3-4 Tage, bin ich mit dabei. Und bei diesen Camps ist Uwe Weidemann fester Bestandteil als Trainer. Und deswegen haben wir uns jetzt, ich glaube, ich habe es jetzt zweimal gemacht. Und das ist immer total witzig, wenn wir uns da sehen, weil der Uwe einfach auch ein genialer Typ ist und wir lachen uns da einfach kaputt. Dann leg nochmal, Peter, dann leg nochmal ein Wort ein, dass er mir zumindest einmal im Jahr auf WhatsApp zurückschreibt. Ich bin im April. Ich habe ihm geschrieben. Hast du? Ja. Der schreibt aber auch nicht jedem zurück. Nein, ne? das macht er auch nur einmal im Jahr, habe ich mir sagen lassen. Das macht er nur einmal im Jahr, bei fremden Leuten. Also, pass auf, ich verspreche dir, ich kann dir auch sagen, ich bin im Ostercamp, bin ich wieder da und da werde ich den Uwe mit Sicherheit sehen und dann werde ich sagen, dass du ein ganz netter, lieber Kerl bist und der soll dich unbedingt zurückrufen. Genau, denn wir haben, Micha, Uwe Weidemann, schalalalala. Denn wir haben sie alle dieses Jahr gehabt, ne? Also muss man fairerweise dazu sagen, also wirklich, Markus Osthoff, Peter, ne? Also auch das müsste dir ein Name sein. Absolut. Jetzt ganz vor kurz und knapp noch Nico Klotz. Ich hatte mit dem Mike damals noch zusammen Stefan Meyerhofer, ein ganz anderer Typ aus einer ganz anderen Zeit. Genau. Hilf mir auf die Sprünge. Joachim Hopp hatten wir dieses Jahr ganz am Anfang. Ferry Schmidt hatten wir da. Hatte ich bei gerade. Dir zumindest, Ferry genau. Schmidt war da. Eigentlich hatten wir so alle, die kommen zwar gar nicht drauf. Georg Koch, Serjan hatten wir auch, Serjan Govinicek hatten wir da. Du hattest Andreas Gierchen. Ja. Also Wahnsinn, genau. Was sich da entwickelt hat. Stefan Emmerling hatte ich noch, hier Peter, ne? Stefan Emmerling und so weiter und genau. So fort. Und Erik Meyer, Markus Höhner, Laura Steffi Vittorra, Jones, Steffi Graf, Boris Becker. Wir schweifen ab. Aber nein, wir hatten sie alle, Spaß beiseite, nimmt uns sonst nicht übel. Wir sind ja mittlerweile auch schon seit 3 Stunden am Aufzeichnen. Richtig geile Geschichte, Peter. Und wenn wir jetzt schon mal bei einem Thema sind, was wir jetzt fürs kommende Jahr ein wenig bewerben. Ich mache mal so ein bisschen die Kontroverse jetzt auf, Micha. Denn, Peter, was du nicht weißt, wir haben im Hintergrund vorhin, vor dieser Sendung, oh ja, haben wir unsere Legenden-Elf, also die Stefan, beziehungsweise die Micha und die Stefan-Legenden-Elf, aufgezeichnet. Das wiederum haben wir verlinkt auf unser 16-stündiges Special. Und wir haben dort, wie der Name schon hergibt, unsere Legenden-Elf gekürt. Kommt übrigens und, am 2. Januar kommt's raus. Genau, und da bitte ich dich natürlich auch einfach mal, wenn du Interesse daran hast, zumindest in den 90er-Jahre-Teil einfach mal reinzuhören. Und auf der anderen Seite, wir lösen jetzt mal ein bisschen was auf. Vielleicht können wir ihn einfach fragen, was er so sieht. Genau. Wir können, ohne unsere zu nennen. Genau, wir können dich zum einen fragen, aus deiner Zeit des MSV, gibt es da irgendwie spezielle Spieler? Wahrscheinlich bräuchtest du jetzt keine ganze Top-Elf benennen, aber gibt es auf jeden Fall irgendwie Mannschaftsteile, Spieler oder aber wenn du auch sagst, oh, ich kann ja auch eine ganze Elf runterrasseln, das mache ich jetzt, Punkt 1. Und dann würde ich sagen, bevor wir zu viele Fragen stellen, wieder machen wir erstmal Punkt 1. Okay, also, ich sage euch jetzt ein paar Namen von meiner Elf damals. Also, ja gut, Wer natürlich dabei ist, ist schon mal der Toto Wohlert, Alfred Neyhüs, auch ein Top-Verteidiger, Michael Tarnath, darf man nicht vergessen, ja, der eine Riesenkarriere gemacht ja, hat. Ja, müssen wir aber vergessen Bayern. An dieser Stelle, du weißt auch aus welchem Grund. Ich weiß, der hat den Baschi ganz übel, der hat eigentlich im Endeffekt mit dem Foul das Pokalfinale entschieden. Jetzt müssen wir eine Sache nur dazu sagen, zu Michael Tarnaths Ehrenrettung. Und zwar hatte ich ein Gespräch mit Ferry Schmidt, ich glaube es war Ferry, ich bin mir nicht mehr sicher,
auf jeden Fall sagte der Gast, ich glaube, es war Ferry, sagte, naja, mal ganz ehrlich, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hätte ich das auch gemacht, um den Pokal zu holen. So, wenn Peter im Pokalfinale gestanden hätte und hätte Mehmet Scholl faulen müssen, um den Pokal zu gewinnen, hätte er auch gemacht. Ich hätte gern gesehen, wie Peter den Mario Basler umgenietet hätte. Damit er den Freistoß nicht mehr schießt zum 2-1. Zum Beispiel, generell den Basler. Mal, einfach mal weg. Einfach mal weg. Verstehst du, was ich meine, Peter? Ja, aber warte. Also ich kann mich an das Foul jetzt nicht mehr im Detail erinnern. Ich weiß aber nur, dass der Michael Tannert definitiv versucht hat, ihm das Bein zu brechen. Und dann dieses Foul. Nur, Betonung liegt auf nur. So ein Foul werde ich im Leben niemals machen können. Na, du bist ja auch ein Stürmer. Ja, entspricht aber auch nicht meinem Charakter. Da muss man schon, ich sage jetzt mal, deswegen hat es der Michael Tannert auch bei Bayern München geschafft, weil du schaffst es ja nicht bei Bayern, wenn du so ein kleiner Furzknochen bist, der sich vor allen Dingen die Hosen scheißt. Peter, jetzt muss ich dich einmal unterbrechen. Du sagst, Michael Tannert wollte Baschi das Bein brechen. Und zwei Minuten vorher sagst du, Michael Tannert, Legendenelf beim MSV? Nein, warte. Ich rede jetzt nicht von Legendenelf, sondern ich sagte jetzt die Spieler, die mir damals noch in Erinnerung. Also sportlich. Ich drehe den Peter doch nicht also jedes sportlich. Wort um, Mensch. Also sportlich ein herausragender Spieler, okay. Aber ja. Wie gesagt, wenn du sagst, so ein Foul hätte ich auch gemacht, muss ich sagen, nein, hätte ich nicht machen können, weil ich nicht der Typ dafür bin, aber ist ja wurscht. Er wusste, er muss den besten Mann vom MSV rausnehmen. Und ich glaube, dass dieses Foul auch wirklich, er ging ja nur auf die Knochen. Er hat ja nicht versucht, irgendwie den Ball zu spielen, sondern er hat schon gewusst, wie er ihn packen muss. Und gut, also, ich sage jetzt mal, Legendenelf, wer bei mir definitiv nicht fehlen darf, ist ein Pino Steininger. Oh, ja, scheiße. Also, wenn ich mir... Oder was man ja auch immer vergisst, Michael Struckmann, der Strucki, der damals leider Gottes konditionell nicht mehr so auf der Höhe war, aber ich habe über den auch, der hat ja auch eine gute Vergangenheit. Das ist eigentlich ein Stürmer. Ja. Michael Struckmann, Strucki, als Stürmer Vorstopper gespielt, Nummer 4. Und hat dann den MSV in Saarbrücken 1991, der Knipser Michael Struckmann, zurück in die erste Bundesliga geköpft. Mhm. Ja, und das vergisst man, weil der Strucki halt in dem Jahr, als ich gekommen bin, ja wirklich gar keine Rolle mehr gespielt hat. Na klar, dann kommst du an Uwe Weidemann definitiv nicht vorbei. Und natürlich auch an Ferdi Schmidt nicht, weil... auf der rechten Außenbahn, ich glaube, es gab nicht viele, die Flanken so auf den Punkt gebracht haben wie der Ferry. Und klar, ich könnte jetzt noch ein paar aufzählen, aber wenn du sagst, ja, gut, der Hobby, gut. Hobby muss natürlich rein, Uwe Weidemann muss rein, Legendentruppe, Pino Steininger muss in die Legendentruppe. Alfred Neis, Tutu Wohlert. Jetzt bist du aber bei den 90ern nur, ne? Jetzt bin ich bei den 90ern, weil du, meine Güte, in 2000 hast du natürlich auch, wie heißt denn euer Manager, der Ivo. Grilic, ein herausragender Fußballer. Ne? Also es gibt mit Sicherheit noch ein paar. Also Baschi, Ostorf könnte man nennen, Tahache, Zeyer. Also ohne jetzt darauf hinzuweisen, wen Stefan und ich in unserer ab dem 2. Januar erscheinenden Legenden-Elf, Stefan und ich, zwei Mannschaften. Tönnies! Entschuldigung, Michael Tönnies. Kein Kommentar, piep! So, also ganz kurz, einmal die Frage kannst du ihm nicht stellen. Die Frage, die wir den Gästen vorher gestellt haben, kannst du Peter nicht stellen. Ohne zu viel zu verraten für die Sendung, die in 3 Tagen rauskommt. Es gibt 3 Stürmer in unserer Legendenelf. Einen von den beiden haben wir beide aufgestellt.
Und die anderen beiden hat einmal der Stefan und einmal ich aufgestellt. Mhm. Wir reden von Michael Tönnies, Bashiru Salou und Peter Kötzle. Okay, das freut mich. Du musst das nicht auflösen. Wir wollten es nur mal anteasen für die Folge in 3 Tagen. Und jetzt muss man natürlich mal erwähnen, wenn man über diese 3 Namen spricht, man muss sie auch ein wenig einkategorisieren, finde ich. Denn Michael Tönnies, die längste Laufzeit beim MSV von den 3 genannten. Wir haben Peter, zumindest in seiner ersten Station, in Anführungsstrichen nur Peter, bitte nicht böse, 2 Jahre beim MSV. Leider sind es nicht mehr geworden, aus den besagten Gründen. Und der Baschi dann nachher nochmal zum Schluss mit dem Weggang nach Dortmund hin und der ganzen Geschichte um das DFB-Pokalfinale haben wir gerade gehört. Also auch unterschiedliche Aspekte, die man da so ein bisschen berücksichtigen muss, finde ich zumindest. Absolut. Und deswegen ist es natürlich... Es gibt auch kein richtig und kein falsch. Es gibt kein richtig und kein falsch, das will ich damit sagen. Und deswegen natürlich sehr, sehr interessant zu hören ab dem 2.1. Genau. Hier bei uns auf dem Kanal, Peter, schicken wir dir den Link auch nochmal. Da kannst du hören, wer von uns beiden dich da nur mit reingenommen hat und wer wirklich dich absolut rausgeschmissen hat. Wer wirklich mit sich hadern musste, muss man auch ganz klar sagen, denn bei 2 Stürmerpositionen über 30 Jahre, also da muss man sich einfach mal vor Augen führen, da reden wir ja gefühlt über 150 Stürmer, die dann in der Zeit durchgelaufen sind, ist es ja auch keine Schande, wenn man da Dritter oder Vierter wird bei einer Fanabstimmung. Und ich meine, wir verteilen ja hier heute Abend keine Oscars, aber da wir der einzige MSV-Podcast sind, ist das natürlich die repräsentative Ausführung, oder? Absolut. Und was man nicht vergessen darf, seitdem wir abgestiegen sind in den 80er Jahren, gab es einen Moment, wenn ich mich nicht täusche, korrigiert mich gerne beide, an dem der MSV Duisburg Tabellenführer der ersten Bundesliga war. Das war der 22. Spieltag in der Saison 93-94. Ja. Mit einem 1:0-Sieg gegen den amtierenden deutschen Meister Werder Bremen. Und wer hat die Bude gemacht, richtig, Peter? Ja, ich. Ja, so nämlich. Das ja, heißt, und jetzt frage ich, warum ich? Wer hat mich von euch beiden nicht in die Legenden... Wollen wir jetzt noch nicht verraten. Wir verraten an dieser Stelle aber noch nicht, wer dich nicht hat. Nein, verbrennen wir nicht, sage ich. Verraten wir nicht, aber verbrennen wir meine Nummer vor sich selber. Aber darf ich kurz dazu was sagen? Oder ist, nein. Nein, natürlich nicht, denn wir sind knapp bemessen von der wir Zeit. Wir müssen her. Auch weg jetzt. Nein, Peter, fühl dich frei und rutsch mal ein bisschen nach links. Jo, so? Fühl dich frei, okay. Du darfst alles sagen. Also, wir hatten ja das, Stefan, ich glaube, ich habe das bei dir, ja? Bei dir, glaube ich, mal gesagt. Hast du gesagt. Dass ich bin natürlich, ich fühle mich geehrt, als in der Legendenelf zu sein. Nur für mich ist es total absurd, weil, wie ihr schon gesagt habt, ich habe ein super Jahr gehabt, habe dann im zweiten Jahr natürlich, was heißt natürlich, habe leider Gottes meine Leistung nicht mehr wiederholen können. Vielleicht wäre es im dritten Jahr wieder besser geworden, aber mich gleichzusetzen mit dem Michael Tönnies oder mit dem Bashiru Salou, finde ich definitiv absurd. Ja, muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Zum einen waren Stefan und ich uns auch komplett einig, dass wir uns nicht über Michael Tönnies unterhalten, wenn wir über diese Vergleiche sprechen. Zum anderen vergisst man immer, es sind so die Momente, die man festhält aus der Fan-Vergangenheit. So, bei dir gibt es diese Momente nicht weniger als bei Baschi. Bei Baschi ist es natürlich dieser eine Wahnsinnsmoment, wo er Lothar Matthäus auf 2 Metern 5 Meter abnimmt. Ne? So, das ist dieser eine Wahnsinnsmoment, weswegen es am naheliegendsten ist, einen Baschi Salou irgendwie in die Legendenelf zu wählen. Aber wenn es um die Dauer, um die Zugehörigkeitsdauer zum MSV geht, dann sind es ganz andere. So, es geht gar nicht darum, ob du ein Jahr da bist. Dann muss ich ja Sven Beukert ins Tor wählen. Dann muss Sven Beukert ins Tor. Ja, es geht um die Momente, die du in der verpflanzten Erinnerung dem MSV-Fan schenkst. Nicht du, sondern, ne, du weißt, was ich meine. So, und dann geht es nicht darum, bist du 3 Jahre da, bist du 10 Jahre da. Natürlich wird niemand bei Stefan und bei mir in die Legendenelf gewählt, der einen Monat da war.
keine Frage. Ja. Sonst hätte ich Rocke Junior. Sonst hätte er Rocke Junior in die Legenden gewählt. Kann man auch schon mal sagen. Ne? Aber nochmal, es sind Momente wie das 5-1 in Bremen, Peter. Ja, die einen Ferry Schmidt, einen Peter Kötzle und einen Uwe Weidemann für einen MSV-Fan unsterblich machen. Genauso wie es die Momente sind wie ein 6-2 gegen Karlsruhe, die den Michael Tönnies unsterblich machen und so weiter. So, es sind Momente, ich kriege übrigens gerade Gänsehaut, Momente, die den Fan quasi zu solchen Entscheidungen bringen und nicht die Dauer einer Zugehörigkeit, weil dann kannst du irgendeinen Bankhüter wie Sven Beukert eben auch in die Elf wählen. Aber genau das ist jetzt, glaube ich, der richtige und passende Augenblick, denn du sprichst jetzt gerade über glorreiche Zeiten und du kriegst gerade Gänsehaut und das passt ja auch viel besser zu uns. Jetzt ziehst du dich jetzt aus? Jetzt ziehe ich hier einfach mal das Jackett aus und wir können ja mal einfach mal Westender Straße und Ascheplätze, was der Peter noch kennt mit seinem alten Trainingsgelände. Der zieht sich ganz aus, Peter. Nein, aber wir haben noch unsere Farben da drunter und jetzt zieh doch mal dein Jackett aus, jetzt wie für die Pottbolzer sicher auch gehört. Wir zeigen jetzt einfach mal Flagge, denn aber wir sind natürlich richtige Duisburger, richtige Fans. Und Peter, wenn wir jetzt gerade über dieses angesprochene Thema sprechen, wir haben es gerade gehört, das waren noch damals Zeiten. Ich kann mich an meine Zeiten erinnern, das geben wir ja auch in unseren Specials wieder. Damals als junger Knirps zur Westender Straße, da gab es nur einen richtigen Fanshop. Da hast du dir das Trikot geholt. Da bist du zu den Spielern gegangen, die haben noch gerne Autogramme gegeben. In diesen alten Katakomben, damals diese verruchte Trainingsstätte mit dem alten Trainingsgelände. Alten Fanshop, ganz genau. War dieses Ding, ne? Ja, geil. Hab auch Uwe Weidemann mal getroffen in diesem Fanshop. Ich habe auch immer noch die Dame im Kopf, sage ich jetzt mal, die da wahrscheinlich immer noch sitzt, immer noch wartet, bis der nächste Fan. Bis er wieder aufmacht. Bis er wieder aufmacht, die sitzt da wahrscheinlich noch. Müssen wir einfach mal mit einem Staubwedel durchgehen. Gar nicht böse gemeint an dieser Stelle. Und da kann ich mich an Zeiten erinnern, wo ihr Freundschaftsspiele gehabt habt. Und wo die Leute aufs Feld gerannt sind und du musstest Ellbogen ausfahren. Du hast dir einen Kuli geteilt oder ein Edding mit 35 anderen, die dir durchgereicht haben. Es gab Aktionen auch für die Fans. Es gab in der Vorbereitung immer diesen Kids Day oder diesen Fantag, wo ihr trainiert habt, wo in Wedau, an dem Sportgelände, da konntest du noch Elfmeter schießen gegen den Torwart, habe ich damals Elfmeter geschossen, habe auch verschossen, aber ein anderes Thema. Also Themen, ne? Das in den 90ern gab es auch diese Momente, wo du in der Halbzeitpause vom Mittelpunkt, ja, ne, vom Anschlusspunkt, du musstest ins leere Tor schießen, ja, aber der Ball durfte vorher nicht auftippen. Vorm 16er. Du musstest also quasi Peter, du warst ja immer in der Kabine und hast irgendwie einen Schluck Isostar getrunken. Du konntest als Fan vom Mittelpunkt ins Tor schießen. Der Ball durfte vorher nicht auf den Rasen. Du musstest also quasi direkt ins Tor treffen. Das sind Erinnerungen. Oder hier der alte Stadionsprecher. Hast du noch Mama erlebt, Leone. Hast du den alten Stadion? Wohin zu Sinn? Ne? Also dieser Aber Klassiker. Kennst du nicht Mama Leone, die Pizzeria? Natürlich kenne ich Mama Leone. Ja klar, meine Pizzeria damals. Wahnsinn. Also, geile Zeiten und Peter, du bist ein Teil davon und wenn du das jetzt ein bisschen runterspielst, du warst nur 2 Jahre da und hast ein gutes und ein schlechtes Jahr gehabt von mir aus, das ist dem Fan, der die Momente, die du uns beschert hast, komplett egal. Denn, genau, super, super Worte, wenn ich jetzt wieder einen drauf quatsch, dann kann ich gar nicht mehr drauf setzen, aber genau das ist es doch, denn ich bin ja vielleicht aus dem oder dem Grund auch dabei geblieben, weil das war ja genau dann meine Zeit, genau. Hätte es beispielsweise so Leute wie den Peter gar nicht gegeben, hätte ich gesagt, aber weißt du was, interessiert mich doch hier gar nicht, was die hier machen, genau. Ich habe es gerade schon mal im Stream gehört, mein erstes Spiel damals gegen Dukla Prag. Ich bin jahrelang hier um die Ecke gekommen und habe gesagt, gegen Bayern München. Nee, haben wir gerade gelernt, war nicht so. Am Ende des Tages ist es aber so, wie wir jetzt gerade feststellen und sagen, die Typen, und da spielt es keine Rolle, ob es jetzt ein Jahr oder 5 oder 10. Klar, wenn es natürlich so ein Toto Wohlert ist, der über ganz, ganz viele Jahre dabei bleibt und der durch seine Art und Weise das Ganze auszeichnet, umso besser, keine Frage. Aber im ersten Moment spielt das für uns in unserer Abstimmung keine Rolle, ob wir sagen 1, 2, 3 oder 20 Jahre, sondern in erster Linie die Typen und die uns bewegt haben, dabei zu bleiben und immer noch dabei sind. Genau, es ist und bleibt ein Fan-Podcast. Und wenn ich mich an meine Jugend erinnere, ich bin 1990 mit meiner ersten Dauerkarte beim MSV gewesen und ich habe dann in meiner Jugend, in der D-Jugend, C-Jugend, B-Jugend, ich habe immer die Nummer 10 gehabt. Ich war Kapitän, habe die Nummer 10 gehabt und hatte auf meinen Duisburg-Trikots immer Tönnies stehen.
Und jeder Spieler aus meiner Mannschaft hat mich nur Tönnies gerufen. So, weil es eben immer hinten drauf stand. Und das hat es hat mich stolz gemacht ohne Ende, wenn als kleiner Junge dich jemand Tönnies ruft. So, und wenn jetzt, weiß ich nicht, 1994 jemand in der D-Jugend mit 10 Jahren immer Kötzle hinten drauf stehen hat und du wirst immer Kötzle gerufen, ja, dann wird Peter Kötzle immer die Legende bleiben, ob der jetzt 1 Jahr, 2 Jahre oder 5 Jahre da ist. Bevor jetzt der Peter wieder drankommt, wir haben es gerade schon von dir angesprochen gehört, nicht das 1-0, wo wir dann darüber hinaus dann Tabellenführer wurden gegen Werder Bremen, sondern für mich ganz, ganz prägend, das habe ich auch schon mehrmals erwähnt, das 1-5 in Bremen im Weserstadion, damals unter der Regie von Otto Rehhagel von Werder Bremen. Peter, wenn ich dich jetzt fragen würde... Peter, wahrscheinlich alle 5 Tore vorbereitet. Ja, ne? So ungefähr. Peter, wir sehen ja gerade, kein Tor erzielt. Was war denn was da war los? Was war denn mit dir los? Aber viel noch entscheidender. Jetzt haben wir hier schon so viele Funfacts reingebracht. Ich lese jetzt nochmal und ich glaube, das finden ganz, ganz viele User immer interessant, die vielleicht auch noch gar nicht zu der Zeit geboren waren. Ich lese jetzt mal die Aufstellung von Werder Bremen vor und versuch doch mal auf die Kette zu bekommen, wer an dem Tag deine Mitspieler waren, denn wir haben es gerade gehört, du hast durchgespielt, kein Tor erzielt, du hast aber die ein oder andere, zumindest eine Vorlage gegeben, laut transfermarkt.de. Wir gucken gleich mal, ob du zumindest die 11 von eurer Truppe zusammenbekommst. Ich lese aber im ersten Moment mal die 11 von Werder Bremen vor. Das ist einmal Olli Reck, Mirko Votava, Uli Borowka, Dietmar Beiersdorfer, also in der Dreierkette schön traditionell hinten. Spielt vorne noch Rune Bratzett, ne, das war vorne. Genau, ne? Dann haben wir mit der Nummer 7 Dietmar Eils, Thorsten Legert, ähnlicher Bekloppter, sage ich mal, hinten auf der Defensivposition. Andi Herzog mit der Nummer 10, dann im linken Mittelfeld wieder zu finden Marco Bode. Unfassbar. Dann haben wir, was ist es, wie heißt er nochmal mit Vornamen? Thomas Wolter, kann das sein? Thomas Wolter, glaube ich. Und ist dann ist Winton Rufer noch dabei? Ja, da sehen wir doch gerade. Dann der Kiwi. Winton Rufer mit der Nummer 11 und Bernd Hopsch vorne drin. Ey, Alter, und die verlieren 5-1 gegen den MSV Duisburg. Wahnsinn. Und jetzt Fanfrage an den Peter, bevor wir gleich zum richtigen Quiz kommen. Wir nageln ihn jetzt richtig. Kriegst du noch ein paar Leute aus eurer damaligen Elf zusammen? Also, ich kann dir sogar noch die Torschützen sagen. Oh, in der Reihenfolge? Vielleicht in der Reihenfolge nicht, aber ich weiß, Ferdi Schmidt hat, glaube ich, 2 Tore gemacht. Richtig, korrekt. Ich löse auf. Dann haben wir den Ferdi mal fragen, ob der mal Zeit hat? Dann hatten wir noch im Mittelfeld, mir fällt der Name nicht ein. Ich sag mal Karlsruhe als Tipp. Ich sag mal Hannes. Ich sag mal als Tipp Karlsruhe. Nee, nicht Hannes Reitmeier. Stefan. Nein. Dann sage ich Stefan. Stefan Böger. Nein. Stefan Böger. Karlsruhe, Westerbeek. Nee, ihr meint aber Mittelfeld. Nein, warte, Stefan Böger schießt auch ein Tor. Richtig. Das stimmt. Wer hat denn die Vorlage für Stefan Böger gegeben? Ich sag mal, der ist für dich Legende gewesen. Ein absolut perfekter Dribbler. Na, lass ihn doch mal eben die Elf von Ferdi. Vorne. Nein, perfekter Dribbler, MSV Duisburg, Legende. Bitte, Peter. Ach so, ich? Nein, Pino Steininger. Also, lass ihn jetzt mal die Elf zusammengeben. Peter, du hast schon recht. Okay. Westerbeek, Wohlert, Neuhüß. Jürgen Rollmann. Ja. Westerbeek, Neuhüß, Wohlert, Tarnert, Ferdi Schmidt, Uwe Weidemann, Peter Kötzle. Fehlen noch 3? Haben wir gerade alle schon namentlich benannt. Muss jetzt nur noch abrufen. Kurzzeitgedächtnis. War Hannes Reitmeier dabei? Ja, Reitmeier. Hannes Reitmeier, dann Reitmeier. Pino. Ja, auch korrekt. Und Stefan. Stöger. Stefan Böger. Korrekt. Und auf der Bank Soran Selko. Patrick Nothoff, auch geiler Typ. Libero. Ja. Joachim Hoppi. Ja. Manfred Tebeck, Michael Preetz und Trainer war zu der Zeit? Na, das wird er wissen. Ewald. Übrigens, Manni Tebeck, der Mann mit der besten Frisur, die jemals auf irgendeinem Mannschaftsfoto vorgekommen ist. Ne? Manni Tebeck, die Frisur. Tja, Peter. Mensch, was war das für eine geile Zeit? Gar nicht mal so schlecht.
Nein. Für so einen alten Mann, oder? Ja, überragend. Aber Respekt. Überragend. Respekt. Aber nochmal, wer hat denn die anderen Tore geschossen? Ich lese mal vor. 0-1, ja? Ferry Schmidt. Besonderheit, ihr gewinnt 5-1 auswärts. In der 53. Minute, kurz nach der Halbzeit, geht der MSV erst in Führung. Also 0-1 nach Vorarbeit von Peter. 0-2, 62. Minute, ebenfalls Ferry Schmidt nach Vorarbeit von Michael Tarnert. 0-3, Oliver Westerbeek, 67. Minute. Also da ging es richtig zur Sache. 53., 62., 67. Uwe Weidemann übrigens Vorarbeit. Uwe Weidemann Vorarbeit. Dann Anschlusstreffer von Werder durch Bernd Hopsch in der 69. 1-3. Und dann ging es nochmal richtig zur Sache. Uwe Weidemann nach Vorarbeit von Hannes Reinmeier, 1-4, 73. Und eine Minute später, Wahnsinn, ne? Eine Minute später, macht normalerweise nur noch Lewandowski heutzutage. 1-5 Stefan Böger nach Vorarbeit von Pino Franz Josef Steininger. Pino war ein geiler Kicker, ne? Also wirklich, wie ist das in den Trainingsspielen gewesen, Peter? Seid ihr euch begegnet, ihr Offensiven, oder hast du die Dribbelkünste von Pino nicht so oft zu spüren bekommen oder musstest du oft 50 Pfennig für einen Tunnel bezahlen? Ich? Mir haben sie bei dem Kreisspiel permanent die Bälle durch die Beine geschoben. Aber Pino also noch am häufigsten, oder? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern, aber Pino, du durftest halt eins nicht machen, du durftest den Pino nicht ärgern. Dann hat er nämlich auch mal kurz die Sense rausgeholt, ne? Oh, okay. Aber das sind genauso Storys, die würden mich jetzt vielleicht noch abschließend interessieren, Peter. Ich könnte hier noch 2 Stunden. Ja, sprechen. Ich könnte auch 38 Stunden hier noch sitzen, aber wir müssen natürlich ein bisschen gucken, dass wir alle Themen irgendwie so einbringen. Ja, der Peter muss auch gleich den nächsten Film für seine Kinder machen. Genau. Aladdin Teil 3. Das ist dann der vierte heute Abend. Ja. Ja. Gib uns doch noch mal ein bisschen so Einblick in das Ganze drumherum. Jetzt haben wir schon ein bisschen viel über Sportliche gesprochen. Wir haben sehr, sehr viele Einblicke gewonnen. Wie war es damals an der Westender Straße? Wie war damals der Zusammenhalt in der Mannschaft? Wie müssen wir uns die Veränderung vorstellen in Bezug auf die heutige Zeit? Damals wurde wahrscheinlich noch mal ein Kippchen geraucht, eine Flasche Bier getrunken nach dem Training. Wie wir es zum Beispiel aus der Kreisliga heutzutage sogar noch kennen. Ist das so der Fußball, womit du dich damals auch identifizieren konntest? Und ist es vielleicht auch sogar das, wo du sagen würdest, das geht dem heutigen Fußball richtig sogar ab? Also eins, das habt ihr ja vorher schon mal angeführt, das waren diese Möglichkeit als Fan an uns noch rankommen zu können. Ja. Ne? Also wie diese Fan-Tage... Ich kann mich noch an einen erinnern, ich war, glaube ich, sogar morgens um 6 Uhr erst im Bett und habe dann total vergessen, dass wir diesen Fan-Tag haben. Das war dann umso anstrengender für mich, weil es nicht nur so ein Showdown-Training war, sondern dann noch eine Stunde Autogramme schreiben. Mir hat der Schädel schon ganz schön gebrummt, wo ich mir gedacht habe, wenn ich das gewusst hätte. Nee, das sind so Sachen. Der Zusammenhalt war natürlich, weil es sportlich sehr gut lief. Es kamen ja auch fünf oder sechs neue Leute. Ich kann mich noch an Alois Schwarz erinnern. Wir mussten uns auch alle erstmal finden und das hat von Anfang an relativ gut geklappt. Und natürlich schweißt ein Erfolg eine Mannschaft eher zusammen, als wenn es nicht geklappt hätte, wenn wir die Spiele verloren hätten, dann hätte es wahrscheinlich auch mehr Ärger gegeben. Aber von dem her gesehen hat es gepasst. Die Typen waren da und natürlich sagt man ja gerne, dass man solche Typen, wie wir sie früher waren, so ein bisschen vermisst in der heutigen Zeit. Ich wünschte mir auch manchmal, noch ein Interview nach dem Spiel, so wie sie Hoppe gegeben hat oder wie ich sie manchmal gegeben habe. Was mich am meisten stört, ist aber eigentlich die Tatsache, dass man heutzutage nicht mehr an die Jungs rankommt. Also ich merke das ja beim VfL Bochum, wenn wir Fußballschule haben. Man muss es förmlich und telefonisch ankündigen, waren wir mit unseren Kindern
mal die Profis anschauen dürfen, beziehungsweise ob wir mal ein Mannschaftsfoto machen dürfen. Dann muss in fünffacher Ausführung muss das genehmigt werden. Und wie die Jungs sich auch teilweise uns gegenüber verhalten, dass man das Gefühl hat, meine Güte, jetzt müssen sie ein Autogramm schreiben und das ist schon alles viel zu viel. Dieses Abschotten, die kommen mit ihren Autos auf den Parkplatz, der zugemacht ist, du kommst da gar nicht hin. Und das ist das, was mir so ein bisschen fehlt und was mir für die Kinder leid tut. Mhm. Ne? Weil die sind ja immer noch, das sind ja immer noch die Heroes, das sind ja immer noch die Größten. Ne? Wenn ich die kleinen Kinder sehe, wie die einen Riemann anhimmeln, ne? Mhm. wie den Holtmann anhimmeln, wenn der vorbeiläuft, das ist ja wie, wenn Jesus an uns vorbeiläuft, so schauen die Kleinen die an und der läuft vorbei, weil es ihm zu viel ist, ihm jetzt ein Autogramm zu geben. Ne? Aber so habe ich auch geschaut, ne? So habe ich auch geschaut, als ich im Alter von 10 Jahren irgendwie Ewald Lienen, Michael Struckmann, Pino Steininger und Michael Tönnies beim Training begegnet bin. Klar. Natürlich. Und so habe ich damals geschaut, als ich 93 das aktuelle Sportstudio geschaut habe, nach dem 2:2 gegen Bayern München, wo du im aktuellen Sportstudio zu Gast warst. Deswegen nochmal genau. Aufruf an alle, einfach mal Peter Kötzle bei YouTube eingeben. Dann kommt noch der Bericht mit Michael Steinbrecher, glaube ich, war es damals. Richtig. Ja, da haben Frisuren-Battle. Mega. Das Gleiche müsst ihr übrigens unbedingt mal mit Thorsten Wodert auch machen. Auch. Bei Thorsten Wodert einfach mal bei YouTube eingeben. Das könnte ich nämlich jetzt auch mal machen. Also der Peter war damals beim Sportstudio zu Gast nach dem 2:2 gegen Bayern. Und jetzt rufe ich gerade mal parallel auf. Thorsten Wodert war damals hier zu Gast, ich glaube, bei der ARD Sportschau war es noch, in so ein bisschen Rocker-Lederkluft, sage ich jetzt mal. Nee, Sport im Westen, sorry, im WDR, mit Friedhelm Funke damals noch. Und die haben, glaube ich, über die Zeit damals des Pokalfinales gesprochen. Ja, genau. Von daher, liebe Leute da draußen, wir sprechen jetzt gerade hier mit dem Peter. Wir haben uns echt viel Mühe und viel Zeit gemacht. Aber ihr könnt natürlich auch nochmal anderen Content genießen. Einfach nur mal ehemalige Legenden ganz einfach bei YouTube eingeben. Und da findet ihr die geilsten Klamotten aus der Vergangenheit. Absolut, ja. An dieser Stelle, bevor wir das Gespräch mit Peter, der dann den dritten Film bei Disney Plus für seine Kinder anmachen muss, beenden, haben wir noch, ich weiß nicht, so viele Fragen haben wir gar nicht, Peter, weil die einzige Frage, die im Bereich der 1990er Jahre nicht gestellt wurde, war folgende, und die brauche ich gar nicht stellen. Der MSV ergattete am 22. Spieltag der Saison 93-94 die Tabellenspitze der ersten Bundesliga durch einen Sieg gegen den amtierenden deutschen Meister Werder Bremen. Wie ging das Spiel aus und wer erzielte damals den Siegtreffer? Diese Frage können wir uns schenken, oder, Peter? Die können wir uns schenken, die haben wir schon beantwortet, ne? Genau. So, dann haben wir aus den 2000er Jahren, ich weiß nicht, ob du da im Bilde bist, Peter. Welcher quirlige Verteidiger aus dem europäischen Ausland verstärkte im Januar 2008 die Linksverteidigerposition des MSV? Das ist ein bisschen spät für dich, ne? Wann? 2008. Lies mir mal bitte vor. Welcher quirlige Verteidiger aus dem europäischen Ausland verstärkte im Januar 2008 die Linksverteidigerposition? Ja. Olivier Vigneault wäre es gewesen. Und ich glaube, das Einzige, was wir dann noch offen haben, ist für dich auch relativ unwichtig. Das hätte ich gerne mit den Fans, hätte ich das gern gemacht. Denn die Aufgabe in den 2010er Jahren, die leichteste Aufgabe, liebe Zuschauer, wäre gewesen, singe das Lied, das im Rund des Olympiastadions im Pokalfinale 2011 beim Stand von 0:5 gegen Gesindelkirchen 04 fast 20 Minuten von unseren Anhängern zelebriert wurde. Ole, ole, Meidericher SV, ole. Peter, die Fragen sind gefragt und, ja, was soll ich sagen? Ich, Ein Thema habe ich noch. Ja, bitte. Oder eine Geschichte. Bitte. Ich meine, wir sind ja hier mehr oder weniger live, also nicht, dass wir live jetzt gerade mit den Zuschauern interagieren. Aber dass wir es natürlich jetzt gerade live aufzeichnen und morgen raushauen. Und Peter,
einfach mal, ohne dass wir es jetzt hier abgesprochen haben, ne? Wir haben ja noch keinen Preis für den Erstplatzierten beim Kicktipp-Gewinnspiel. Du erinnerst dich, wir hatten vorhin den Zebrahimovic, den Tobi, und da haben wir ihm ja zur Aussicht... Kennt der Peter überhaupt das Gewinnspiel? Naja, Peter kennt es gar nicht. Kennst du Kicktipp? Kennst du die Plattform Kicktipp? Das kenne ich, ja. Okay. Das kenne ich. Und Peter, wir rufen jede Saison bzw. jede Halbserie auf, alle Zuschauer und alle User dort mitzutippen, und wir haben jetzt mittlerweile, weiß nicht, eine Community von 200, 250, 300 Leuten, die dort mittippen und die Spiele des MSV, aber auch generell die dritte Liga mittippen. Und da schütten wir immer zu jeder Halbserie Preise aus. Und es ist ja kein Geheimnis, dass du jetzt hier zum zweiten Mal bereits zum Gast bist und dass du mit Sicherheit auch im kommenden Jahr mal wieder nochmal hier mit deiner Fachexpertise zu Gast sein wirst. Oh ja, Peter, ist interessant. Nein, hauen wir jetzt einfach mal raus. Und deswegen Einladung von meiner Seite. Nicht nur zum großen 25-Jährigen 2023 mit Stefan Emmerling. Ich bin jetzt einfach mal so frei. Der Micha und ich, wir laden dich zum einem ihrer der nächsten Spiele, wenn es überhaupt mal möglich ist, mal nochmal ein ins Stadion. Da trinken wir da mal 1, 2, 3, 100 Bierchen. Und gleichzeitig den Zebrahimovic. Das heißt, ich lade... Den Gewinner mit einladen. Genau, den Gewinner lade ich ein, mit dir auch zusammen und uns beiden, dort mal ein Spiel im Stadion zu schauen und das ein oder andere Kaltgetränk zu nehmen. Und ich glaube, das ist doch mit Sicherheit ein richtig geiler Preis nochmal, wenn der Tobi mit am Start ist und das Ganze neben einer absoluten Legende, wir haben es jetzt gerade gehört, um den Bogen auch mal zu spannen, rund zu machen und den Peter und den Tobi dann halt mal zusammenzuführen. Der Tobi kommt übrigens mittlerweile aus München. MSV-Fan aus München. Wärst du da nicht abgeneigt oder kannst du das Ganze sogar vorstellen? Absolut, bin dabei. Perfekt, oder? Ist das nicht eine coole Story? Mich brauchst du nicht zu fragen. Du bist eh immer da. War jetzt spontan. Ja, alles gut, ich bin dabei. Mich brauchst du nicht fragen. Aber nicht so nach dem Motto, wir treffen uns um 15 Uhr. Dann machen wir wirklich so alt ehrwürdig, treffen uns am Bahnhof, holen den Peter ab, holen den Tobi ab und dann... Wir machen das anders, Peter. Ja, wir machen das so, wie wir beide das gemacht so haben. So nämlich. Wir machen das genau so, wie wir jetzt beide das gemacht haben. Der Stefan und ich kommen mit unserem Gewinner, Tobi, Zebrahimovic auch genannt. Es wird ein Samstagsspiel. Wir kommen... Muss ein Samstagsspiel werden. Kein Sonntag. Genau, muss ein Samstagsspiel werden. Wir kommen... Sturzbesoffen zu dir? Nein. Wir kommen so gegen 9 oder 10 Uhr, kommen wir am Bochumer Bahnhof an. Wir holen dich da ab, Peter. Wir fahren alle gemeinsam vom Bochumer Hauptbahnhof nach Duisburg, gehen noch zum FC Taxi und essen noch eine Bratwurst. Und zelebrieren so einen ganzen Fußballtag zusammen. Was hältst du davon? Also ich habe mich jetzt ganz kurz erschrocken wegen 9 Uhr, aber... 14 Uhr ist Anstoß. Ist mir ja gerade eingefallen, das Spiel beginnt ja auch wesentlich früher. So, wir haben uns beim Bochum-Spiel um 12 Uhr getroffen. Da musst du ja schon mal zwei Stunden abziehen. Es sei denn, wir steigen in den nächsten zwei Jahren wieder auf. Erzählst du mal die Geschichte, wo wir uns getroffen haben? Michael, weißt du das noch, wie geil das war? Das ist unglaublich. Ja, also, liebe Zuschauer, wir haben uns tatsächlich, die einen oder anderen, die es noch nicht mitbekommen haben, Peter und ich haben gemeinsam mit dem Alex, mit dem ich den Wimpeltausch-Podcast zusammen mache, haben wir uns für einen Tag quasi verabredet und sind durch Bochum gezogen und haben uns eigentlich, haben wir gesagt, wir treffen uns am Bahnhof in Bochum, 12 Uhr, und wir sind dann aus Wesel angereist und sind dann kurz bevor wir rausgehen, sind Alex und ich dann nochmal unten im Bahnhof aufs Klo gegangen, weil wir schon einige Biere in Intus hatten. Und stehen unten vor diesem Drehkreuz und haben kein Geld für dieses Drehkreuz und kommen nicht auf dieses Bahnhofsklo. Und dann gucke ich mich um und dann fragt mir irgendein Typ, braucht ihr Geld fürs Pinkeln? Wer war's? Peter Kötzle. Uwe Weidemann. Das wäre es gewesen, oder? Da steht der Peter unten am Klo und gibt mir erstmal einen Euro fürs Pinkeln. So hat unser Tag angefangen und geendet hat er, glaube ich, nachts um 2, ich weiß nicht mehr. Das ist off-topic. Also vielleicht kriegen wir es hin, dass wir das Ganze mit der Bahn gemeinsam machen. Wir werden das hinkriegen, definitiv.
Wie also, wir das genau aus. Ist das nicht ein Preis, den wir hier live raushauen? Also, wenn das der Zebrajovic jetzt hört, dann denkt er sich, wow. Dann zieht er direkt wieder von München nach Duisburg. Ich glaube auch. Peter, fühl dich bitte nicht überrumpelt mit sowas. Du kennst mich. Ich bin für alles. Ich bin für alle. Wir können es auch rausschneiden. Und es ist ja. Nein, auch ich möchte so, nur nicht, dass die Leute denken, dass wir dich hier irgendwie nötigen. Ne? Nein, alles gut. Und ich bin ja öfters in Duisburg und gucke Spiele. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt extra wegen euch, also ich habe ja auch ein paar Kumpels noch da. Und deswegen, wie wir das dann ausarbeiten, ob wir wirklich mit dem Zug dann da hinfahren. Ihr wie könnt mich ja auch mit dem Bus abholen. Mit dem Neunerbus. Dann brauchen wir aber noch irgendeinen Gewinner, der keinen Alkohol trinken darf. Wir schweifen ab. So. Den Rest klären wir off-air. Genau. Klären wir off-air. Und nächstes Jahr in der Silvestergala besprechen wir dann, wie wir dann wiederum das 25-Jährige musikalisch mit dem Peter zusammen begleiten. Denn er ist ja auch Musiker, haben wir gelernt. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? über Thema Musik. Da lassen wir uns was richtig Geiles einfallen für die 25-Jährige Jubiläums. Folge wird es ja nicht, aber Abend in dem Fall sein. Peter, für die Folge singen wir beide singen zusammen das Duisburg-Lied. Ja. Kennst du den Text? Der ist ja irgendwo rauszufinden. Ja, aber kennst du den jetzt schon? Na klar. Jetzt? Okay. Na, ich möchte nicht, dass du jetzt singst. Ich wollte ja nur wissen, ob du auch den Text nachschauen kannst. Kann ja jeder. Das kann ja jeder, aber jetzt... wenn du sagst, ich könnte dir das Lied jetzt schon singen, das wäre nicht noch im Stadion! War das deine Zeile? Ja. Und nun muss ich raus! Raus! Hört sich auch ein bisschen wie Mama Leona an. Ne? Samstag noch, genau. Ja, einfach nur ein Graus für all diejenigen, all diejenigen da draußen, die jetzt denken, haben die drei jetzt nur einen an der Waffel? Nein, haben wir nicht. Doch. Wir reden aber darüber gerade die ganze Zeit, denn der Hintergrund ist folgender. In der Sendung mit Stefan Emmerling habe ich einfach mal rausgehauen damals, dass wir gesagt haben, ey, egal ob es der Peter ist, der Markus Osthoff, der Dietmar Hirsch, der Erle Wolters, das sind alles Leute, mit denen kannst du sprechen, die nehmen kein Blatt vor den Mund und die haben richtig Bock, immer bei solchen Fangeschichten dabei zu sein, wie bei unserem Podcast. Es ist doch ein Trauerspiel, wenn sich das 25-jährige Jubiläum zum Pokalfinale 98 nähert und es seiten des Vereins wieder nichts passiert. Und da haben wir einfach gesagt, wisst ihr was, komm, dann machen wir doch einfach eine geile Sause mit Liveband, mit Pizzawagen, mit Bühne, mit Tanzfläche, mit Trinkerei und Tanzerei, wenn es natürlich Corona hergibt. Ansonsten machen wir 2G dreifaches Plus. An dieser Stelle. Und ich stelle die Szene mit Baschi nach. Genau, du stellst die Szene mit Baschi nach. Wir laden Michael Tarnert an dieser Stelle nochmal ein. Nee, ich meinte jetzt eher, dass er mir 5 Meter auf 1 Meter abnimmt. Du spielst den Baschi und Michael Tarnert werde ich einladen an dieser Stelle. Der kommt nur für diese Szene heruntergeflogen. Und ansonsten, Peter, du bist natürlich recht herzlich als Ehrengast eingeladen. Da machen wir keinen Unterschied, ob du 98 dabei warst oder nicht. Wir verkaufen das einfach, als ob du dabei gewesen wärst. Wäre eh keinem aufgefallen. Ah. Ansonsten würde ich sagen, das mal einfach nur noch mal kurz zur Erklärung für all diejenigen, die sich die ganze Zeit wundern, was reden die hier über 98 und irgendwelches Jubiläum, sondern das findet dann 23 statt. Location steht größtenteils sogar schon. Ja, und dieses Jahr hätten wir eigentlich 10 Tage 2.11 machen können, ne? 10 Jahre 2.11. Ja, hätten wir alles machen können, aber am Ende des Tages, ich glaube, mittlerweile fast über 73, 74 Folgen Pottbolzer, 19.02, heute hier mit dem Silvester-Special. Wir haben den Christoph dabei gehabt, Fan aus Aurich, aus Ostfriesland. Wir haben den Tobi Zebrahimovic, Kicktipp-Gewinner, aus München zugeschaltet gehabt. Wir haben den Julian, den Designer dieses Trikots übrigens. Genau, von Capelli, hier dieses Fan-Trikot, beziehungsweise das Jersey des MSV, designt hat. 2021. Und natürlich große, große Ehre, lieber Peter, zum zweiten Mal hier bei 19.02 zu Gast, auch darüber hinaus bei Wimpeltausch haben wir gerade gesehen. Also, liebe Leute, googelt oder sucht auch mal den Peter bei YouTube, dort gibt es noch richtig viel Material zum Schauen aus tollen, tollen vergangenen Zeiten und natürlich heute Abend hier bei unserer großen Silvestergala. Micha, ich würde mal sagen, am Ende des Tages haben wir jetzt hier, glaube ich, mehr oder weniger schon fast über 3,5 Stunden auf dem Radar. Wirklich? Ja, wir haben jetzt 22 Uhr für alle, die da draußen es vielleicht in den nächsten Tagen hören und sehen.
Wir haben ungefähr 18:30 haben wir angefangen und mit das, dem ersten Gast. Aber ein Intro fehlt noch. Das Intro fehlt noch, kommt noch dran. Also, dann werden wir wahrscheinlich nochmal 20-30 Minuten verpulvern. Also insgesamt wird das ganze Ding hier 4 Stunden laufen. Kommt am 30. hoffentlich raus, fehlerfrei, zusammengeschnitten und zusammengeschustert. Also spätestens Silvester. Spätestens Silvester, genau. Also noch vor dem neuen Jahr. Könnt ihr euch dann über Silvester anhauen oder reinziehen. Ich sage, Peter, wenn wir jetzt an dieser Stelle nichts mehr haben, erstmal vielen Dank für diese Überrumpelung, dass wir dich jetzt gerade mit ins Gewinnspiel mit reingepackt haben als Hauptgewinn. Bitte sei jetzt nicht irgendwie irritiert oder fühl dich überrumpelt. Es ist auf jeden Fall aus einer netten Geschichte heraus geboren, weil du einfach sowas von fannah bist und es ist mit Sicherheit nur liebevoll gemeint. Das hätten wir jetzt hier auch nicht mit jedem so veranstaltet. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Da wird sich der Fan auf jeden Fall darüber freuen. An diesem Tag werde ich mir übrigens noch für mein Trikot die Unterschrift von Peter auf die Nummer 9 pflastern lassen, okay, um dieses Thema auch rund zu machen. Ich sage darüber hinaus vielen, vielen Dank dafür, dass du viele ganz tolle Geschichten wieder dabei hattest. Sage natürlich auch darüber hinaus vielen Dank an der ganzen Teilnahme hier von der Community, die mit Sicherheit auch im Nachgang nochmal ein Like da lässt, viele Kommentare lässt und an euch beide, Micha, vielen Dank nochmal und ja, Glückwünsche gehen auch heraus an den Gewinner des Kicktipp-Gewinnspiels. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Was hörst du? Alles gut, ich versuche hier gerade Dinge. Genau. Nein, bleibt alle gesund. In den heutigen Zeiten natürlich das absolut Wichtigste. Und ich glaube, die letzten Worte gebühren dem lieben Micha, bei dem ich mich heute bedanke, dass ich hier zu Gast sein durfte. Und danach dem lieben Peter, der wahrscheinlich nochmal das Abschlusslied hier gleich zelebrieren wird. Vielen Dank dafür. Schöne Grüße. Schatz, der Kaffee ist viel zu heiß. Warum? Wie heiß ist der denn? Boah, Alter, der ist fast so heiß wie Rolf Fälscher. Dann ist er richtig heiß. Oh, ey, kann man nicht trinken, ey. Boah, Sauerei hier. Hä? Was ist das denn? Oh, Stefan hat geschrieben. Hallo Florian. Dein Gedicht letztes Mal war ein lyrisches Meisterwerk. Du bist der Tollste, bla bla bla, attraktivste Mensch auf der Welt. Lass das nicht meine Frau wissen. Bla bla, super, klasse, vermisst dich, bla bla. Könntest du noch mal ein Gedicht als Jahresrückblick für den MSV Duisburg machen? Als was? Ein Jahresrückblick für den MSV Duisburg? Wie stellt ihr sich das denn vor? Hier ist Florian Gurke mit den 50 schlechtesten Abwehrleistungen des MSV. Ich kann natürlich wieder ein Gedicht machen. Aber da müsste ich überlegen, was reimt sich auf alles ist scheiße. Was soll ich da machen, ey? Alles kacke gelaufen. Ganze Jahr schon, das zieht sich durch wie Scheiße am Schuh. Ich müsste, wenn ich das jetzt echt mache, müsste ich irgendwas finden, was zum MSV passt. Also auf jeden Fall hinten offen. Irgendwas mit, wo man wenig Motivation für braucht, wenig Energie für.
Irgendwas, wo kein klares Konzept erkennbar ist. Aber sowas gibt es doch nicht in der Lyrik. Da müsste auch noch einen Fußballbezug haben. Fußballbezug, Lyrik, Elf. Elfchen. Ich könnte ein Elfchen schreiben. Das ist eine Idee. Mach ich. Kein klares Konzept. Wenig. Ja. Okay. Ja, könnte gehen. Könnte gehen. Duisburg. Kein Leistungsträger. Wenig Fahnen zu sehen. Hoffnung langsam weiterzieht. Betroffenheit. Irgendwie nicht so richtig geil. Na egal. Besser wird's nicht. Getreu dem Motto des MSV. Besser wird's nicht. Naja. Micha, Stefan, danke, dass ihr weiter die Fahnen hochhaltet, so als Einzige, dass ihr weiter Podcast durchzieht. Macht immer Spaß. Mehr Spaß als leider gerade beim MSV. Euch, allen anderen, guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin, euer Florian Gurke.